Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier heute in der Niedersächsischen Landesvertretung ganz herzlich willkommen heißen. Willkommen heißen zu einer wichtigen Fachtagung unter dem Titel Professionalisierung der frühkindlichen Bildung, Entwicklungsperspektiven im Spannungsfeld der Verantwortlichkeiten. Wir freuen uns sehr darüber, dass trotz der Kürze der Einladung, das ist uns mit dieser Veranstaltung leider etwas spät eingefallen, und der Tatsache, dass es mehrere Parallelveranstaltungen zu der Thematik insgesamt frühkindliche Bildung gibt, so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weg hier nach Berlin in unsere schöne niedersächsische Landesvertretung gefunden haben. Gestatten Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Reinhard Slivka. Ich bin der Geschäftsführer des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung und bin heute sozusagen in einer Doppelfunktion hier. Kurzfristig musste ich nämlich die Moderation dieser Veranstaltung übernehmen, da die zuständige Kollegin leider erkrankt ist und ich für Sie einspringe. Und dann müssen Sie leider nachher noch ein kurzes, und das wird deshalb umso kürzer, weil ich ja die Moderation habe, Grußwort von mir ertragen. Aber das kriegen wir dann auch gemeinsam hin. Aber an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Staatssekretär Rüther, dass wir hier bei Ihnen in der Landesvertretung des Landes Niedersachsen in Berlin tagen dürfen. Meine Damen und Herren, diese Veranstaltung heute hat einen Doppelcharakter. Ein Doppelcharakter deshalb, weil sie einmal einen Schlusspunkt setzt, den Schlusspunkt unter einem Projekt. Aber dieses Projekt soll natürlich nicht wirklich zu Ende sein, sondern weitergehen. Insofern ist diese Veranstaltung auch eine Brücke, bietet einen Ausblick und soll uns Wege aufzeigen, wie das Projekt weiter in die Praxis umgesetzt werden kann. Schlusspunkt des Projektes, Professionalisierung, Transfer und Transparenz im elementarpädagogischen Ausbildungs- und Praxisfeld. Ein zugegeben etwas komplexer Titel, um es vorsichtig auszudrücken, der damals Grundlage unseres Antrages an das Bundesfamilienministerium war, um das Projekt entsprechend finanzieren zu können. Und ich finde die verkürzte Fassung dieses Projektes, die da einfach lautet, die Besten für die Kleinsten, viel besser, denn sie bringt genau auf den Punkt, worum es bei diesem Projekt gegangen ist, nämlich darum, die vielfältigen Aktivitäten, Projekte, insbesondere im Bereich der Professionalisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen miteinander abzustimmen, durchlässiger zu machen, transparenter zu machen, die Verbindungen aufzuzeigen. Darum ging es bei dem Projekt und wie uns das gelungen ist und ob uns das gelungen ist, werden Sie heute im Laufe der Tagung beurteilen können. Aber Doppelcharakter. Es geht eben nicht nur darum, die Ergebnisse des Projektes vorzustellen. Darauf haben Bund und Land einen Anspruch als unsere Geldgeber, dass sie heute erfahren, was ist eigentlich bei dem Projekt rausgekommen, das ja mit vielen Mitteln in den letzten vier Jahren entsprechend unterstützt worden ist. Sondern es geht auch um die Perspektive in die Zukunft. Wie kann es weitergehen, auch ohne, dass es konkrete Projektförderungen gibt? Wie geht es weiter mit dem Projekt? Wie können die Erkenntnisse aus diesem Projekt in die Praxis umgesetzt werden? Und nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in anderen Bundesländern. Gerade das Bundesfamilienministerium hat immer großen Wert darauf gelegt und ist immer wieder im Verlauf des Projektes darauf hingewiesen. Es ist zwar eine Doppelfinanzierung, Land und Bund haben sich hier zusammengetan, Joint Venture nennt man das ja neudeutsch, aber es geht natürlich uns als Bundesministerium darum, Erkenntnisse zu gewinnen, die auch für andere Bundesländer nutzbar, brauchbar sind, die übertragbar sind. Auch das haben wir versucht. Also das ist der Charakter der heutigen Fachtagung und Veranstaltung, einmal die Ergebnisse vorzustellen und dann einen Ausblick gemeinsam zu wagen. Und damit wir das gut miteinander hinkommen, eine große Bitte. Und Herr Hoffmann als wissenschaftlicher Begleiter hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen. Heute Nachmittag gibt es ja Diskussionen. Das heißt zwar Podiumsdiskussion, aber wir haben Sie ganz gezielt eingeladen, weil wir uns von Ihnen, vom Auditorium auch, Hinweise erhoffen, Hinweise darauf, was können wir noch besser machen, woran müssen wir denken, welche Wege müssen wir beschreiten. Also das ist ausdrücklich die Aufforderung, die Ermunterung, sich intensiv an der Diskussion heute Nachmittag oder an die Diskussion heute Nachmittag zu beteiligen, sich aktiv einzubringen. Und wir versprechen Ihnen auch, dass das, was heute bei der Tagung rauskommt, insofern ist das Projekt doch noch nicht ganz zu Ende, denn es gibt natürlich noch einen Abschlussbericht, auf den die Geldgeber Wert legen, aber wir wollen daraus auch eine Publikation machen. Und in diese Publikation werden auch die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser Tagung noch entsprechend einfließen und dort aufgenommen werden. Das ist sozusagen das Strickmuster für heute,
was wir erreichen wollen. Und wir werden Ihnen gleich die Ergebnisse heute Vormittag vorstellen und dann heute Nachmittag eben uns öffnen für die entsprechende Diskussion. Ein technischer Hinweis noch an dieser Stelle. Ich hoffe, Sie sind alle damit einverstanden. Herr Hoffmann oder die Mitarbeiterin, zwei Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, David Nolte und Sarah Meyer von Herrn Hoffmann aus der Forschungsstelle Elementarpädagogik, haben es übernommen oder übernehmen es, die Veranstaltung aufzuzeichnen. Und sie soll auch ins Internet eingestellt werden, um eben noch vielen Personen die Möglichkeit zu geben, etwas über diese Tagung zu erfahren und Erkenntnisse hieraus mitzunehmen. Ich hoffe, es gibt keinen Widerspruch, dass das heute technisch so erfolgt, dass hier die Veranstaltung aufgenommen wird. So, soweit genug der Vorabankündigung und der Hinweise. Ich freue mich an dieser Stelle ganz besonders darauf, dass wir jetzt zwei Grußworte hören, nämlich von den beiden Geldgebern, ohne die das Projekt nicht möglich wäre, oder Vertretung der Geldgeber, der Körperschaften, die dahinter stehen natürlich. Zum einen Herrn Staatssekretär Michael Rüther, der seit kurzem Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund ist. Herr Rüther, an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie es so schnell, geräuschlos und unkompliziert möglich gemacht haben, dass wir diese Tagung hier bei Ihnen in diesen schönen Räumlichkeiten durchführen können. Und nach Herrn Rüther, der die Perspektive des Landes zu diesem Projekt auch nochmal aufzeigen wird, freue ich mich ganz besonders darauf, dass Sie, Frau Krausa, aus dem Bundesfamilienministerium mit einem Grußwort zu uns sprechen. Denn ohne das Engagement Ihres Hauses wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Sie sind damit ein Risiko eingegangen. Ob sich dieses Risiko gelohnt hat, werden auch Sie heute im Laufe des Tages in einem Abschlussbericht befahren. Ich glaube schon, aber das werden Sie dann selbst beurteilen müssen am Ende. Ich freue mich jetzt auf die beiden Grußworte und darf jetzt Sie, Herr Rüther, um Ihr Grußwort bitten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Frau Krausa, sehr geehrter Herr Slivka, sehr geehrter Professor Dr. Hoffmann, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass die Tagung hier in unserer Landesvertretung stattfinden kann, auch sehr kurzfristig stattfinden konnte. Der Dank, der gerade ausgesprochen wird, gilt eigentlich weniger mir, sondern eher den Kollegen und Kolleginnen, die es in den letzten Tagen möglich gemacht haben, dass das hier da ist. Und ich finde an der Stelle auch nochmal ein guter, wichtiger Hinweis, die Landesvertretung ist sehr engagiert, sehr gut aufgestellt in Berlin und solche Tagungen sind ein Beleg dafür. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Rahmen der Tagung begrüßen zu dürfen mit einer Förderung des Bundesfamilienministeriums hat das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung in den vergangenen 4 Jahren erarbeitet, welche Entwicklungsperspektiven es für die Professionalisierung, den Transfer und die Transparenz im elementarpädagogischen Praxis- und Ausbildungsfeld weiter verfolgt werden können. Erste Ergebnisse sind schon in Studienumwandlung und angewandt worden. Ich will jetzt nicht so stark in der Vorbereitung eingehen, in dessen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben. Das ist, denke ich, auch Zeitpunkt des heutigen Nachmittags. Ich möchte mich aus zwei Blickwinkeln hier bei dem Grußwort einbringen, als Teilpraktiker, das heißt als Vater zweier Kinder, die in den letzten Jahren von Berlin nach Hannover, jetzt wieder ein Stückchen nach Berlin wechseln. Von daher ist natürlich auch eine Fragestellung, ist, dass Bildung und auch frühkindliche Bildung nicht nur eine rein länderbezogene Fragestellung ist, weil Rahmenbedingungen, denen sich die Kinder, Erzieher, Erzieherinnen, die in dem Feld tätig sind, bilden, zwar von Landesregierung geprägt sind, aber natürlich in Zeiten von Mobilität auch bundesweit, wenn nicht gar europaweit, Standards halten müssen, damit das, was wir von den Kindern wünschen und erwarten und auch von Eltern wünschen und erwarten, umgesetzt werden können. Und ein zweiter Punkt bietet sich natürlich heute hier bei der Tagung insbesondere an, ein paar grundsätzliche politische Bemerkungen auch aus Blickrichtung der neuen Landesregierung zu machen, welche Bedeutung die frühkindliche Bildung für uns in Niedersachsen, auch für die Landesregierung haben wird. Wie wir dank zahlreicher aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus den letzten Jahren wissen, werden in den ersten Jahren eines Kindes die entscheidenden Grundlagen für seine gesamte spätere Berufs- und Bildungsbiografie gelegt. Jedes Kind bringt dafür ein ungeheures Potenzial mit, das nur darauf wartet, im sozialen Miteinander geweckt, gefördert und weiterentwickelt zu werden, von den ersten zaghaften Tast- und Greifbewegungen bis die ersten Krabbel- und Gehversuche bis zum Wunder der Sprache und vieles weitere mehr. Zunächst entsteht so kleine Trampelpfade, die sich zu Straßen und schließlich zu bequem befahrenden
auch für Niedersachsen ja ein Schlüsselwort, befahrbaren Autobahnen erweitern können. Use it or lose it, heißt es in der Sprache der Neurobiologen, und hiermit deutet sich auch an, dass in dieser Zeit verpasste Chancen später nur schwer und mit viel Aufwand korrigiert werden können. Frühkindliche Bildung ist nicht nur für den einzelnen Menschen sehr wertvoll, sondern es rentiert sich gesellschaftlich und volkswirtschaftlich. Ich bin aus diesem Grund der Überzeugung, jeder Euro, der in die Entwicklung und Fähigkeit in frühen Kindesalter investiert wird, zahlt sich auf vielfache Weise aus. Aufgrund dieser Erkenntnis fördert das Land Niedersachsen ganz gezielt die Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildungslandschaften. Unsere größte Herausforderung ist derzeit der Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren. In nur wenigen Monaten gilt für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr der Rechtsanspruch auf ein Bildungs- und Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen und Kita-Pflege. Bund, Land und Kommunen haben in den vergangenen 5 Jahren große Anstrengungen unternommen, um im Vorfeld der Einführung des Rechtsanspruchs zum 1. August 2013 bedarfsgerechte Angebote für den frühen Zugang zu Bildung und Teilhabe zu schaffen. Den für den bedarfsgerechten Ausbau zuständigen Kommunen stehen hierfür rund 1,5 Milliarde Euro zur Verfügung. Wir haben bereits, so glauben wir, einiges erreicht. Im Jahr 2006 standen lediglich 5,1% aller Kinder zwischen 0 und 3 ein Angebot bereit. Bis heute wurden in Niedersachsen über 30.000 neue Plätze in Kindertageseinrichtungen geschaffen. Allein durch das Platzangebot, das im Investitionskostenzuschüssen der Landesregierung geschaffen wurde, kann bis April 2013 eine Versorgungsquote von 30,6% erreicht werden. Was bedeutet aber diese Versorgungsquote? Das werden wir vermutlich alle im August sehen, ob diese Versorgungsquote in der Tat, so wie sie errechnet worden ist, an der Wirklichkeit gemessen auch die entsprechenden Angebote schaffen wird und auch die Bedürfnisse, die Eltern für die Unterbringung und Einbringung ihrer Kinder zu Recht haben, da erreicht werden können. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie der 1. August und die Tage danach sich für die Bildungslandschaft, Betreuungslandschaft, aber auch für die Gesetzgeber darstellen werden. Ich mag an dieser Stelle zwei Gespräche aus den letzten Wochen noch mal hier mit einpflegen. Ich hatte in der letzten Woche die Gelegenheit, mit dem spanischen Botschafter über die Situation der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien zu diskutieren. Das kennen Sie vermutlich im Wesentlichen auch aus den Medien. Die Finanzkrise in Spanien ist in erster Linie ja auch ein Problem für die jüngeren, gut ausgebildeten, qualifizierten jungen Menschen, die für einige Bundesländer und einige Länder in Europa ist vielleicht eine Hoffnung, ist sehr stark auf den deutschen Arbeitsmarkt drängen und gerade auch aus niedersächsischer Perspektive vielleicht bei der demografischen Delle, die sich darstellt, helfen werden und helfen können. Aber auf der anderen Seite, wenn man das aus dem spanischen Blickwinkel betrachtet, dem Land Spanien vermutlich dauerhaft eine Zukunftsperspektive nehmen. Ich will damit ansprechen, es mag hoffentlich ausreichend sein, dass die Bildungslandschaft, die Betreuungslandschaft in Niedersachsen ausreichend ausgestattet ist, aber ich vermute, perspektivisch werden wir sehr große Probleme haben, entsprechendes Fachpersonal zu gewinnen, um diesen Mehrbedarf, der da ist und möglicherweise auch die Mehrmöglichkeiten, die vorhanden sind, zu decken. Von daher glaube ich, dass jenseits von pädagogischer Begleitung und wissenschaftlicher Expertise da für uns eine große Herausforderung steht, auch entsprechend Menschen zu gewinnen, die Freude daran haben, in der Pädagogik, in der Begleitung von jungen Menschen und Kindern sich einzubringen. Und das ist jenseits von finanziellen Möglichkeiten auch eine Frage von Würdigung der Aufgabe derjenigen, die in den Bereichen tätig sind. Und der Dank geht nicht nur an der Stelle an Sie, die in den Bereichen wissenschaftlich oder auf multiplikativer Ebene tätig sind, sondern ich denke, auch die Politik ist sehr stark gefordert, immer deutlicher zu machen, dass diejenigen, die gerade im Bereich von frühkindlicher Bildung tätig sind, eigentlich eine Schlüsselaufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen und wir sehr dankbar sein müssen, dass diese wahrgenommen wird, weil durch diese Wertschätzung, so hoffe ich, auch ein Stückchen was an zusätzlichen Interessenten für den Bereich an Arbeitskräften hinzukommen kann. Exkurs zu Ende an der Stelle. Das Betreuungsangebot, das durch die Landesregierung entstanden ist, trifft zumeist die Tagespflege und ist daher insgesamt davon ausgehen, dass der Rechtsanspruch erreicht wird. Neben den investierten Kosten trägt das Land auch dauerhaft einen Großteil der für die neuen Plätze anfallenden Betriebskosten. Die Landesregierung
hat die kommunalen Spitzenverbände im Oktober 2008 zugesichert, dass das Land insgesamt 2/3 der Betriebskosten für neue Plätze finanzieren wird. Dies führt dazu, dass der auf die Personalkostenzuschüsse umgelegte Landesbeitrag kontinuierlich steigen wird. Zum August diesen Jahres wird der Anteil daher erneut angehoben und dann auf 52% steigen. Damit wird das Land dann mehr als die Hälfte der Personalkosten für die Krippengruppen tragen und auch finanzieren. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bewältigung großer Herausforderungen für den U3-Ausbau und ihr Wirken für die Professionalisierung von Fachkräften zeigen, dass wir nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ auf einem guten Wege sind. Uns allen hier ist bewusst, dass die Qualität der Betreuungsangebote für Kinder in entscheidender Weise von der Qualifikation, der Professionalität und dem Engagement der in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen tätigen Pädagogen und Pädagoginnen abhängt. Dieses zu sichern und weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, der wir uns in den kommenden Jahren verstärkt widmen müssen. Gerade vor diesem Hintergrund möchte ich Ihr Wirken für die Professionalisierung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen ausdrücklich würdigen. Die frühkindliche Bildung ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, bei der alle Beteiligten an einem Strang ziehen müssen. Es heißt in einem afrikanischen Sprichwort, was häufig zitiert wird, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Auch da ein kleiner Exkurs, ist es in der Tat natürlich wichtig, welche rechtlichen Rahmenbedingungen, finanziellen Möglichkeiten durch die Gesetzgeber geschaffen werden, um im Bereich der Bildung generell tätig zu sein. Aber es bedarf auch großem Engagement derjenigen, die als Partner von Erziehungseinrichtungen eingebaut und gebunden werden müssen, von Eltern über Vereine, über Institutionen, über die wissenschaftlichen Träger und auch bis hin zu Ministerien. Von daher seien Sie gewiss, dass die Niedersächsische Landesregierung sich auch zukünftig sehr stark engagieren wird, um im Bereich der Wissenschaft ihre Arbeit zu unterstützen, aber auch die politischen Rahmenbedingungen und finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Miteinander der unterschiedlichen Träger der Bildung auch zukünftig erfolgreich vonstatten gehen kann. Ich freue mich auf die interessante Tagung und bin sehr gespannt, welche Ergebnisse im Laufe des Nachmittags auch ausgetauscht werden. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Herr Slifka, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Abschlusstagung begrüßen, mit freundlichen Grüßen auch von Frau Bundesministerin, die großes Interesse an dem Thema der Qualität der Bildung, Betreuung und Erziehung ja hat. Zunächst möchte ich allen Verantwortlichen an dieser Stelle für die Idee und die Umsetzung des Projektes ausdrücklich danken. Sie können wirklich stolz auf die geleistete Arbeit sein. Die Impulse, die von diesem Projekt ausgehen, Herr Slifka, sind aus meiner Sicht zukunftsweisend. Und sie passen haargenau in die aktuelle Diskussion zur Verbesserung der frühkindlichen Förderung und Bildung, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Wir alle wissen ja um den bevorstehenden Termin. Herr Staatssekretär, Sie hatten es angesprochen, des Inkrafttretens des Rechtsanspruches für die über Einjährigen. Momentan sind alle Kräfte vor Ort, jedenfalls alle Kräfte, die sich um Kita kümmern, darauf konzentriert, am 1. August ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot vorhalten zu können. An der Stelle auch nochmal, dass 39% Bedarf bundesweit bestehen. Das ist eben genau der Punkt. Das ist ein bundesweiter Durchschnitt, der errechnet worden ist. Der kann aber in einer Großstadt wie Hamburg, Frankfurt, Dresden 60% sein und in einer ländlichen Gemeinde möglicherweise deutlich drunter liegen. Das ist Nutzerverhalten. Da kann man sich irgendwas ausrechnen. Aber am Ende muss man eben auch immer wieder darauf hinweisen, wenn gesagt wird, ihr habt doch gesagt 39%. Nein, das ist der bundesweite Durchschnitt. Das muss man immer wissen. Aber dass Niedersachsen mit 30.000 Plätzen zusätzlich und 30,6% durchschnittlich ja auch Bedarfsdeckung, das ist eine große Leistung. Das ist sehr anerkennenswert. Und der Bund hat ja seinen Beitrag zum Gelingen sehr konkret geleistet. Insgesamt bis 2014 5,4 Milliarden Euro am Ausbau, an den Investitionen und ab 2015 dauerhaft noch 845 Millionen Euro für die Betriebskosten. Denn, und das werden wir heute oder werden Sie heute immer wieder auch hören, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, die Betriebskosten.
die Ausbaukosten, das ist auch viel Geld in die Hand genommen worden. Aber danach muss man die gebauten Einrichtungen tatsächlich betreiben und dann sind die Betriebskosten, Personalkosten ganz intensiv. Und das ist halt wichtig. Mit dem Rechtsanspruch werden alle Kinder Zugang zu frühkindlichen Bildungsangeboten haben. Das ist das Neue. Also nicht nur für Kinder erwerbstätiger Eltern, was heute so mehr oder weniger der Fokus ist. Nein, auch Kinder aus Familien mit Schwierigkeiten, bei denen das Angebot einer Bildung für die Kleinsten vielleicht eher befremdlich wirken mag. Gerade auch diesen Kindern müssen wir gute Startchancen geben, damit sie ihren künftigen Bildungsweg auch wirklich gehen können. Der bedarfsgerechte quantitative Betreuungsausbau für die unter Dreijährigen ist also das eine. Die Qualität der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung ist eben ebenso wichtig und nicht wegzudenken vom Ausbau. Sie wissen es, gerade die Kleinsten brauchten beste Bedingungen für ihre Entwicklung und eine gute individuelle Förderung. Und wenn ich von besten Bedingungen spreche, dann dürfen wir an vorderster Stelle die Bedingungen für die Fachkräfte setzen. Denn nichts bestimmt die Qualität mehr als ein guter Personalschlüssel und eine hohe Qualifikation der Fachkräfte. Dieses Thema ist daher dem Hause, das ich hier vertreten darf, gleichfalls ein zentrales Anliegen. Und da sind wir bei den Ergebnissen des in Rede stehenden Projekts. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst noch mal ein paar Zahlen referieren. Seit sich Bund, Länder und Kommunen auf dem Krippengipfel 2007 auf den gemeinsamen Betreuungsausbau verständigt haben, ist Enormes geleistet worden. Bis 2012, März, hat sich die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige bundesweit etwa verdoppelt. Neu geschaffen wurden bis dahin rund 272.000 Plätze. Die Anzahl der Fachkräfte ist seither um rund ein Drittel angestiegen. Und dabei haben sich sowohl die Qualifikationen in den Tageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege, also den sozusagen Tagespflegepersonen, verbessert. Und auch die Personalschlüssel sind besser geworden. Und wir wissen alle, es ist trotzdem noch nicht genug. Die Ergebnisse der ersten internationalen Auftakttagung des Internationalen Zentrums vor einem Monat beim DJI, das wir fördern, haben es deutlich gemacht. Für eine gute Bildungsqualität, Sie waren ja dabei, Herr Slifka, mit der wir uns auch international messen können, fehlen uns weiterhin Fachkräfte. Sie werden dringend benötigt. Wir müssen das besondere Augenmerk auf eine gute Qualifizierung des Fachpersonals richten, die den gewachsenen Anforderungen der Trias Bildung, Betreuung und Erziehung auch gewachsen sind. Schauen wir auf den Fachkräftebedarf. Trotz erheblich aufgestockter, teils verdoppelter Ausbildungskapazitäten in den Ländern fehlen nach den letzten Berechnungen, das ist der Stand vom März 2012, noch mindestens rund 13.000 Fachkräfte, die zusätzlich zu gewinnen sind. Und wir wissen, in den nächsten Jahren wird sich die Fachkräftelücke fortsetzen. So zwingt uns auch der demografische Wandel im Wettlauf um die Besten für unsere Kleinsten, das ist ein sehr schönes Wortspiel, was Sie da haben, jetzt und in der Perspektive gut abzuschneiden. Wir müssen also nach neuen Wegen suchen. Die im Rahmen des 10-Punkte-Programms von Frau Ministerin Schröder im letzten Jahr initiierte Expertengruppe, die sich nennt Fachkräftegewinnung für die Kindertagesbetreuung. Diese Fachgruppe oder Expertengruppe hat bereits im vergangenen Herbst Empfehlungen für kurzfristige Maßnahmen vorgelegt. Diese Empfehlungen zeigen neben der besseren Nutzung des vorhandenen Potenzials insbesondere auf, wie auch neue Zielgruppen, zum Beispiel Quereinsteiger, zu gewinnen und zu qualifizieren sind. Die Expertengruppe geht es aber auch um die Verbesserung der Attraktivität des Erzieherberufs. Sie ist, zumindest nach Meinung der meisten Profis, dringend erforderlich. Ohne den weiteren Arbeitsergebnissen vorzugreifen, möchte ich gerne Ihnen drei Aspekte vorstellen, die aus meiner persönlichen und natürlich selbstverständlich auch fachlichen Sicht sehr wichtig sind. Was wir brauchen, ist meines Erachtens zum Ersten eine vergütete Ausbildung von angehenden Erzieherinnen und Erziehern. Wollen wir es gesellschaftlich wirklich hinnehmen, dass zum Beispiel ein Auszubildender bei einer Bank 1.000 Euro monatlich erhält? Das sollen er oder sie gerne bekommen, keine Frage. Soll es aber gleichzeitig richtig sein, dass angehende Erzieherinnen in einer bis zu 5-jährigen Ausbildung ohne jede Vergütung bleiben? Also, eine angemessene Vergütung der Ausbildung ist aus meiner Sicht erforderlich. Wir brauchen zum Zweiten mehr Vollzeit- oder vollzeitnahe Stellen. Zum einen, weil es angesichts der hohen Teilzeitquoten im Beruf den Fachkräftebedarf bereits deutlich verringern würde und sich zum anderen natürlich auch die finanzielle Situation der Fachkräfte verbessern würde. Also keine, jedenfalls keine unfreiwillige Teilzeit oder Befristung. Das sind schon angesichts des demografischen Wandels, Fehlentscheidungen in der Personalpolitik,
die wir über kurz oder lang schmerzlich spüren werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich das ändern wird. Und wir brauchen zum Dritten ganz grundsätzlich eine bessere Vergütung des Erzieherberufs, insbesondere in der Berufseinstiegsphase. Denn das, was wir an fachlicher Qualität beim Bildungsstart unserer Jüngsten von Ihnen, von den Erzieherinnen, von den Erziehern erwarten, muss uns einfach mehr wert sein. Im Rahmen der Offensive Frühe Chancen, Schwerpunkt Kitas, Sprache und Integration, vielleicht haben Sie davon gehört oder sind sogar selber mit Beteiligte, mit seinen bundesweit rund 4.000 geförderten Einrichtungen hat das Bundesjugendministerium nicht nur rund 4.000 sehr qualifizierte Funktionsstellen in Kitas geschaffen. Wir haben mit einer Vergütung der im Projekt Beschäftigten nach TWÖT, naja, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, S8, auch ein Signal für die Wertschätzung der fachlichen Arbeit in den Kitas gesetzt. Das gleiche Prinzip werden wir im Übrigen auch bei dem in Kürze startenden Modellprogramm Lernort Praxis verfolgen. Auch hier werden wir neue Funktionsstellen mit dieser Vergütung finanzieren. Schauen wir also auf die Qualifizierung der Fachkräfte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind uns mit allen Akteuren darin einig, das Mehr an benötigten Fachkräften darf nicht zulasten des Qualifikationsniveaus in der Kindertagesbetreuung gehen. Ganz im Gegenteil, die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für die spätere Bildung, für die späteren Bildungskarrieren und die daraus erwachsende Trias von Bildung, Erziehung und Betreuung erfordern zwingend eine gute und nachhaltige Qualifikation der Fachkräfte. Die fachöffentliche Diskussion zu diesem Thema bewegt uns alle seit nunmehr 10 Jahren und sie hat eine große Dynamik ausgelöst. Alle Bundesländer haben mittlerweile Bildungs- und Erziehungspläne entwickelt, die eine ganzheitliche Bildung und Erziehung mit spezifischen Inhaltsbereichen fokussieren. Eine breite, im weit überwiegenden Maße verlässliche und professionelle Landschaft von Fort- und Weiterbildung ist entstanden. Die Akademisierung der Ausbildung hat sich rasant entwickelt. 2011 zählt die Robert-Bosch-Stiftung rund 90 Studiengänge. Aber ich muss Wasser in den süßen Wein gießen. Insgesamt ist das System der Aus-, Fort- und Weiterbildung unübersichtlich. Man kann es nicht gut miteinander vergleichen. Zudem sind Fragen der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit von Ausbildungsgängen nahezu ungeklärt. So zumindest war die Situation 2009, als unser Haus sich entschloss, gemeinsam mit dem niedersächsischen Kultusministerium das Modellprojekt mit dem umfangreichen Titel, hier steht er nicht, Professionalisierung, Transfer und Transparenz. Transparenz, ohne die Piraten, im frühpädagogischen Praxisfeld beim Institut NIFBE zu fördern. Denn es zeigt sich deutlich, ein Gesamtkonzept muss her, ausgehend von einem klaren Kompetenz- und Qualifikationsrahmen, müssen die fach- und hochschulische Ausbildung einschließlich der Stärkung des Lernortes Praxis, die Fort- und Weiterbildung sowie die Forschung systematisch vernetzt und aufeinander bezogen werden. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Das war das Ziel des Projektes, das im Land Niedersachsen ein solches komplexes Vorhaben modellhaft anstoßen sollte. Zwischenzeitlich haben weitere Initiativen das Anliegen aufgegriffen. Es macht also schon die Runde. Zum Beispiel die gleichfalls 2009 gestartete Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte mit dem Abkürzung WIF des Bundesbildungsministeriums oder der 2010 von Kultus- und Jugend- und Familienministerkonferenz verabschiedete sogenannte gemeinsame Orientierungsrahmen Bildung und Erziehung in der Kindheit. Er hat die fachpolitische Grundlage für die Weiterentwicklung von Aus- und Weiterbildung an Hoch- und Fachschulen sowie für die bessere Verzahnung und Durchlässigkeit der Ausbildungen durch alle Länder gelegt. Ich meine schon, dass man diesen Beschluss deswegen als wegweisend bezeichnen darf. In der Folge haben beide Ministerkonferenzen 2012 ein kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen und Fachakademien abgestimmt und erstmals einen länderübergreifenden, das ist bedeutsam bei der Kultusministerkonferenz, Rahmenplan für die Fachschulen entwickelt. Das sind wichtige Schritte in die richtige Richtung. Und nicht zuletzt hat der Aktionsrat Bildung in seinem Jahresgutachten 2012 gleichermaßen die Forderung an Jugend-, Familienministerkonferenz und Kultusministerkonferenz sowie uns, den Bund, erhoben, zur Professionalisierung der Frühpädagogik bis 2020 ein Gesamtkonzept für die Aus- und Fortbildung auf allen Ebenen zu entwickeln. Meine Damen und Herren,
Mit dem Modellprojekt sind in Niedersachsen erste praktische Schritte in eben diese Richtung unternommen worden. Es hat erste praktische Erfahrungen auf dem Weg zu einem Gesamtkonzept gesammelt und dabei wichtige Erkenntnisse gewonnen, wie ein solcher Prozess weiter zu gestalten ist. Und hieran genau liegt der besondere Wert des Projektes, Herr Slifka, ich hatte Ihnen das im Vorfeld schon gesagt. Es wird mit seinen Erfahrungen die Umsetzung der zwischenzeitlich getroffenen fachpolitischen Entscheidungen der Länder in der Praxis unterstützen. Und das ist wichtig. Es muss ein Runterbrechen in die Praxis geben. Ich darf daher den Engagierten und Aktiven des NIFBE nochmals herzlich für ihre aufwendige Pionierarbeit in diesem wegweisenden Zukunftsprojekt danken. Und danken möchte ich zugleich auch dem niedersächsischen Kultusministerium. Ich denke, das gehört sich hier wirklich. Mit der Kooperation wurde dieses Projekt überhaupt erst möglich. Und ich finde es richtig, dass Sie nun, das Land Niedersachsen, die weitere Förderung der Projektarbeit auf dem Weg zu einem Gesamtkonzept der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Niedersachsen fördern und verantworten. Da kann ganz viel Wegweisendes auch für die anderen Länder gehen. Es ist immer so. Einer muss vorangehen und dann müssen andere gucken und sagen, wie die das machen, wie das, die Erfolge, die will ich auch haben. So ist es halt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute im Kreis aller Akteure rund um die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Frühpädagogik die Ergebnisse dieses Modellprojekts hören, diskutieren und die zentralen Fragen aufgreifen werden. Zum Beispiel, wie die Qualifizierung der Fachkräfte mit Blick auf die neuen Herausforderungen von frühkindlicher Bildung aussehen muss. Und Sie fragen sich wohl auch, welche roten Fäden im Labyrinth zu entwirren und neu zu ordnen sind. Ein Labyrinth ist es, so scheint es jedenfalls, dass sich aus unterschiedlichen Ausbildungs- und Organisationsformen einer Vielzahl von Akteuren, die alle mitreden wollen und müssen, und natürlich auch unterschiedlichen Regelungen von Ausbildungszulassungen sowie der Durchlässigkeit von Ausbildungen gebildet hat. Und nicht zuletzt wollen Sie auch diskutieren, wie diese komplexen Prozesse ganz konkret gestaltet, operationalisiert werden können. Das ist ein schönes und vor allen Dingen auch sehr hochwertiges Ziel, was Sie sich gesetzt haben. Ich wünsche Ihnen dazu ganz spannende Diskussionen. Sie haben es vielleicht ein bisschen gemerkt, ich wirke etwas gedrängt und gehetzt. 11:45 ist eine südafrikanische Delegation bei uns im Haus, der ich über die Entwicklung der Jugend in Deutschland referieren soll. Und ich entschuldige mich, dass ich wirklich sofort den Rückweg antrete. Ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben, aber so ist es eben. Ich meine, letztendlich war mir es vor allen Dingen wichtig, dass Sie hören die Dankesworte, dass Sie hören die Ermutigung, die wir für Sie alle haben und dass Sie von mir auch nochmal persönlich hören, gut, dass Sie sich auf den Weg hierher gemacht haben und vor allen Dingen gut, dass Sie das mitnehmen werden. Spätestens am Montag haben Sie wieder in der Praxis zu bestehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel mitnehmen können und dass Sie andere, die mit Ihnen auf dem Weg sind, überzeugen können. Herzlichen Dank. Und ich hatte ja schon angekündigt, mein Grußwort kann und muss jetzt auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit umso kürzer ausfallen. Ganz kurz noch zu dem Beginn des Projektes zurück. Das ist auf den Tag genau fast 4 Jahre her, meine Damen und Herren, dass die Kollegin Maria Thünemann-Albers mit ihrer Arbeit begonnen hat im NIFBE und dieses Projekt auf den Weg gebracht hat. Aber davor stand natürlich ein kleiner Vorlauf. Es war ja eine aufregende, bewegte Zeit im Bereich der frühkindlichen Bildung. Das hat sich in den letzten 4 Jahren übrigens nicht geändert. Das ist eher noch intensiver geworden, wie wir alle wissen und wird uns auch in den nächsten Jahren noch begleiten. Aber schon damals herrschte Aufbruchsstimmung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Und ich will an dieser Stelle deutlich sagen, die Idee kam gar nicht von uns aus dem Jüdischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, sondern das war eine Kollegin, eine Dame, die heute hier in der ersten Reihe sitzt, Frau Professorin Schneewind. Die trat damals mit dieser Idee an das NIFBE ran und hat gesagt, da muss doch mal was passieren. Denn ihr war aufgefallen, sie hatte seinerzeit den Auftrag erhalten, von der Fachhochschule damals noch, jetzt Hochschule Osnabrück, einen berufsbegleitenden Studiengang für Erzieherinnen aufzubauen und auf den Weg zu bringen. Und ihr war natürlich aus der vorigen Tätigkeit auch deutlich geworden, es gibt unheimlich viele Aktivitäten. Inzwischen sind ja 90 Studiengänge entstanden. Diese DQR-EQR-Diskussion, die Level-Diskussion. Es gibt unheimlich viele Projekte, Aktivitäten, auch im Bereich der Professionalisierung, der Ausbildung. Aber wenig ist miteinander verbunden. Wenig ist transparent. Es ist schon unüberschaubar geworden. Und deshalb hat sie seinerzeit sehr früh, sehr schnell Kontakt mit uns, das heißt der Kollege Dr. Herrmann und ich waren das damals, aufgenommen.
und hat diese Idee an uns herangetragen. Daraus ist dann schließlich dieser Projektantrag geworden. Und ich fand es auch mutig und finde es nach wie vor mutig, dass seinerzeit das Bundesfamilienministerin, die zuständige Abteilung von Frau Kraushaar, es gewagt hat, einem Institut, das ich ja selber noch finden musste. Wir waren seinerzeit anderthalb Jahre am Netz, wie man so schön sagt. Wir waren selber noch im Aufbau begriffen dabei, im Begriff uns zu finden sozusagen. Und dieses NIF ist ein ungeheuer, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, weil ich da jeden Tag mit umgehen muss als Geschäftsführer, komplexes, anspruchsvolles Gebilde, diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Keiner wusste seinerzeit, ob es funktionieren würde. Dass es einigermaßen funktioniert hat, hat inzwischen einen Evaluationsbericht ergeben. Aber seinerzeit konnte man das nicht erkennen. Und deswegen fand ich das sehr mutig, dass seinerzeit immerhin 250.000 Euro bewilligt wurden und auch das Land Niedersachsen sich einverstanden erklärt hat, dass die Komplementärfinanzierung aus den Landesmitteln entsprechend erfolgen durfte, sodass das Projekt auch entsprechend auf den Weg gebracht werden konnte. Und das war eben die Intention dieses Projektes dann, zu versuchen, Transparenz zu schaffen, Durchlässigkeit zu schaffen, die Verknüpfungen aufzuzeigen. Und wie gelingt sowas? Da kann man wissenschaftlich rangehen und deswegen gibt es auch eine wissenschaftliche Begleitung. Man kann es aber auch, wie Frau Thünemann-Albers, und ich habe auch einige Zeit gebraucht, um das zu begreifen, dass das ein sinnvoller Ansatz ist, will ich hier ehrlich einräumen, man kann es auch praktisch machen. Praktisch heißt, man holt die Beteiligten an einen Tisch. Die zusammenarbeiten sollen, noch nicht so zusammenarbeiten, wie man sich das wünschen würde, die zusammenwirken sollen, die sich abstimmen müssen, die miteinander reden müssen, die holt man einfach zusammen. Die holt man an einen Tisch, die Praxis. Die Hochschulen, die Vertreterinnen und Vertreter der Fachschulen, die führt man zusammen und man überlegt gemeinsam, was ist der richtige Weg, wie schaffen wir Transparenz, wie schaffen wir Durchlässigkeit in diesem Feld. Da gibt es dann manche Minenfelder, da gibt es Vorbehalte, manchmal geht es auch an Universitäten, habe ich festgestellt und kennengelernt. Aber am Ende hat es geklappt, jedenfalls in Niedersachsen hat es geklappt. Und ich glaube, wenn es in Niedersachsen klappt, funktioniert dann auch in anderen Bundesländern. Wenn du die Beteiligten an einen Tisch holst, wenn du es organisierst, dass sie miteinander überlegen, wie können wir die Verbindung zwischen der Fachschulausbildung, der Hochschulausbildung herstellen, wie können wir die Anerkennung bestimmter Ausbildungen, wie können wir die Anerkennung von Weiterbildungsangeboten entsprechend organisieren und regeln. Darüber müssen wir miteinander sprechen und dann zu gemeinsamen Regelungen kommen. Das hat einigermaßen ist vielleicht schon wieder zurückgehalten, es hat funktioniert. Dazu wird Frau Thünemann-Albers gleich etwas sagen. Aber es hat eben noch nicht so funktioniert, dass es schon praktisch wäre, dass es die Praxis schon so verändert hätte, wie wir uns das wünschen würden. Wir sind maximal auf dem halben Weg, wahrscheinlich noch nicht mal das, auf dem Viertelweg, würde ich jetzt fast sagen. Also wir haben ein Stück, einen Teil des Weges bewältigt, aber wir müssen noch weiter vorangehen. Was geschaffen worden ist in den letzten 4 Jahren, wird Frau Kollegin Thünemann-Albers Ihnen gleich im Einzelnen vorstellen. Mir bleibt zum Abschluss noch einmal das Dankeschön an Sie, Frau Schneewind, für die Initiative, aber auch dafür, dass Sie es möglich gemacht haben, hier heute Nachmittag die Podiumsdiskussion und Plenumsdiskussion nicht zu vergessen zu moderieren, dass Sie zwei Jahre es möglich gemacht haben, das Projekt wissenschaftlich zu begleiten, bevor Sie aus familiären Gründen dann das nicht weitermachen konnten. Dankeschön an Hilmar Hoffmann, der als zuständiger Leiter der Forschungsstelle Elementarpädagogik dann fast ohne zu zögern, Hilmar, die Leitung des Projekts, die wissenschaftliche Begleitung übernommen hat ab 2011. Und ein Dankeschön an Sie, Herr Rüther, nochmal abschließend. Sie haben auf die Koalitionsvereinbarung, auf die Absichten der neuen Landesregierung hingewiesen. Und die frühkindliche Bildung erspielt erfreulicherweise in der Koalitionsvereinbarung eine ganz wichtige Rolle. Und ein Passus, der hat uns besonders interessiert. Neben dem Ausbau von Familienzentren, Qualifizierungsoffensiven, möchte die neue Landesregierung einen Masterplan innerhalb der Professionalisierungsbemühungen im Land auf den Weg bringen. Ja, meine Damen und Herren, was könnte besser geeignet sein, um diesen Masterplan jetzt weiter voranzubringen, also den Anschluss zu finden, als das Projekt, als die Ergebnisse des Projektes. Wir hoffen jedenfalls darauf, dass das gelingt, diese Verbindung herzustellen. Also heute wird nur ein Teilschlusspunkt gesetzt, nämlich unter das konkrete Projekt. Es soll weitergehen. Wir möchten gerne
mit der Landesregierung diesen Masterplan entwickeln, werden also weiter jetzt mit ausschließlich Landesmitteln an dem Projekt arbeiten. Und dafür nochmal der Appell an Sie, heute Nachmittag sich wirklich einzubringen, fachlich einzubringen, uns Ihre Hinweise und Anregungen auf den Weg zu geben. Ich hatte ein kurzes Grußwort versprochen, ist wieder schon wieder viel zu lang geworden. Ich höre jetzt auf. Herzlichen Dank und ich bitte jetzt Frau Kollegin Thünemann-Albers, die Ergebnisse des Projektes vorzustellen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Krausa, die ja nicht mehr da ist, für Ihren kontextuell ausgerichteten Einstieg. Für Ihren kontextuellen Einstieg in das heutige Thema. Es wurde deutlich, welches Interesse Ihr Ministerium am Projekt hatte. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Rüther, für die Erläuterung der niedersächsischen Landesregierung und freundliche Aufnahme in Ihrem schönen Lichtenhaus. Und danke, Herr Slifka, für den ersten Einblick in das NIFPE und dortige Einbindung des Projekts sowie die Darstellung dessen Intention und ersten Einblick der Einbettung in den gesamten dynamischen Projekt, in die gesamte dynamische Projektzeit in Niedersachsen und darüber hinaus. Zusammen ein motivierender und analog zu den Räumlichkeiten erhellender Start in diese Fach- und Abschlusstagung, wie ich finde. Verehrte landes- und bundesweite Expertinnen und Experten des Feldes der Elementarpädagogik, liebe Anwesenden über 4 Jahre so fantastisch mitwirkenden Experten und Expertinnen des Projektes, liebe NIFPE-Kolleginnen und Kollegen. Als Projektleitung freue ich mich sehr, Ihnen heute das Projekt und die Früchte der 4-jährigen gemeinsamen Arbeit vorstellen zu können, oder vorstellen zu dürfen. Das Projektthema, das Projektthema ist schon vorhin öfters erwähnt worden, aber es enthält schon die Professionalisierung, Transfer und Transparenz im frühpädagogischen Praxis- und Ausbildungsfeld ist zwar lang, spiegelt dadurch seine Komplexität, aber auch genau, worum es geht und die Ziele sind ebenfalls mit diesem Titel schon genannt, nämlich Professionalität fördern aller Beteiligten, Transfer anbahnen und erhalten, Transparenz zwischen den einzelnen Akteuren und Fachwissen im Feld herzustellen und immer wieder neu herzustellen und zu fördern. Damit verbunden ist auch das Projektmotto, muss ich mal gucken, nämlich Professionalisierung durch Partizipation, und zwar durch gelebte Partizipation, oder das vom Wollen zum Tun, vom Was zum Wie, vom Abstrakten zu konkreten Umsetzungsschritten, vom Besserwerden durch Mitmachen, worin auch jetzt der Schwerpunkt meiner heutigen Ausführung liegt. Inhaltlich stelle ich nun kurz die Projektorganisation sowie Philosophie vor, um dann schwerpunktmäßig die Ergebnisse intensiv darstellen zu können und zu erläutern. Dabei ist es eine Herausforderung, das können Sie sich vorstellen, der besonderen Art, in dieser kurzen Zeit, in diesen paar Minuten, 4 Projektjahre in dieser Form nachzuzeichnen. Von daher erlaubt dies die Kürze nur beispielhaft. Die umfangreiche Darstellung erfolgt im Reader des Projektes, der Ihnen im Oktober zur Verfügung steht. Bei Interesse ist das bisherige umfangreiche Dokumentationsmaterial auch auf dem NIFPE-Portal im Internet anzusehen und im Jubiläumsheft, das Ihnen auch hier zur Verfügung gestellt wird, gibt es auf Seite 16 einen Aufsatz zum Projekt. Und weiterhin das vorweg gibt es die Folien, die hier abgebildet werden, auch in der Tagungsmappe. Hinter der Mehrdimensionalität, die jetzt schon deutlich geworden ist, und Komplexität, die mit der Zielsetzung und mit dem Motto verbunden ist, steckt gleichzeitig die Projektphilosophie. Also welche Haltung stand dabei im Vordergrund? Es ging um einen dialogisch-partizipativen Aushandlungsprozess mit allen am Prozess beteiligten Fachebenen und ihren Expertinnen und Vertretern. Es ging um einen wertschätzenden und respektvollen Umgang sowie gegenseitige Unterstützung. Es ging um transparente, spiralförmige Einspeisungsprozesse und Rückkoppelungsprozesse. Also wenn man so will, ein schon vor vielen Jahren geforderter Rollplan wurde praktiziert.
in die Folie, die Sie jetzt sehen, zeigt, in welchem Gesamtkonzept das Ganze verlaufen ist. Also der Weg zum Ziel war das Entscheidende. Konkret hieß das, wie es jetzt möglich ist, mit Vertretern der Felder in Niedersachsen, hier als Säulen dargestellt, der relevanten Hochschulen, mit den Forschungen, den Studiengängen und den 51 Fachschulen in Niedersachsen, der unglaublich großen Zahl von Weiterbildungsanbietern, der Vertretern der fast 5000 Tageseinrichtungen und deren Trägern und letztendlich mit Vertretern der 37.400 pädagogischen Fachkräfte in der niedersächsischen Praxis und den 175 Fachberaterinnen. Hierfür wollten wir gemeinsame neue Entwicklungsschritte gehen und gemeinsame Sache machen. Um zu verdeutlichen, ein eigenes für das Projekt entwickelte Organisations- und Kommunikationskonzept war gekoppelt mit der Philosophie und der Zielsetzung für das Erreichen der damit verbundenen Ergebnisausrichtung grundlegend. Sie sehen, dies geschah in einem spiralförmig angelegten, kontinuierlichen Einspeisung- und Rückkopplungsprozess, den ich schon erwähnt habe, zwischen den eingerichteten Expertenrunden der Professionalisierung, die einmal im Jahr stattfanden, der AG-Praxis, die 2 bis 3 Mal im Jahr stattfand, der AG-Hochschule und Fachschule, auch ein Novum, dass diese beiden Bereiche hier zusammengearbeitet und gedacht haben. Dann der AG-Weiterbildung, der Lenkungsgruppe, die mit verschiedenen Vertretern der relevanten Auftraggeber besetzt war, und den LAGs des Landes. Bevor wir uns den qualitativen Ergebnissen zuwenden, möchte ich einige Kennzahlen nennen, damit Sie eine zeitlich, damit Sie eine zeitlich räumliche Vorstellung des Gesamtverlaufs in seiner Intensität und Umfang erhalten. Im Flächenland Niedersachsen als zweitgrößtes in Deutschland mit einer Bundesland mit einer Quer- und Längsentfernung von 450 Kilometern. Was haben wir gemacht? Während der anfänglichen Akquise- und Kontakt- und Austauschphase gab es pro Jahr, und das hat sich auch so fortgesetzt, 10 Treffen überall im Land. Dann gab es die 3 Arbeitsgruppen, insgesamt kann man sagen 24 Sitzungen mit ständig ca. 50 Teilnehmern, die also ständig in diesem Prozess involviert waren. Dann die Expertenrunden, einmal pro Jahr Professionalisierung mit jeweils 70 Teilnehmern. Dann 5 Tagungen mit insgesamt 1500 Teilnehmern aus allen Bereichen des Feldes. Die 4 Vorbereitungsgruppen dieser Tagung mit durchschnittlich 6 Treffen mit jeweils 8 Teilnehmern. Dann habe ich es mal durchgerechnet, waren ungefähr in diese Tagung 100 niedersächsische und bundesweite Referenten aller Bereiche des Feldes in diese Tagung eingebunden. Das ist nur so, ich glaube, jetzt wird es klar, in welchem Umfang, wenn gesagt wird, wie haben wir es gemacht. Es war also ein unendliches Austauschkonzept, verbunden mit verschiedenen Arbeitsgruppen, und diese Ergebnisse galt es dann zusammenzuführen. Nach der Akquisephase ging es um die Bedarfsermittlung. Als Methode wurde die Zukunftswerkstatt als Denkfabrik oder auch Think Tank gewählt und mit 70 multiprofessionellen niedersächsischen Expertinnen, Erzieherinnen, Fachberaterinnen, Forscherinnen, Fachschullehrerinnen, Vertreterinnen der Träger, Weiterbildung, Jugendämter, Landeselternvereinigung, der AGWWB, Studentinnen und so weiter waren dort vorhanden. Und das Thema, die Erzieherin im Jahre 2020, Basis für ein Gesamtkonzept in Niedersachsen. Bei dieser Zukunftswerkstatt wurde von der gemeinsamen Utopie, was sollte sein, zur Realisierungsphase, was kann sein, innerhalb der Herausforderungen für Lehre und Ausbildung etwas erarbeitet. Das Ergebnis, so die Experten, diese multiprofessionellen Experten, sind in ihren Augen notwendige, sinnvolle und realistisch umsetzbare Erweiterungen und Veränderungen, die in einem zusammenhängenden, abgestimmten Prozess eine Bündelung aller detaillierten Überlegungen in einem Masterplan zusammengebunden wurden. Also das zentrale Ergebnis dieser ersten Überlegungen ist das Herzstück
ist dieser Handlungsplan 2020, haben wir den genannt. Sie sehen schon alleine, er enthält insgesamt 14 Bausteine, die wir auch Entwicklungsbereiche genannt haben. Und ich stelle sie nicht insgesamt vor, wäre zu umfangreich, ich stelle sie nur beispielhaft innerhalb der farblichen Zuordnung vor. Sie sind alle miteinander, sehen Sie, als Verbundkette dargestellt, damit sofort der Bedeutungszusammenhang und Wirkabhängigkeit als Gesamtsystem und Geschehen verdeutlicht wird. Er zeigt zudem, dass die Erarbeitung nicht allein im Projekt möglich ist, sondern nur in einem Langzeitprozent als Projekt als Folie gedacht werden kann. Die ovalen Bausteine, orange, rechts und links in der Seite der Zusammenhangskette. Oh, dann ist das jetzt. In der Mappe ist es bunt. Ja, in der Mappe ist es bunt, müssen Sie mal schauen. Da sind also die ovalen Bausteine, die zwei rechts und zwei links, zeigen jeweils. Die Bausteine, die im Gesamt-NIFPE bearbeitet werden, während der Laufzeit des Projektes und noch weiter bearbeitet, also in Zukunft auch weiter bearbeitet werden. Ein Beispiel ist die Einrichtung eines Kita-Portals als virtuelles Unterstützungssystem der weiteren Professionalisierung der Elementarpädagogik in Niedersachsen. Die unteren vier Bausteine sind in der Planung. Beispiel: Verbesserung der Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit, besonders im Elementarbereich, auch in Kombination mit der Grundschule. Das ein Baustein, ein Baustein wird von dem erwähnten Institut WIF erarbeitet, und zwar geht es darum, Standards für Aus- und Fort- und Weiterbildung zu entwickeln, die wir, die gibt es jetzt inzwischen, auch nutzen für die Erarbeitung von Modulen in der Weiterbildung. Die mehreckigen wurden im Bausteine, die Sie oben sehen in der Kette, wurden im Projekt erarbeitet und haben die Titel Vision, Kita 2020, Entwicklung eines Kompetenzvorschlags für die Kita 2020. Der zweite Baustein, den wir angegangen sind, heißt Entwicklung eines Strukturmodells und Curriculums Kompetenzkonzept. Der dritte, Durchlässigkeit und Anerkennung, Entwicklung eines Weiterbildungsmoduls, aufgezeigt am Beispiel Sprache und Sprachbildung im Alter. Und der vierte, geht es um eine berufsbegleitende Qualifikation zur qualifizierten Praxisanleitung. So, hier haben wir also nochmal die identifizierten vier Bausteine. Die sind wir jetzt wirklich konkret angegangen und beginnen wir mit dem Baustein, der klären soll. Das Bundesministerium war daran sehr interessiert, welches Ziel mit all den unzähligen Initiativen der letzten Jahre verfolgt wird. Wie sieht die Kita unter Einbezug der demografischen Entwicklung, der interdisziplinären Teams, der weiteren Technisierung, der längeren Verweildauer bei sinkender Kinderzahl und mehr Wettbewerb aus? Das Ergebnis ist eine Studie, die sich nennt mit Praktikerinnen im Gespräch, Visionen und Ziele einer Kita 2020. Diese Frage galt es erstmalig aus der Sicht der Praxis zu beleuchten und wurde von dessen Schirmherrin, Frau Schneewind, seit September 2010 mit insgesamt 60 Erzieherinnen und Kita-Leiterinnen sowie Fachberaterinnen durchgeführt. Die daraus entstandenen und unter dem Download bereitstehende Bericht besteht aus vier Studien, die Sie auch im Einzelnen nachlesen können. Bemerkenswert ist, dass die als Fazit die Praktikerinnen zusammengeführt haben, dass sie sich wünschen, dass endlich ein durchdachtes Gesamtpaket entwickelt wird, das von parteipolitischen Machtspielen und Ländergrenzen unabhängig ist. Der zweite Baustein, Entwicklung eines Strukturmodells, das die Zusammenhänge und Wirkfaktoren im Professionalisierungsprozess insgesamt darstellt, ist der zweite, wie gesagt, und damit zusammenhängt ein Kompetenzkonzept anstelle eines Curriculums der niedersächsischen Studiengänge der Früh- und Elementarpädagogik sowie Pädagogik der Kindheit. Worum ging es im Strukturmodell? Es war notwendig, im Rahmen des Gesamtgeschehens, des Handlungsplanes, ein Strukturmodell
für die Entwicklung unterschiedlicher Bildungswege für das Gesamtfeld zu entwickeln. Dabei geht es um die Darstellung von Kernkompetenzen, die für eine zukunftsfähige Gesamtgestaltung von Fachlichkeit und Professionalität in jedem Handlungsfeld, von der interaktiv-pädagogischen über die administrative Verwaltende bis die hin zur politischen gestalteten Ausprägung notwendig sind. Für ein solches Strukturmodell sind die Bildungswege im nicht-akademischen und akademischen Feld zu berücksichtigen, sowie die möglichen Formen der Durchlässigkeit und Anerkennbarkeit zwischen diesen Bereichen. Besonders bedeutsam sind dabei das diesem Strukturmodell zugrunde liegende Verständnis einer dynamischen Professionalisierung und ihres Beitrags zur Gesamtentwicklung des Feldes. Ein weiteres Ergebnis dieses Bausteines ist, dass in der AG Hochschule Fachschule erstellt wurde, ein Diskussionspapier zu einem Orientierungsrahmen für kindheitspädagogische Studiengänge sowie ein Kompetenzkonzept. Das heißt, anstelle eines Curriculums wurde hier beschrieben, welche Fachkompetenzen die Absolventinnen des BA-Studiengangs über im BA-Studiengang verfügen müssen. Dies berücksichtigt die neue DQR-Vorlage, deren Niveaus der Bildungsabschlüsse durchweg in Kompetenzen formuliert wird. Auch dies können Sie eben in der Mappe nachlesen. Der dritte Baustein wurde in der AG Weiterbildung erarbeitet, schwerpunktmäßig mit der AG Hochschule zusammen. Hier einigten sich erstmalig die Experten und Expertinnen der niedersächsischen Träger der Hochschulen, Unis, AGJE, Fachschulen, Städtetag und Heimvolkshochschulen, sich gemeinsam auf den schwierigen Weg zu machen, ein verbindliches Prozedere für die Anrechenbarkeit von Weiterbildungsmodulen und deren Qualitätsstandards zu entwickeln. Sie meinten, dass gerade jetzt durch das Konzept des lebenslangen Lernens und das Konzept der offenen Hochschulen ein historisch günstiger Zeitraum vorliegt, um diese höchst komplexe Vorhaben umzusetzen. Mit der Uni Oldenburg, Zentrum lebenslanges Lernen, und mit der Heimvolkshochschule Höpp in Papenburg wird nun ein Entwurf entwickelt, der ein Beispiel eines kompetenzorientierten Moduls zur sprachlichen Bildung erarbeitet. Diese ist die Grundlage für einen Diskussionsprozess, dessen Ziel es ist, Anerkennung von Weiterbildung landesweit zwischen den jeweiligen Hochschulen und der Weiterbildungseinrichtung abzustimmen und verbindlich anrechenbar zu machen. Ein erstes Ergebnis können wir Ende des Jahres vorstellen. Ist dieses verbindliche Prozedere des Anerkennungsverfahrens erreicht und würde es dann etabliert, wäre es nicht mehr vorrangig individuelle Anerkennungsverfahren, sondern der Weg zur allgemeingültigen Anerkennung beschritten. Der vierte Baustein einer Qualifizierung zur qualifizierten Praxisanleitung hängt eng mit dem dritten zusammen. Auch hier geht es um Anerkennung und Durchlässigkeit. Er bezog sich auf die in der Zukunftswerkstatt formulierten Bedarfe der pädagogischen Einrichtung zum Thema Praxis als Ausbildungsort. In der Folge der dritten Fachtagung Ausbildung der Ausbildnerinnen entwickelten die Expertinnen notwendige Inhalte und Verbesserungsvorschläge für die Anleitung von Auszubildenden mit dem Ziel, die Qualität der Ausbildung und Anerkennung der Praxis als Lehr- und Ausbildungsort zu verbessern. Als Ergebnis dieser Arbeit liegt nun der Vorschlag zweier kompetenzorientierter Modellentwürfe für die Hochschulen zur Anerkennung vor. Innerhalb der aufgezeigten kontinuierlichen Bearbeitungsprozesse spielen die vier landesweiten Fachtagungen zur Professionalisierung im Zusammenhang der Ergebnisse eine wichtige Rolle. Ein multiprofessionelles Vorbereitungsteam jeder Tagung setzte sich verschiedenen Ebenen zusammen und erarbeitete anhand der entstandenen Schwerpunktthemen im Umlaufprozess der Erarbeitung das Programm. Die jeweiligen Hochschulen und deren diesbezüglichen thematischen Stärken sollten ebenfalls repräsentiert werden. Die erste Tagung 2009 mit dem Thema Neue Wege gehen, Professionalisierung in der Elementarpädagogik, eröffnete einen kritisch fragenden Bestandsaufnahme und thematisierte damit schon neue notwendige Wege in Niedersachsen. In Emden fand die Tagung in Kooperation mit der Hochschule Emden und dem NIFPEN-Netzwerk Nordwest statt,
und behandelte das neuralgische aktuelle Professionalisierungsthema inklusive Lebenswelten für Kinder unter 3, Motto Unterschied macht schlau, Gemeinsamkeit macht stark. Die dritte Tagung fand in Kooperation mit der Leuphana Lüneburg und dem NIFBE-Netzwerk Nordost statt und rückte das bisher zu wenig thematisierte und dennoch wichtige Thema, die Ausbildung der Ausbildnerin, Beispiele und Herausforderungen in den Fokus. Die wohl entscheidende Frage im Prozess des Ausbaus der Professionen im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung, also der Berufe der Erzieherin, Sozialpädagogen bis zur Sozialassistentin, bis nach oben zur Promovierenden, ist die der Qualifikation, Kompetenz und Permanenz der Lehrenden. Denn immerhin gilt, keine Qualität ohne Kompetenz, keine Qualität ohne Qualifizierung des Personals. Also diese Tagung war auch zum ersten Mal so in dieser Dichte der Experten zu diesem Thema durchgeführt worden. Neben den jetzt vorgestellten Ergebnissen gibt es natürlich noch zahlreiche andere. Und zu dieser Fachtagung in Emden ist ein Fachbuch entwickelt worden in der Reihe Im Dialog. Das heißt Vielfalt von Anfang an, Inklusion in Krippe und Kita. Und es ist als Fortsetzung der Tagung zu sehen und auch eine Fortsetzung der Einbindung von Experten aus Praxis und Theorie. Dann gibt es Stellungnahmen als Ergebnis der AG Hochschule Fachschule zu politischen konkreten Forderungen. Die wurden auch sehr sorgfältig formuliert und sind den Ministerien übergeben worden. Dann ist ein Ergebnis die Fokussierung der vorläufigen Gleichstellung des grundständigen BA-Studiengangs und gleichzeitigen Anerkennung zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin für den Berufseinstieg durch Stellungnahmen dieser an Ministerien durch eben auch wieder diese AG-Hochschule. Wir haben Landkarten erstellt mit Studiengängen, mit den vorhandenen Studiengängen, den Fachschulstandorten, Forschung und Transferprojekten, den Fachberatern in Niedersachsen. Auch das ist eine notwendige Transparenz, die hergestellt wurde. Dann ist das Ergebnis ein Transferkonzept als Grundlage für die Ergebnisbearbeitung der bisher über 100 Forschungsprojekte und Transferprojekte im NIFBE. Dann unterstützte das Projekt die Entwicklung des NIFBE-Portals zu einem virtuellen Professionalisierungsinstrument und ein virtuelles Tagungsforum ermöglichte nachhaltige Vertiefung der behandelten Themen. Es wurden verlässliche Vernetzung und Kooperationsstrukturen etabliert und können somit weiter genutzt werden. Die Wirkzusammenhänge und Expertise im Projekt werden verallgemeinert und bundesweit zur Geltung gebracht und wieder in den Projektprozess zugespielt. Das Zusammenhangswissen wurde erweitert und vertieft. Die AGs werden fortgeführt, sie sind alle also bereit, weiterzuarbeiten. Und die AG Praxis ist als Fachbeirat Praxis der NIFBE-Co-Stelle neu etabliert. Der Handlungsplan 2020 wird im Kontext des NIFBE und seiner Kooperation weiter bearbeitet, das wurde auch schon dargestellt. Und die Expertin, das fand ich auch immer wieder interessant, der AGs wurden landes- und bundesweit als Referenten des Projektes eingeladen. Und heute Einbindung der heutigen strategischen Überlegung und deren landes- und bundesweite Kommunikation und Nutzung. Ich finde, diese Tagung ist für mich auch schon ein Erfolg. Wie geht es nun weiter? NIFBE ist durch seine dezentrale Struktur mit den 5 Netzwerken, die meisten können sich das schon vorstellen, auch im Heft, im Jubiläumsheft wird es nochmal en Detail erklärt, sind prädestiniert, die Professionalisierungsbemühungen des Projektes fortzuführen und die Ergebnisse zu verstetigen. Das Projekt ist in seinem Ergebnis für Niedersachsen ein Aktivitätsposten und so sollte er auch genutzt werden. Und wir hoffen natürlich, dass die Landesregierung dieses, wie schon angekündigt wurde, auch nutzt für die Umsetzung eines Masterplans.
Ich wollte Ihnen das nochmal, diese Folie zeigt nochmal die Struktur vom NIFBE, also diese sozusagen rotierenden, rollplanorientierten Einspeisungsprozesse werden eben durch die Struktur auch weiterhin möglich sein. Es ist deutlich geworden, dass die vielen positiven Aushandlungsergebnisse nicht ohne die beteiligten, sehr engagierten Expertinnen mit ihren Ideen, ihrer Ausdauer und Kompetenz möglich geworden wäre. Als Herzstück, so nenne ich sie, des Projektes, waren Sie, und hier gibt es einige, die dabei sind, die Macher und Macherinnen. Stellvertretend auch für alle Nichtanwesenden richtet sich mein großer Dank an Sie, liebe anwesenden Expertinnen, der AGs, der Expertenrunden und der Vorbereitungsteams der vier Tagungen. Sie hätten eine Goldmedaille verdient. Und auch für heute gilt, Sie sind natürlich auch als Vortragende und im Plenum vertreten. Ihnen, euch, gebührt, wie ich finde, ein Sonderapplaus. Will ich mal sagen. Ein weiterer Dank für die vierjährige stetige und verlässliche Unterstützung, wie auch bei dieser Tagung, seitens meiner Kollegen und Kolleginnen der NIFBE Co. und Geschäftsstelle. Ein großes Dankeschön an Sie. Danke, Herr Slifka. Danke, Sandra, Maria, Heike, Carsten. Und danke auch an die NIFBE Netzwerkmanagerinnen und Netzwerkmanager. Und bevor ich Herrn Hoffmann als wissenschaftliche Begleitung die Analyse übergebe, erlauben Sie mir abschließend ein persönliches Fazit. Erstens, das Projekt war herausfordernd, ereignisreich, komplex, erkenntnisreich und ermutigend. Und es bestätigt nur in einer Atmosphäre gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung, Partizipation und Transparenz und Geduld und Zeit bei Einbindung aller Säulen, auch gerade der Praxis, ist eine vertrauensvolle Kooperation und damit ein sinnlogisches Weiterkommen möglich. Zweitens, es lehrt mich, dass dafür für alle Beteiligten ein Zusammenhangswissen von historischen bis gegenwärtigen Entwicklungen im Feld der frühkindlichen Pädagogik grundlegend ist. Mollenhauer mahnte zu Recht, dass verlorene Zusammenhänge oft fehlen und das hat fatale Folgen für alles Weitere. Nach sich ziehen würde. Wir wissen, nichts ist so beständig wie der Wandel. Senecas alte Weisheit bewahrheitet sich gleichsam im Projekt. Und es gilt, diesen Wandel als Vernunftsbegabte im Sinne Kants weiter mitzubestimmen. Dabei ist der Weg das Ziel. Denn gemeinsam das Feld zu bestellen, ist nicht einfach, weiß Gott nicht, aber ertragreich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Ich schließe mich mal jetzt automatisch allen Dankesagungen, die vorher schon da gewesen sind, auch an. Und ich meine das auch ernst so. Das steht auch alles hier. Aber ich lasse das jetzt mal aus Zeitgründen. Drei Bemerkungen vielleicht vorab an Sie, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Abschlusstagung des Projektes Professionalisierung, Punkt, Punkt, Punkt. Die erste Bemerkung, wir sind nicht mehr so ganz im Zeitrahmen. Und es ist vielleicht jetzt auch gleich ein bisschen unbefriedigend, wenn wir direkt danach essen, ohne vielleicht Nachfragen zu stellen. Von der Tagungslogik her ist es nicht nur so, dass Sie gleich auch zum Zuge kommen während der Plenumsdiskussion, sondern auch nochmal am Abschluss, wenn Peter Kloß und Marie Carsten auch nochmal zu dem Projekt und seinen Bundesbedeutung und Landesbedeutung Stellung nehmen. Auch da haben Sie noch jede Menge Zeit, uns zu befragen und wir antworten dann auch gern, was wir natürlich auch in der Mittagspause tun. Zwei andere Bemerkungen. Sie haben gerade schon gehört, Reinhard Slifka hat gesagt, ich hätte nicht so lange gezögert oder das heißt einfach ein wenig gezögert. Ich habe gezögert, ich hatte auch gewisse Zweifel. Geht das so? Vielleicht ist das auch eine Überschätzung der Wissenschaft, ich weiß es gar nicht. Aber Fakt ist, ich bin erst 2011 in das Projekt eingestiegen. Die Wurzeln waren gelegt, die Wege relativ weit vorgegeben und mein Einfluss da dann noch etwas dran zu verändern, war dann auch nicht mehr so riesig. Das ist bei einem Projekt, was misslingt, dann hinterher ganz gut. Wenn es dann aber gelingt, ist das mit den Lorbeeren dann auch klar verteilt und insofern
bedanke ich mich zunächst einmal bei Maria Thünemann-Albers und bei Julia Schneewind für das, was sie davor geleistet haben und was ich dann in Teilen nicht im operativen Geschäft, sondern in der Beobachtung weiterführen durfte. Zweite Bemerkung, eine persönliche Bemerkung. Als ich vor 3 Jahren nach Osnabrück ging, kam ich in das Bundesland Niedersachsen, in dem sich die hochschulpolitische Landschaft stark verändert hatte. Dazu gehörten die Berufungen von Anke König, von Peter Kloß und Stefan Bree im frühkindlichen Bereich, die ich alle aus unterschiedlichen Zusammenhängen bereits seit Jahren bzw. seit Jahrzehnten kannte. Gleichzeitig war dort auch das elementarpädagogische und sozialpädagogische, bitte verzeih den Ausdruck, Urgestein Marile Karsten, die ich ebenfalls seit Jahrzehnten kenne. Ich verließ also meine Heimat NRW, traf aber in beruflichen Kontexten mehr Bekannte als in Nordrhein-Westfalen. Und das in einem Flächenland Niedersachsen. Im Professionalisierungsprojekt gab es dann die Möglichkeit, weitere Hochschulkolleginnen wie Frau Jung, Frau Schneewind oder Frau Koch kennenzulernen. Und das alles war sicher eine sehr gute Grundlage für weitere Abstimmungsprozesse. Und so ist mit der AG Hochschule auch eine Gruppe innerhalb des Projektes entstanden, die meines Erachtens stark ergebnisorientiert in ihrem Bereich Professionalisierungsprozesse in unterschiedlicher Perspektive, zum Beispiel im Kontext von Anerkennungsfragen, vorantreibt. Die persönlichen Beziehungen befördern so sicherlich auch die Arbeitskontexte. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass diese allein nicht zu einer Zusammenarbeit geführt hätten. Es bedurfte einer Hartnäckigkeit von außen, um immer wieder Termine im Alltagsgeschäft freizuschaufeln, um Dinge anzukurbeln, die nicht unmittelbar das Alltagsgeschäft berühren und auch nicht unbedingt für eine Steigerung der Reputation jedes oder jeder Einzelnen sorgen. Diese Hartnäckigkeit war im Professionalisierungsprojekt des NIFBE mit Förderung des BFSFJ, ich habe immer noch das alte, immer B dazwischen, aber ich schaffe es irgendwann. Hartnäckig bedeutet dort auch anzuerkennen, dass Veränderung beruflicher Praxis einen langen Atem benötigt. Und wer sie moderieren oder gar organisieren will und dies dazu in den manchmal langsam scheinenden Mühlen des Föderalismus, kann schnell verzweifeln. Dass Frau Thünemann-Albers und Herr Slifka diese Verzweiflung kontinuierlich ertragen und ertrugen, dafür herzlichen Dank. Aber auch Dank an die Kollegen, dass so ein vertrauensvolles Verhältnis entstehen konnte. Ein Verhältnis, aus dem, so hoffe ich, weitere Initiativen hervorgehen können. Denn ich glaube, wir brauchen in unserem Gebiet diese persönlichen Beziehungen, um uns gegenseitig ein bisschen vertrauen zu können. Das ist mir auch deshalb ein ganz besonderes Anliegen. Jetzt nehme ich mal eine andere Kappe auf. Ich bin ja auch Bundessprecher der gerade genannten Studiengänge. Und vielleicht haben ja einige von Ihnen die Querelen zwischen den Studiengängen und den Fachschulen in der Diskussion im Rahmen des DKR mitbekommen. Ich glaube, wenn die persönlichen Verhältnisse zwischen den Kollegen und Kolleginnen etwas besser gewesen wären, hätte man Produktiveres für die Praxis herstellen können. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft hinkriegen. Frau Thünemann-Albers hat Ergebnisse des Projektes geschildert und einiges davon soll ich nun als wissenschaftliche Begleitung des Projektes bewerten. Bewerben habe ich gerade gemacht, bewerten kommt noch. Dazu sollten Sie zunächst wissen, was überhaupt die Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung in diesem Projekt gewesen ist. Ich hatte ja bereits gesagt, dass Frau Schneewind diese Begleitung zum 31.12.2010 abgegeben hat. Und laut des Projektantrages sollte die wissenschaftliche Begleitung die Projektleiterin, also Frau Thünemann-Albers, in inhaltlich-wissenschaftlich beraten, sie bei der konzeptionell-inhaltlichen Arbeit unterstützen, an Sitzungen des Lenkungskreises, an Fachtagen und weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Aber es gehörte eben auch dazu, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperation und nachhaltigen Transfer zu identifizieren. Das ist insofern schwierig, als das gesamte Projekt nicht formativ evaluiert worden ist. Dies wiederum hätte auch nicht zur Ausstattung des Projektes gepasst, denn schließlich ist Frau Thünemann-Albers nicht nur Projektleitung, sondern auch ihre eigene einzige Mitarbeiterin für das operationale Geschäft. Also wir reden hier zumindest offiziell von dem Projekt erstmal von einer Ein-Frau-Operation. Eine Bewertung ist aber auch deshalb schwierig, weil das Projekt in einem ganzen Bundesland mit teilweise auch zufällig zusammengekommenen Akteurinnen operierte. Insofern stützen sich meine folgenden Aussagen zu dem Projekt im Wesentlichen auf folgende Formate. Erstens eine Evaluation zum Abschluss aus der Perspektive der Akteurinnen in den unterschiedlichen Formaten Fachtagung, AG und Expertisen.
aus Protokollen und Dokumenten des Projektes und selbstverständlich aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen während des Projektverlaufes. Mein Ziel ist hierbei, nicht so sehr bereits beschriebene Einzelergebnisse noch einmal zu wiederholen, das hat Frau Thünemann-Albers, hat sie gerade vorgetragen, sondern vielmehr die Projektvorgehensweise und die strukturelle Einbindung des Projektes in den fachwissenschaftlichen und fachpolitischen Diskurs einzuordnen, sowie übertragbare Perspektiven für die Förderung von Professionalisierungsprozessen zu beschreiben. Da ist der Pointer. Zunächst werde ich mich also der Frage widmen, vom Was zum Wie, und möchte damit ein wenig dem Mammutprojekt der Professionalisierung des frühkindlichen Feldes zuwenden. Es geht darum aufzuzeigen, dass jenseits sicherlich erforderlicher Nuancierung das Forderungsprogramm relativ klar ist. In einem zweiten Schritt möchte ich mich dann des Strukturproblems und der Strukturchance des heute zu besprechenden Projektes widmen und gleichzeitig seine Differenz zu den vielfach vorliegenden Professionalisierungsaktivitäten aufzeigen. Und abschließend drittens nach Möglichkeiten eines veränderten Planungs- und Umsetzungsverständnisses zu fragen. Also letztlich geht es um Chancen eines zu den bisherigen, vor allen Dingen ministerialen ergänzenden Planungs- und Umsetzungsverständnisse im Feld der frühkindlichen Bildung zu etablieren. Vom Was zum Wie. Professionalisierung ist in aller Munde. Die erste wissenschaftliche Zeitschrift, jetzt haben wir endlich eine, im frühkindlichen Bereich, frühkindliche Bildung, gibt ein eigenes Themenheft dazu heraus. Die Weiterbildungsinitiative frühpädagogischer Fachkräfte, WIF, Anke König als Projektleiterin sitzt ja hier im Publikum. Das ist das Problem der zweiten Brille, jetzt so langsam geortet. Beschäftigt sich intensiv mit den unterschiedlichen Ebenen dieses Prozesses. Ausbildungsreformen, unzählige Fort- und Weiterbildungsinitiativen und Aktivitäten, Akademisierung sind nur einige Stichpunkte, die unser Thema berühren. Und eigentlich hinterlassen diese Aktivitäten den Eindruck, alles sei auf bestem Wege. Bei genauerem Hinsehen bleibt dagegen vieles vage. Viele sagen Professionalisierung und meinen Akademisierung der Erzieherinnenausbildung. Das ignoriert die weitestgehende Übereinstimmung in Fachkreisen, Professionalisierung nicht mehr einseitig statusbezogen zu sehen und zu begründen. Viele sagen Professionalisierung und meinen Verbesserung der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind. Das ist nicht falsch, es ist sogar sehr wichtig, aber es ignoriert nicht selten die Auswirkungen des gesamten Settings auf die frühkindliche Bildung der Kinder. Andere sagen Professionalisierung und meinen Verbesserung der Rahmenbedingungen. Auch hier wissen wir, dass sie allein nicht determinierend wirken, so wichtig sie sind. Und auch in der Wissenschaft selbst wird, wie Werner Tolle mehrfach aufgezeigt hat, der Begriff unterschiedlich verwendet. Auf Letzteres möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, aber doch zumindest feststellen, dass es an einer gemeinsamen Sprachregelung hinsichtlich des Professionalisierungsbegriffes fehlt. Zumindest sollte aber an dieser Stelle klar sein, dass es eben nicht nur um die Erzieherinnen-Aus-, Fort- oder Weiterbildung geht, sondern um die Qualifizierung aller Akteure und Akteurinnen in diesem Feld bis hin zu den Hochschullehrenden oder den fachpolitisch Verantwortlichen. Professionalisierung fragt eben auch danach, inwieweit die Professionen selbst ihr Feld bestimmen. Und das heißt auch, wie sie in den wichtigen Entscheidungsebenen vertreten sind. Genau da dürfte aber ein wesentliches Dilemma liegen, dass die Profession eben noch nicht so weit ist, diesen notwendigen Lobbyismus zu betreiben. Damit wäre man eigentlich schon bei der dritten Folie endlich bei einer sehr skeptischen Positionierung hinsichtlich der Professionalisierung des frühkindlichen Bereiches angekommen, so wie es in der Literatur auch vielfach zu finden ist. Ganz so pessimistisch sollte die Sache aber nicht gesehen werden, denn sie sind heute hier und beweisen damit nicht nur die Wichtigkeit des Themas, sondern auch seine Entwicklungschancen und spätestens mit dem Gutachten des Aktionsrates Bildung ist deutlich geworden, dass die Forderung nach Professionalisierung des frühkindlichen Feldes in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen angekommen ist. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, so zumindest ein erster Eindruck, schreiten plötzlich Seite an Seite. Soweit die Reminiszenz an ein aktuelles Jubiläum. Das Gutachten ist den meisten von Ihnen sicherlich bekannt. Ich gebe daher nur kurz die fachpolitischen und politischen Forderungen wieder, um sie an anderer Stelle aufzunehmen.
Die Forderung nach einem koordinierten Gesamtkonzept für die Ausfort- und Weiterbildung und einem begleitenden Forschungsprogramm. Die Vereinheitlichung der frühpädagogischen Studiengänge. Die Ausweitung berufsbegleitender Hochschulstudiengänge. Die Verpflichtung zur Einstellung mindestens einer Hochschulkraft pro Einrichtung. Dazu die Verdoppelung bis Verdreifachung der Ausbildungskapazitäten an Hochschulen. Die Anhebung der Vergütung für Absolventinnen Hochschulstudiengänge auf Niveau anderer Studiengänge. Die Schwerpunktsetzung in der Fachschulausbildung. Verpflichtende Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals sowie Entwicklung eines systematischen und zertifizierenden Weiterbildungsprogrammes. Erhöhter Fachkräftestatus auch ohne Hochschulstudium. Verstärkung der Forschungsförderung. Ausbau der Forschungs- und Ausbildungsstrukturen an Universitäten, Erhöhung der Professuren und Verzicht auf eine weitere Einstellung von Kinderpflegerinnen und Sozialassistentinnen sowie die Weiterqualifizierung derselben. Das ist also ein Riesenpaket, was hier geschnürt worden ist. Und wenn man in den sechsten Kinder- und Jugendbericht von 1980 reinguckt, wird man Ähnliches finden. Ergänzt man dieses mit den in der Studie von Julia Schneewind Kita 2020 erhobenen Daten und Forderungen, die innerhalb dieses Projektes entstanden sind und die in einer anderen NIFBE-Veranstaltung schon ausführlich Thema waren, also ergänzt man es durch die dort deutlich gewordenen Bedarfe hinsichtlich der Rahmenbedingung und zieht man dann noch die Ergebnisse der Studie von Viernickel, Lentwig Gesemann und anderen Schlüssel zu guter Bildung hinzu, auch da liegen Forderungen zu den Rahmenbedingungen gleich dabei, dann weiß Mann und Frau, wie groß das Projekt ist und wie viele Aufgaben noch vor uns liegen. Nubeck habe ich dabei noch gar nicht erwähnt. Die Diagnose scheint also gelungen und die Therapie definiert. Was also klar scheint, ist, was alles zu tun sei. Ich bleibe jetzt aber zunächst einmal nur bei den Forderungen des Aktionsrates und vernachlässige hier die anderen gerade genannten Studien, da ich mich nicht so sehr mit Einzelfragen beschäftigen möchte, sondern mich der Frage nähern möchte, wie man hier eigentlich einen Schritt weiterkommt. Clustert man nämlich diese Herausforderungen nach erforderlichen Prozessen oder besser nach ihrer Veränderungsphilosophie, so beziehen sie sich auf den Ausbau von Institutionen, auf Vereinheitlichung bei gleichzeitiger Profilbildung, auf Erhöhung von Verbindlichkeiten und auf die Erhöhung des strukturellen Niveaus, vor allen Dingen der Ausbildung. Befragt man aber nun noch nach den notwendigen Wegen, die zu einer Umsetzung erforderlich wären, so würden mindestens 5 Forderungen eine Veränderung der Landesgesetzgebung ergeben. Eine Forderung würde eine deutliche Veränderung der Tarifverträge erforderlich machen. Andere Forderungen greifen unmittelbar in die Autonomie von Institutionen ein, zum Beispiel von Hochschulen, die wiederum von außen nur bedingt steuerbar sind. Es bliebe also entweder der Weg, die gesetzlich zu beschränken oder auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Und wiederum andere, was ich im Übrigen kann ich gar nicht schlecht finde. Also auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, im Blochschen Sinn. Wiederum andere bewegen sich auf der Konzeptebene, ohne dabei zu klären, welche Konzepte letztlich implementiert werden sollen und wer überhaupt hinter ihnen steht. Nichts davon, aber auch keinen einzigen Punkt davon möchte ich in Zweifel ziehen. Ganz im Gegenteil. Sie alle sind Ziele, die es hier und da vielleicht mit unterschiedlichen und diskutierbaren Akzentuierungen anzustreben gilt. Aber es zeigt sich auch, es sind dicke Bretter, die zu bohren sind und diese Bohrungen erfordern Zeit, viel Zeit und das ist wiederum selbstverständlich nicht außergewöhnlich. Allerdings sei die Frage erlaubt, was passiert eigentlich in der Zeit mit dem Feld? Und das führt mich zu der Frage, wie weiter? Das eben Gesagte zeigt, dass sich die meisten Aufgaben weitestgehend dem unmittelbaren Gestaltungsraum der Akteure und Akteurinnen entziehen. Dieses wiederum schafft den Übergang zu dem Projekt Professionalisierung, Transfer und Transparenz im frühpädagogischen Praxis- und Ausbildungsfeld, in dem es genau darum ging, die Akteurinnen zu Mitgestalterinnen von Professionalisierungsprozessen werden zu lassen.
Dazu benötigt man nun doch kein Bundesprojekt. Ja, das stimmt. Bundesweit existieren von nahezu allen Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung Initiativen, die sich der Professionalisierung des Feldes zurechnen ließen. Es stimmt aber auch, dass dies häufig weitgehend abgekoppelt zwischen den einzelnen Institutionen vollzieht. Und hier setzte das Projekt an und versuchte, die unterschiedlichen Akteure näher aneinander zu führen. Das Projekt setzte also nicht auf einen festbestehenden Masterplan, sondern auf einen Handlungsplan, der aus den Interessen des Feldes selbst definiert worden ist und dann sukzessive abzuarbeiten wäre. Er setzte also auf Energie- und Synergieeffekte im Feld selbst. Wie bewerten also die Akteure und Akteurinnen dieses Vorgehen? Frau Thünemann-Albers hat bereits angesprochen, die Ergebnisse des Projektes liegen auf zwei Ebenen. Nämlich einerseits auf direkten Produkten in Form von Expertisen, Fachtagen, Stellungnahmen und so weiter und vieles mehr. Und andererseits in dem Schaffen von Partizipationsstrukturen, die genau im Kontext der Erstellung der Produkte entstanden sind. Auf diese Bewertung dieser Strukturen konzentriere ich mich nun. Evaluationsergebnisse. Ich habe jetzt erstmal nur eins mitgebracht. Müsste eigentlich das E gestrichen werden. Nämlich, das Projekt wird insgesamt positiv eingeschätzt und eine Verstetigung eingefordert. Ich erspare Ihnen die Zahlen. Der Evaluationsbericht wird öffentlich gemacht und steht Ihnen damit jederzeit zur Verfügung. Er ist eine relativ kleine Evaluation. Wir haben 80 Akteure und Akteurinnen angeschrieben und davon haben sich 35 zurückgemeldet. Trotzdem ist der Bericht insgesamt sehr, sehr aussagekräftig meines Erachtens. Lassen Sie mich aber zuerst einige negative Kritikpunkte herausheben, die die Teilnehmer abgegeben haben. Gerade in den Details des Projektes gab es Negativkritik. So war aus der Perspektive der Akteurin der Handlungsplan nicht transparent genug und wurde zu wenig kommuniziert. Auch wenn ich die Ergebnisse nicht weiter kommentieren möchte, so scheint an dieser Stelle ein erhebliches Missverständnis vorzuliegen. Ging die Projektleitung nämlich selbst davon aus, dass nur Schwerpunkte dieses Planes nach Absprachen behandelt werden, ging die Akteurin wohl von einem umfassenden Plan aus, der auch ordentlich abzuarbeiten sei. Ungeachtet dessen zeigt sich aber hinsichtlich der Transparenz eine noch nicht genügende Einbeziehung aller Gruppen. Dies äußert sich in einem wahrgenommenen Stadt-Land-Gefälle. Dieser Aspekt kann, so glaube ich, in einem Flächenland gar nicht überbewertet werden. Es zeigt sich aber auch eine von Weiterbildnerinnen formulierte unzureichende Einbindung. Zudem eine intensivere Einbindung der Politik wurde ebenfalls eingefordert. Hier dürften in jedem Fall Desiderata für die Zukunft liegen. Betrachtet man aber zu den Details die Hauptlinien des Projektes, so zeigt sich nicht nur eine hohe Motivation daran, einen Beitrag zur Professionalisierung zu leisten, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu suchen und die Perspektiven der eigenen Profession einzubringen. Das waren die drei am meisten genannten Motive. Und trotz der Arbeitsbelastung der Akteurin, knapp die Hälfte verwiesen auf eine zusätzliche Arbeitsbelastung zwischen 2,5 und 10 Stunden pro Woche, die diese Zeit, die sie hier investierten, zusätzlich freischaufeln mussten, ist eine große Zufriedenheit zu erkennen. Und es wird auch eingeschätzt, persönlich davon profitiert zu haben. Der Zuspruch, wieder daran teilzunehmen, ist dementsprechend groß. Warum besonders Männer dies so empfinden, wäre allerdings eine Untersuchung wert. Und das meine ich in keinem Punkt suffisant. Das ist mehr als ernst. Insgesamt wird also der persönliche Einfluss als gut eingeschätzt und die Verstetigung solcher Prozesse unbedingt eingefordert. Kann man nun diese Teilergebnisse in eine Empfehlung gießen und auf Stolpersteine verweisen? Chancen eines ergänzten Steuerungsverständnisses, da sollte gar nicht mehr Steuerung stehen, da ist jetzt was reingerutscht, aber das ist egal. Ganz anders als die traditionell professionalisierten Berufe wie Medizin und Rechtswesen generieren sich Professionalisierungsprozesse nicht aus dem Beruf selbst heraus, in unserem Bereich nicht aus dem Beruf selbst heraus, sondern sind öffentlich induziert und damit jenseits von Marktmechanismen hergestellt. Die Erfahrungen im Projekt zeigen, dass im Feld aber erhebliche Potenziale schlummern, eigene Lösungen zu entwickeln. Dazu benötigt es aber Instanzen,
die das Eigenleben des Feldes jenseits ministerieller Zuständigkeiten, Kultur, Sozial, Wissenschaft und so weiter, gleichermaßen im Fokus haben und damit zugleich die unterschiedlichen Institutionen in den unterschiedlichen Teilsegmenten des Feldes zusammenführen. Dass dies irritierend wirken kann, wenn plötzlich neue Akteurinnen in das Feld eindringen, ist klar. Und es berührt selbstverständlich das Empfinden derjenigen, die dieses Feld seit Jahren mit höchstem Engagement bestellen. Das dürfte einer der wesentlichen Stolpersteine sein, nämlich kann man in diesem Feld etwas Moderierendes überhaupt etablieren, wenn es nicht angegliedert ist an etwas Bestehendes. Trotzdem, es werden Vernetzungsinstanzen benötigt. Ich habe anfangs in meiner Anfangsbemerkung schon gesagt, also wenn uns nicht da jemand getreten hätte, wir wären nicht als Gruppe so installiert gewesen und man kann es auch durch das Projekt hindurch sehen, dass die AG Hochschule wohl nicht die einzige Gruppe war, für die das gilt. Es scheint aber dringend notwendig, auf Landesebene Vernetzungsinstanzen zu fördern, die die Möglichkeit haben, Feldinteressen und Feldressourcen zusammenzuführen. Das heißt, der historisch gewachsenen Diffusität des Feldes, und damit meine ich zum Beispiel die unterschiedlichen Zuständigkeiten auf politischer Ebene, die Trennung unterschiedlicher Ausbildungsebenen, das breite Trägerangebot, und ich könnte eine halbe Stunde darüber referieren, alles diesem Rechnung zu tragen. Bezogen auf das vorliegende Projekt betrachtet man hier die Struktur im Kontext der Frage Professionalisierung von unten. Was zeigt sich dann? Das Projekt hatte einen strukturellen Spagat auszuhalten. Da ist einerseits der Spagat zwischen Bundes- und Landesinteressen. Dieser ist allerdings kaum zum Problem geworden. Da ist aber vor allem der Spagat zwischen den Planungs- und Umsetzungsinteressen und auch Verpflichtungen der jeweiligen Ministerien und andererseits der Projektanspruch, Expertin in unterschiedlichsten Funktionen in die Planung und Durchführung von Professionalisierungsprozessen einzubinden. Faktisch ist so eine zusätzliche Struktur geschaffen worden, die strukturell betrachtet erst einmal nicht unproblematisch ist. Aber es entspricht in vielerlei Hinsicht auch den Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Auch wenn klar sein muss, dass der Ausfort- und Weiterbildungssektor anders strukturiert ist als die Wohlfahrtsproduktion, lohnt sich ein Bericht in die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Gerade der in diesem Jahr erschienene 14. Kinder- und Jugendbericht fragt nämlich nach dem Verhältnis zwischen Staat, öffentlicher Verantwortung und drittem Sektor, Zivilgesellschaft und privater Verantwortung. Wenngleich dies dort am Beispiel der Tagespflege und, oder Elterninitiativen beschrieben wird, die Akteure zunächst einmal also semi-professionell arbeiten, so zeigen sich doch in diesem Projekt zumindest Ähnlichkeiten. Nämlich ein aus gesellschaftlich begründeter Notwendigkeit geförderter Versuch, neben die staatliche Verantwortung für den Professionalisierungsprozess eine zweite Ebene, also eine privat im öffentlichen Raum geförderte Ebene, die verstärkt Ressourcen des Feldes selbst bündelt, deren Interessen moderiert und formuliert und nach Lösungsmöglichkeiten mit den Akteurinnen sucht. Wenn dieser Weg, wie im Professionalisierungsprojekt gezeigt, positiv verlaufen ist, dann offenbart er angesichts der Heterogenität des Feldes einen fast banal anmutenden Bedarf. Ja, jetzt hätte ich auch noch einen Bedarf. Angesichts der Heterogenität des Feldes, für eine Beschleunigung von Professionalisierungsprozessen bedarf es einer zusätzlichen Instanz in den Ländern, um Abstimmungsprozesse zwischen Teilgebieten des Feldes zu organisieren. Sinnvoll ist dies als Ergänzung zur notwendigen Planungs- und Umsetzungspolitik in staatlicher Verantwortung, um erforderliche Maßnahmen zu identifizieren, Lösungen zu planen und umzusetzen. Und sie wiederum bundesweit zur Geltung zu bringen zu können. Wir benötigen also eine Instanz, wie im NIFPE-Projekt aufgezeigt, die das Feld im Blick hat und die Prozesse anregt und moderiert und jenseits des politischen notwendigen Tagesgeschäftes, also auch jenseits von Wahlen und auch jenseits einer Einbindung in Wohlfahrtsverbandsstrukturen oder Städtetagsstrukturen operieren kann. Dieses könnte man zum Beispiel in einem Bund-Länder-Programm realisieren. Es geht also im weitesten Sinne um so etwas wie Ombudsmenschen, Mediatoren und Mediatorinnen, die aus dem Feld heraus Bedarfe generieren.
Dass dabei auch Risiken bestehen, ist klar. Auch in einem solchen partizipativ organisierten Prozess besteht die Gefahr, dass sich männliche Hierarchien ebenso durchsetzen wie bestimmte Statusgruppen. Das hat sich auch in der Bewertung deutlich gezeigt, dass die Hochschullehrer und auch die Hochschullehrerin an einigen Stellen doch stark dominierten. Das bliebe zu beobachten und auch zu diskutieren. Aber dieser Weg böte Möglichkeiten, die vielen anfangs genannten Forderungen praxisnah auf ihrem Weg zu begleiten, vor allen Dingen aber neue Perspektiven der Bedarfe vor Ort freizulegen. Es wäre ein Ansatz, nicht nur für mehr Demokratie und echte Subsidiarität zu wagen, sondern sie auch zu fördern und Lösungen zu finden. Die Notwendigkeit der anfangs beschriebenen Forderungen, seien sie aus der Studie von Schneewind, von Viernickel oder aus dem Aktionsrat, bleibt davon unberührt. Trotzdem denke ich, lohnt es sich, gleichzeitig den zweiten Weg zu beschreiten. Herzlichen Dank. Ich begrüße Sie ganz herzlich nach der kurzen Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben sich alle gut versorgen können. Mein Name ist Julia Schneewind. Ich wurde schon ein paar Mal erwähnt, aber nun können Sie mich auch sehen. Ich sage kurz ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Professorin an der Hochschule in Osnabrück und habe dort vor meiner Elternzeit einen Studiengang geleitet, einen berufsbegleitenden für Erzieherinnen mit der Thematik Elementarpädagogik, und habe, wie Herr Slifka schon erwähnt hat, mal die Idee zu diesem Projekt gehabt und freue mich, dass ich jetzt am Ende dieses Projektes nochmal die Gelegenheit habe, mitzuwirken. Ich möchte mich ganz kurz diesen vielen Dankesreden anschließen, insofern als es mir wirklich eine große Entlastung war, dass ich, nachdem klar war, dass ich ein zweites Kind bekommen werde, von Herrn Hoffmann sozusagen um dieses Projekt erleichtert worden bin. Das ist ja relativ unüblich. Meine Kolleginnen haben alle gesagt, bist du wahnsinnig, ein Drittmittelprojekt abgeben? Und für mich war das aber sozusagen Frühpädagogik live. Ich wollte gerne auch Zeit mit meinen Kindern verbringen können und deswegen nochmal mein ganz herzlicher Dank an Herrn Hoffmann, trotz des Zögerns es gemacht zu haben. Und es wird so sein, der Wunsch war ja da, dass dies eine interaktive Podiumsdiskussion ist, also dass nicht nur wir uns hier oben schön unterhalten und Sie dürfen zuschauen, sondern dass Sie auch mitdiskutieren. Was mir nochmal wichtig ist, auch zur Entlastung der Podiumsteilnehmer zu sagen, es geht jetzt nicht darum, das Projekt zu diskutieren. Wenn Sie Fragen zu dem Projekt haben, würde ich Sie bitten, dass Sie die noch ein bisschen zurückstellen, oder wenn Sie eine Frage haben dann und jetzt unbedingt loswerden möchten, dann würden wir einfach gucken, wer kann sie beantworten. Aber auch die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer sind sozusagen nicht darauf vorbereitet, Ihnen jetzt zum Projekt Auskunft geben zu können. Sie sehen über mir, wer neben mir sitzt. Und ich werde jetzt, da Sie auch sehr ausführliche Informationen haben, in Ihrer Tagungsmappe, wer hier sitzt, noch nicht zu allen jetzt sagen, und dieser Mensch ist, tut dies und jenes. Die Personen selber werden sich gleich vorstellen und kurz sagen, aus welcher Rolle sie heute sprechen, da ja manche von uns auch mehrere Rollen haben. Bevor allerdings wir sprechen, würde ich Sie bitten, darum zu sprechen, und ich möchte gerne, dass Sie, Sie dürfen auch mitmachen, Sie kurz mal die Köpfe zusammenstecken mit Ihrem Nachbarn, mit Ihrer Nachbarin, und sich mal eine Minute ganz kurz austauschen. Was müsste denn passieren heute hier auf dem Podium, damit Sie finden, dass diese Podiumsdiskussion ein Erfolg war? Podiumsdiskussionen haben ja so ein bisschen Fernsehcharakter und sind deswegen manchmal nicht so befriedigend, aber mir wäre es eben wichtig, und ich werde auch gleich schon mal als Warnung vorweg ein paar von Ihnen dazu auch befragen, dass wir nochmal eine Rückmeldung dazu bekommen, was wünschen Sie sich von dieser Podiumsdiskussion? Die Zeit läuft, Sie dürfen jetzt mit Ihrem Nachbarn sprechen. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie Ihre Diskussion, die ich kurz angeregt habe, wieder einstellen. Und jetzt gehe ich einfach mal rum. Es ist leider so, dass Sie nichts gewinnen können. Sonst kann man ja immer gewinnen, wenn einer rumgeht. Aber ich würde Sie einfach bitten,
dass Sie mir vielleicht verraten, was passieren muss, damit die Podiumsdiskussion für Sie ein Erfolg ist. Herr Heimberg. Ja, also wir haben, es war ja sehr, sehr kurze Zeit, diskutiert. Hema Hoffmann hat ja sehr schön aufgezeigt, was es denn eigentlich bedeuten würde, wenn man diese ganzen Forderungen des Aktionsrat Bildung umsetzen wollte. Und wir haben den Eindruck, da gibt es so viele Barrieren und es ist mit Geld verbunden, dass man das Gefühl hat, im Moment geht nichts weiter. Also wir hören immer nur Schuldenbremse. Also ein Signal, wo geht denn wirklich etwas weiter und wer ergreift die Initiative? Vielen Dank, Frau Stremmel. Also wir hatten gerade eben diskutiert, was wären denn die nächsten Schritte, um Feldressourcen und Feldinteressen miteinander zu verknüpfen. Und das knüpft so ein bisschen natürlich auch an das, was Sie gesagt, was du gerade gesagt hast, also wie ist es umzusetzen, ja, angesichts der schwierigen äußeren Bedingungen. Gut, gibt es noch jemanden, der seinen Wunsch loswerden möchte? Ja. Ich würde mir wünschen, da ja heute auch eine Vertreterin der Praxis mit in der Runde ist, dass heute nicht über die Praxis nur gesprochen wird ausschließlich, sondern dass auch ihre Meinung heute mit eingebracht und diskutiert wird. Das wäre mein Anliegen. Gut, vielen Dank, Herr Kairis. Jetzt, ich denke, das ist machbar. Es wurde schon geunkt. Dann möchte ich gerne die Diskussion eröffnen und würde mich als erstes Frau Kleber zuwenden möchten, die heute die Vertreterin der Politik ist. Und ich würde Sie bitten, dass Sie kurz quasi Ihre Position erläutern, also was tun Sie, was ist Ihr Aufgabenfeld und dass Sie uns kurz darüber berichten, wie Sie durch Ihre aktuelle Tätigkeit den Professionalisierungsprozess unterstützen möchten. Sie finden dort die Mikrofone. Ja, herzlichen Dank und auch von meiner Seite einen wirklich guten Tag wünsche ich und würde so beginnen. Die Politik hat ja, oder die Rolle der Politik hat, ist ja genau angesprochen an dieser Umsetzungsfrage, holt sich immer Gutachten ein, Stellungnahmen ein, fachliche Grundlagen zur Bewertung, um diese dann umzusetzen. Meine Rolle, ich bin Staatssekretärin für Jugend und Familie im Land Berlin. Und meine Rolle ist es in der Tat, die Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Berlin sowohl auf quantitativer wie auf qualitativer Ebene voranzubringen. Und will nur auf Ihren Einwand sagen, wenn Politik nicht daran glauben würde, dass es immer weitergeht und dass wir Schritt für Schritt uns fortbewegen, dann wäre ganz sicherlich die Sinngebung politischer Tätigkeit in Frage gestellt. Ich will sagen und ordne das auch in einen Kontext ein, dass wir die Schritte gemacht haben, dass wir zum 1.8. einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und einen auch für 0- bis 3-Jährige einen Rechtsanspruch für diese frühkindliche Bildungsphase haben. Das ist eine wichtige Grundlage, auf der dann aus meiner Sicht die Professionalisierung sich auch weiterentwickeln kann. Denn sobald eine Leistung, ein Angebot des Staates auf einer Grundlage beruft, dass eine Anspruchsbegründung in sich trägt, ist natürlich sofort die Frage, ja, und in welcher Qualität wird denn diese Leistung angeboten? Eine ganz andere, und zwar andere in einem größeren, in einer größeren gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wir haben ja immer das Problem, welche Themen, welche Argumente setzen sich durch und werden mehrheitsfähig. Und da ist genau diese Frage aus meiner Sicht eine wesentliche, da eine breite Grundlage für zu schaffen. In Berlin haben wir schon diese Frage Quantität und Qualität strukturell und systematisch miteinander
verbunden. Das heißt, alle Anbieter von Kindertagesbetreuung, wenn sie denn ihren Platz, ihre Plätze in einer Tageseinrichtung finanziert haben wollen, müssen einer Rahmenvereinbarung beitreten, in der wesentliche qualitative Standards auch formuliert sind. Also das ist die Grundlage der Arbeit, die wir hier machen. Sonst werden Sie eben bekommen keine Finanzierung. Und jeder belegte Platz wird dann auch entsprechend eines bestimmten Standards finanziert. Erst gestern haben wir bei uns im Parlament eine inhaltliche Debatte über die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung geführt. Und da war auch die Frage Akademisierung des Erzieherinnenberufes ein wesentlicher Punkt dabei. Und das ist, wie viele Dinge, kontrovers besprochen worden. Wichtig war, und so ist auch unsere Position im Berliner Senat, dass wir die unterschiedlichen Zugänge zur Erzieherinnen-Tätigkeit erhalten haben bleiben wollen. Also wir wollen weiterhin auch eine Möglichkeit auf Fachschulebene einen Zugang zum Erzieherinnenberuf zu haben, sind aber auch dabei, die Hochschulplätze für den Bereich der Kindheitspädagogik weiter zu entwickeln. Inzwischen haben wir über 600 Studierende dort im System an den drei Berliner Fachhochschulen. Und inhaltlich meine ich, dass es wesentlich ist, die Fort- und Weiterbildungselemente mit den Hochschulen gut zu verknüpfen und dort auch Menschen im System eine Entwicklungsmöglichkeit zu bieten. Wir haben hohe Ansprüche, ein Berliner Bildungsprogramm, was genau zu dieser Rahmenvereinbarung dazugehört, müssen alle Träger in ihren Einrichtungen umsetzen und dazu gehört dann eine große Anstrengung, dass Bestandspersonal dann auch entsprechend zu qualifizieren. Und das geht nur in einem Verbund. Mhm. Was ich zum Schluss sagen will, ist, dass ich eine Vorstellung, dass wir sozusagen hochschulausgebildete Kindheitspädagogen, Pädagoginnen dann sozusagen auf unsere Leitungsstellen in den Kindertagesstätten setzen und diese Vorstellung von multiprofessionalen Teams dann so machen, dass andere keine Möglichkeit mehr hätten, in diese Leitungsfunktionen zu kommen. Das kann ich mir noch nicht richtig als die Zielstellung vorstellen, weil es geht ja dann sofort um Eingruppierungsfragen, Bezahlungsfragen und ich denke auch in Leitungstätigkeit ist eine Praxiserfahrung von außerordentlichem Wert. Vielen Dank, Frau Kleber. Sie haben so einen schönen Rundumschlag gemacht. Ich habe dann immer überlegt, jetzt müsste Frau Viernickel was dazu sagen, jetzt müsste Frau Wenzel was dazu sagen, aber ich fange jetzt mal mit Frau Viernickel an und würde Sie bitten, dass Sie kurz dazu Stellung nehmen, aus welcher Perspektive Sie berichten und vor allem auch, was Sie zu der Thematik denken, es wurde schon angesprochen, diese verschiedenen Studiengänge, die es bundesweit gibt, zu vereinheitlichen. Es scheint ja den Eindruck zu machen, als seien Sie glücklich, in Berlin sein zu dürfen, weil Berlin schon einen sehr weit vorangeschrittenen Professionalisierungsprozess hinter sich hat. Vielleicht sozusagen ohne die Bundesländer da gegeneinander ausspielen zu wollen, vielleicht möchten Sie auch dazu was sagen. Ja, aus einer fachlich qualitativen Perspektive bin ich sehr glücklich, in Berlin zu sein. Aus einer finanziellen Perspektive, da wäre es schön, wenn man irgendwie was von Baden-Württemberg oder Bayern hier rüber retten könnte, aber das ist nicht so weit. Ich bin Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit an der Alice-Salomon-Hochschule, bin zurzeit auch in der Funktion der Prorektorin, also in der Leitungsfunktion an der Hochschule, aber ich sitze heute hier mit dem Hut der Professorin, weil ich auch glaube, dass das einfach die
die Rolle ist, in der ich in den vergangenen Jahren mehr zu dieser Professionalisierungsfrage beigetragen habe und wo ich da einfach mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Eine Professorin hat ja immer Aufgaben in Lehre und Forschung und auch Selbstverwaltung. Selbstverwaltung klammern wir jetzt hier mal aus. Lehre und Forschung bedeutet, dass wir in den letzten Jahren, ich glaube an allen Hochschulen in Berlin, sehr stark daran gearbeitet haben, Studiengänge zu entwickeln und zwar auch die Qualität dieser Studiengänge kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich war daran beteiligt, hier einen berufsbegleitenden, wir nennen das berufsintegrierenden Studiengang an der Alice-Salomon-Hochschule mit aufzubauen, der meiner Meinung nach auch ein ganz interessanter Zugang sein könnte zu der Frage, die Stefan Bree gerade aufgeworfen hat, wie kann man Feldressourcen und Feldinteressen verknüpfen? Da kann ich ja gleich vielleicht noch was zu sagen. Aber ich glaube, also in dem Zusammenhang ist eben, sehe ich einen Beitrag zur Professionalisierung. Das wäre dann auch im Sinne der Akademisierung. Aber Professionalisierung heißt für mich auch eine gute Lehre zu machen, eine forschungsorientierte Lehre, eine Lehre, die es ermöglicht, das, was wir dort machen, auch in die Praxis zu transferieren, das, was passiert mit mir selber in der Praxis, was ich beobachte, zu reflektieren, also alle diese Dinge. In der Forschung sehe ich auch ein Potenzial für Professionalisierungsprozesse. Und zwar dahingehend, dass Forschung ja Erkenntnisse generieren soll, auch Erkenntnisse, die über Einzelfälle hinausweisen und dass wir da auch in den letzten Jahren einiges getan haben. Ich selber bin ja stark unterwegs mit der Frage, wie wirken sich Rahmenbedingungen eigentlich aus? Wir haben ja gerade ein Projekt auch abgeschlossen zum Zusammenhang zwischen Rahmenbedingungen und der Umsetzung von Bildungsprogrammen. Also wie können unter bestehenden Rahmenbedingungen die Anforderungen der Bildungsprogramme überhaupt umgesetzt werden? Und eine zentrale Erkenntnis war ja die oder ist ja eigentlich die, dass alle Fachkräfte unter diesem Umsetzungsdilemma leiden, dass sie aber sehr unterschiedlich damit umgehen. Und auch da sehe ich eine Schneise, sehe ich Anknüpfungspunkte dafür, wie man Professionalisierung verstehen und vielleicht weiter vorantreiben kann. Also Forschungsergebnisse generieren, die diskutieren in der Fachöffentlichkeit, Beiträge zur Fachdiskussion, das ist, glaube ich, eine Rolle von Professorinnen und Professoren oder Hochschulen generell, die ich erstmal so umschreiben würde. Möchten Sie noch was dazu sagen? Kann man mich hören? Ja. Möchten Sie noch was dazu sagen, zu dieser Forderung, die Studiengänge zu vereinheitlichen? Ja, also ich weiß nicht, wie der Aktionsrat Bildung darauf gekommen ist, das zu fordern, weil ich das für problematisch halte. Nur ist Vereinheitlichung ja auch ein sehr großes Wort. Und zwischen dem, dass ich Orientierung habe und dass ich vielleicht einen Kompetenzrahmen habe, wo ich sage, wenn jemand ein Studium absolviert hat, erwarten wir in den und den Bereichen die und die Kompetenzen, die diese Person dann erwirbt oder eben mit Abschluss des Studiums dann so aus dem Studium herausgeht. Das ist für mich noch eine sehr sinnvolle Sache. Wenn Vereinheitlichung aber bedeutet, alle Studiengänge sollen über einen Kamm geschoren werden und sollen die genau gleichen Module, den genau gleichen Weg anbieten, um dann BA-Kindheitspädagoge, Kindheitspädagogin zu sein, dann würde ich sagen, das ist ja alleine schon aus der Logik der Systeme heraus gar nicht leistbar und machbar, weil die Hochschulen autonom sind darin, relativ autonom, solche Dinge auch zu entscheiden und das werden sie sich nicht nehmen lassen. Und darüber hinaus halte ich es auch aus einer fachlichen Perspektive für nicht sehr sinnvoll angesichts der Heterogenität unseres Feldes. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mich meiner anderen Sitznachbarin zuwenden, Frau Wenzel, die hier heute die Praxis vertritt und würde einfach gerne von Ihnen wissen, kurz was sozusagen aus Ihrem Aufgabenfeld heraus, was Sie für die Professionalisierung tun können und vielleicht möchten Sie auch noch dazu Stellung nehmen, dass Sie hier sozusagen die größte Gruppe derer vertreten, um die es ja heute eigentlich geht. Ja, jetzt. Ich habe es, glaube ich, ausgemacht. Ja, ich gehöre zur größten Berufsgruppe oder zu der Berufsgruppe, die heute hier vertreten wird von Ihnen allen. Ich freue mich ganz besonders, hier zu sitzen, stellvertretend
für die Berufsgruppe der Erzieherinnen, der Frühpädagogen, meiner Meinung nach, sitzen vier Berufsvertreter, Vertreterinnen heute hier im Publikum. Bei aller Freude darüber, dass ich jetzt hier sitzen darf, finde ich es doch ein bisschen schade, dass nur vier Vertreter insgesamt hier sitzen. Ich habe ein wenig recherchiert und habe herausgefunden, dass in Niedersachsenweit über 38.000 Mitarbeiter in Kindertagesstätten beschäftigt sind. Und bevor ich näher darauf eingehe, welche Visionen ich habe, was wir in den Kitas zur Professionalisierung beitragen können, möchte ich erst noch mal kurz zurückgehen zu meinem Arbeitsfeld. Und ich bin Kita-Leitung. Ich leite eine Kindertagesstätte seit jetzt 10 Jahren, habe in dieser Kita aber eine Berufserfahrung von fast 20 Jahren mittlerweile gesammelt. Und da möchte ich an Ihre Ausführungen anschließen und einfach nur einen Wunsch formulieren, der bei Ihnen ein Frage oder bei mir ein Fragezeichen hinterlassen hat in Ihren Ausführungen. Für Sie persönlich auch, geht es, dass Absolventen, Absolventinnen, Absolventen Leitung übernehmen? Ohne praktische Erfahrung von meiner Seite ein ganz klares Nein. Ich denke, jeder, der Leitung macht, weiß, welche Kompetenzen einer Leitung heutzutage abverlangt werden. Und wenn man, so wie ich, mir das wirklich sehr zu Herzen nehme, teambildend arbeiten möchte, teamunterstützend, dann braucht man einfach die persönliche Erfahrung, um zu wissen, was das Team braucht. Das nur dazu. Ansonsten finde ich es ausgesprochen wichtig, sich zu vernetzen. Deshalb arbeite ich auch von Anfang an in der AG Praxis mit großem Enthusiasmus, wie ich sagen kann, mit ganz viel Euphorie, wobei sich mir am Anfang natürlich auch nicht ganz erschlossen hat, was tue ich hier eigentlich, was wird von mir abverlangt, wo soll der Weg hinführen. Aber im Laufe der Zeit sind Inhalte konkretisiert worden und ich fand es sehr, sehr gut, dass ich als Vertreterin der Praxis meine Meinung, wirklich nur meine Erfahrungen, meine mittlerweile 20-jährigen Erfahrungen einbringen durfte in Ausbildungsinhalte, in Praktikantenbetreuung, in Fortbildungsstrukturen, die meiner Meinung nach auch absolut überarbeitungswürdig sind. Ich muss mal gerade einen kleinen Schluck trinken. Ja, und wir haben gemeinsam ja unterschiedliche Modelle entwickelt mit den Hochschulen, mit den Fachschulen. Es saßen Vertreter an einem Tisch. Wonach ich jetzt natürlich sehr gespannt bin, wie geht es wirklich in die Praxis? Dazu aus der Praxis heraus wäre mir noch wichtig zu sagen, dass ich ja als Erzieherin hier sitze. Und wenn ich meine Kolleginnen, meine Kollegen anschaue, fällt mir immer wieder auf, oder ich stelle mir immer wieder die Frage, wie ist euer Selbstverständnis eures Berufsbildes? Wie steht ihr jeden Tag, eure Frau, euren Mann? Und mir fällt auf, dass die Erzieherinnen wirklich immer noch die Leidensfähigen sind, immer noch die sind, die sagen, ja, eigentlich bin ich an meiner Grenze, aber okay, es wird mir abverlangt, ich mache es. Ich persönlich sehe mich so ein bisschen als Vorreiterin, zu sagen, nein, stopp, hier geht es jetzt nicht weiter. Mit wem kann ich sprechen? Ich gehe zur Stadt Osnabrück und fordere mehr Leitungsstunden, damit ich meiner Leitungsrolle besser gerecht werden kann. Habe ich getan, habe ich bekommen. Dankeschön an die Stadt Osnabrück. aber es sind alles Einzelkämpferinnen in diesem Gebiet unterwegs und meiner Meinung nach brauchen diese Erzieherinnen die Unterstützung aus allen Kreisen, die heute hier vertreten sind, um ihr eigenes Berufsbild aufzuwerten. Es reicht, glaube ich, nicht, dass wir selber immer wieder unseren Unmut bekunden, sondern jeder weiß, die gesellschaftliche Anerkennung des Berufes ist mangelhaft, die Eltern haben ein Berufsbild, ihr spielt ja nur mit Kindern und
Wir haben bei, wie viel haben wir, 275.000 Kindern in Niedersachsen, haben wir über 500.000 Eltern, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und ich finde es äußerst wichtig, wirklich zu stehen und zu sagen, Eltern, wir machen hier Bildungsarbeit. In Berlin bin ich an einer Kita entlang geradelt, die hatte drüber stehen Kindertagesstätte und unten irgendwann ergänzt, weil die Schrift viel, viel neuer und frischer war, Bildungseinrichtung. Und dann dachte ich, ja, ist ein Signal. Wir sind Bildungseinrichtung. Kann man machen. Muss man es machen? Ja, wahrscheinlich. Ja, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wir sind Bildungseinrichtung. Fand ich mal eine neue Idee. Habe erst gelächelt, dann habe ich gedacht, doch, ist eigentlich ganz gut. Ein anderes Bild, was uns Erzieherin ganz gut beschreibt, hat mein Kollege mir heute Morgen noch mitgegeben. Möchte ich auch gerne an Sie weitergeben. Das entspricht dem Wunsch, wir Erzieherinnen möchten, dass mit uns gesprochen wird. Mit uns heißt nicht über uns. Die Fachschulen, die Hochschulen, die meinen es alle total gut mit uns. Das merke ich auch hier in diesem Kreis. Bin ich auch furchtbar dankbar. Das sind alles Inhalte, die mir aus dem Herzen sprechen. Aber ich bin hier als eine von 4 Vertreterinnen aus der Praxis. Gott sei Dank darf ich hier sein. Aber alle meine Kolleginnen aus dem Leiterinnenkreis, aus Osnabrück, ich arbeite im Dachverband der Elterninitiativen und Freien Träger, die wissen nichts vom NIFBE-Projekt. Wenn ich mal was erzähle, dann große Fragezeichen, die haben keine Zusammenhänge. Da muss meiner Meinung nach wirklich mehr passieren. Also holen Sie uns bitte rein in die Gremien, in die Tagungen, in die Sitzungen, in denen entschieden wird, was in der Praxis umgestaltet werden soll. Ganz großer Wunsch von mir. Ja, danke erstmal für die Ausführung. Ich möchte jetzt gerne mal sozusagen der anderen Person das Wort übergeben, Herrn Eibeck, der heute hier sitzt für die GEW und ja damit auch für sich in Anspruch nimmt, die Praxis zu vertreten. Vielleicht möchten Sie da anschließen und ich möchte, beziehungsweise wenn Sie etwas beitragen wollen, liebes Plenum, dann erheben Sie bitte die Hand und dann werde ich das gerne berücksichtigen. Herr Eibeck hat sich jetzt schon innerlich vorgewärmt, aber gibt es jemanden, der ich an dieser Stelle gerne etwas sagen möchte? Okay, Sie melden sich einfach und dann nehme ich Sie bei nächster Gelegenheit dran. Herr Eibeck. Ja, in der Tat ist es natürlich so, in meiner Berufsrolle als Vertreter einer Gewerkschaft sind wir Interessenvertretung der Beschäftigten in sozialpädagogischen Berufen und vor allem eben auch in Kindertageseinrichtungen. Insofern bin ich selbst als Diplompädagoge, der 1976 sein Diplom an der Frankfurter Universität gemacht hat, natürlich niemand, der aus der Praxis kommt, bin aber dennoch sozusagen oder habe zumindest den Ehrgeiz, das wahrzunehmen, so eine Art Sprachrohr derjenigen, die bei uns Mitglied sind und die sich davon versprechen, wenn sie sich in der Gewerkschaft engagieren, dass das auch weitergetragen wird und eingebracht wird in fachliche Diskussionen und auch in politische Zusammenhänge. Das werden andere Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter, ich sehe ja da auch noch einige, sicherlich auch so sehen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung. Was bei uns natürlich eine besondere Rolle spielt, und das ist ein Thema, das heute ja auch schon mehrfach angeschnitten wurde und auch auf dem Blatt hier nochmal, das Frau Schneewind ja in die Tagesmappe gelegt hat, mit der Überschrift Die Kita im Jahr 2020. Achso, nein, steht nur Kontakt drunter. Sie sind auch die Autorin. Ich bin die Autorin. Genau. Jedenfalls spielt das Thema eine große Rolle für die Gewerkschaftsarbeit naturgemäß, aber auch in unserem Kontext, den wir hier besprechen, ist die Frage der Bezahlung der Fachkräfte. Da wurde ja heute Morgen auch wieder darüber zu Recht geklagt. Das Tarifsystem ist natürlich immer auch eine Abbildung von Machtverhältnissen, von Kräfteverhältnissen, auch eine Abbildung von Durchsetzungsfähigkeit. Ich glaube, da haben sozialpädagogische Fachkräfte, da haben Erzieherinnen in Kindertagesstätten in den letzten Jahren doch eine Menge sozusagen an Power zugelegt.
Ich denke nur an die langen Streiks und Kundgebungen im Zuge der Tarifverhandlungen für den sozialen Erziehungsdienst im Jahr 2009, die ja dann auch zu dem Tarifabschluss geführt haben, wo wir zum ersten Mal sozusagen auch mit einer eigenen Tabelle für diesen Bereich nun agieren können. Das hat nicht dazu geführt, dass man jetzt jubelnd sagen kann, das war der Durchbruch und da haben wir materiell für Erzieherinnen nun tatsächlich gute Bedingungen herausgeholt, aber es ist strukturell zunächst erstmal viel durchgesetzt worden. Man muss da jetzt noch mal weiter dranbleiben. Vielleicht die Frage ist natürlich immer, und das wird wahrscheinlich dann auch schon zur Frau fast überleiten, obwohl Sie ja als Deutscher Städtetag nicht am Verhandlungstisch sitzen, das macht ja die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Aber die Frage ist dann immer, wenn wir, und ich war da an den Verhandlungen selbst auch persönlich beteiligt, wenn wir vor der Frage stehen, wie machen wir Arbeitgebervertretern, die selbst überhaupt gar nichts mit Pädagogik und mit Erziehung zu tun haben, wie machen wir denen deutlich, wie viel Geld pädagogische Arbeit wert ist? Ich habe eine gute Idee. Das darf ist ich schön. Dir sagen? Ja. Ja. Schicken Sie sie einfach mal einen Tag in die Kita. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Das kann ich dir gerne mal empfehlen. Nur glaube ich, auch da werden Sie natürlich vieles erleben, vieles sehen an Belastung, an Stress und werden da einiges mitnehmen. Aber dennoch stellt sich die Frage, wie kann man pädagogische Qualität sichtbar machen? Nicht nur für sich selbst sozusagen und im eigenen fachlichen Kontext, sondern auch für die Außenwelt, für die Gesellschaft und dann auch für diejenigen, die an dieser Stelle zum Beispiel bei Tarifverhandlungen Entscheidungen zu treffen haben. Also diese Frage ist eine, die uns sehr berührt und da werden wir, denke ich, in der nächsten Zeit auch das einige oder andere Projekt starten, weil es sich ja da auch die Frage stellt, ich glaube, Hilmar Hoffmann hat das gesagt, auf einer Folie stand es zu lesen, vielleicht war es nur ein Zitat, dass Hochschulabsolventen nicht wie Hochschulabsolventen bezahlt werden. Das ist tarifrechtlich schlicht falsch. Selbstverständlich werden Hochschulabsolventen immer dann wie Hochschulabsolventen bezahlt, wenn sie auch eine Arbeitsleistung erbringen wie Hochschulabsolventen. Ja. Ja? Nur da wenn sie sozusagen, nicht, ja. Wenn ein Hochschulabsolvent eine Arbeit leistet, die vom Arbeitgeber gefordert wird und diese Arbeit ist die Arbeit einer Kinderpflegerin, dann wird diese Person wie eine Kinderpflegerin bezahlt. Das ist naturgemäß so. Und die Frage ist jetzt aber, und das ist die entscheidende Frage in diesem Kontext, wie mache ich deutlich, dass Bildung, Erziehung und Betreuung heute ein Niveau braucht, dass nicht mehr das Niveau sozusagen einer schnellen Ausbildung, einer Berufsfachschule, einer Fachschule, sondern ein akademisches Niveau ist. Wie mache ich das deutlich und mache ich das glaubhaft? Also ich würde jetzt gerne versuchen, Sie sind sofort dran, zusammenzufassen, wo wir jetzt in unserer Diskussion sozusagen schon hingelangt sind. Also wir wissen, Berlin ist sehr engagiert und Sie haben auch darauf hingewiesen, es braucht Gesetze, damit Handlungen folgen. Wir haben von Frau Viernickel gehört, dass eine Vereinheitlichung nicht im Sinne des Erfinders ist. Wir wissen von Frau Wenzel, die Praxis möchte mitreden. Es müssen Wege gefunden werden, die Praxis einzubeziehen. Und mir wäre es jetzt nochmal wichtig, aus meiner Perspektive darauf hinzuweisen, dass Professionalisierung nicht gleich Akademisierung ist. Am Ende Ihrer Ausführungen ging es ja um die Hochschulabsolventen, aber das Feld besteht ja weder jetzt noch in 30 Jahren nur aus Hochschulabsolventinnen und Absolventen. Und die Frage der Bezahlung ist, glaube ich, immer ja sozusagen ein schwieriges Feld. Man muss dazu sagen, ich hatte vorher den Podiumsteilnehmern nicht verboten, aber sie darauf hingewiesen, dass ich nicht darüber diskutieren möchte, dass ja leider kein Geld da sei. Also diese diese Aussage halte ich auch nicht für richtig, aber deswegen, ja, also es geht darum, den Tarifvertrag anzupassen, aber dieses Beispiel von jemand wird nicht nach dem bezahlt, wie er sozusagen ausgebildet ist, impliziert ja sozusagen schon das eigentliche Problem, von dem wir weg wollen, nämlich der Sachverhalt
der sich zeigt, ist, es ist ja gar nicht vorgesehen, dass ein Hochschulabsolvent in einer Kindertagesstätte tätig ist. Von daher gesehen ist das sozusagen eine Diskussion, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Aber Frau Karsten sprang fast aus dem Sitz und ich möchte ihr gerne die Möglichkeit geben, dass Sie nochmal dazu Stellung nehmen was, oder etwas dazu sagen, was Herr Karsten gerade Herr Eibeck. Nein. So schnell ist man verheiratet. Marile Karsten, Professorin in Lüneburg, gleichzeitig aber auch Verdi-Mitglied und in den Arbeitsmarkt- und Berufsfragen sehr deutlich. Also der Bachelor ist als akademischer Abschluss bisher nicht anerkannt. Das ist die Tarifgemeinschaft der Länder, hat ihn nicht anerkannt. Dieser Punkt führt dazu, dass man mit Bachelor-Absolventen umgehen kann, wie man will. Das ist einfach nicht tolerabel. Gleichzeitig ist aber nicht tolerabel und das würde dann direkt weiter in die Diskussion führen. Und da fände ich gut, Frau Offer, wenn Sie das dazu sagen würden, warum. Wir haben am 16.05. Liegt der DQR vor. Der DQR basiert auf der Ausbildung von Rheinland-Pfalz. Dreijährige, unechte Fachschule, ohne Sozialassistenz vorweg. Also das ist das Musterbeispiel, warum in der Steuerungsrunde niemand aus dem sozialen Bereich ist. Das wird gebildet vom Bundesministerium für Bildung, vom Bundesministerium für Technik und vom Bundesministerium für Wirtschaft. Sorry, aber wenn der Bereich nicht vertreten ist und das Musterbeispiel eine der schlechtesten Varianten der Fachschulausbildung ist, dann kann man an der Stelle nur sagen, dann hat ganz schlicht und ergreifend auch unsere Gewerkschaft, Herr Kollege Eibeck, gepennt. Meine auch. Also jetzt zu dieser konkreten Frage kann ich jetzt leider gar nichts sagen, wer da wie, warum nicht reingekommen ist. Sicherlich immer spannend. Vielleicht mache ich noch mal ein bisschen allgemeineren Einstieg. Ja, mein Name ist Regina Offer, ich bin Hauptreferentin beim Deutschen Städtetag. Ich bin zuständig für Kinder- und Jugendhilfe und auch für das Arbeitsfeld der Arbeitsmarktpolitik, SGB II. Ich sitze hier natürlich als Referentin für Kinder- und Jugendhilfe. Ich denke, der wichtigste Beitrag, den der Deutsche Städtetag im Moment leistet zur Frage der Professionalisierung, ist, dass er die jetzt jahrelange Debatte und den jahrelangen Druck beim Ausbau der Kindertagesbetreuung, bei der Realisierung des Rechtsanspruchs nicht dazu genutzt hat, um politische Forderungen nach einer Absenkung der Qualität zu stellen. Also das muss man, denke ich, mal aussprechen. Ich weiß, dass Sie bestimmt im Detail sagen werden, in der Einrichtung wird eine Überbelegung diskutiert, zeitlich befristet, etc. Sowas ist landesrechtlich möglich und natürlich gibt es auch mit den freien Trägern entsprechende Diskussionen, aber wir sprechen hier über eine andere Dimension. Dr. Schilling sitzt im Publikum, der ist da der absolute Fachmann. Es gibt natürlich, und das wird wahrscheinlich vielen hier auch bewusst sein, sehr unterschiedliche Betreuungsschlüssel in den Ländern, sehr unterschiedliche Qualitätsstandards und gerade dort, wo der Ausbaudruck besonders groß ist, in den alten Bundesländern, in Berlin auch, sind aber die Betreuungsschlüssel schon sehr gut. Es gibt keine Diskussion von uns geführt, politische Forderung zu sagen, dann setzen wir doch einfach die Betreuungsschlüssel hoch und dann haben wir den Rechtsanspruch erfüllt. So eine Diskussion kann uns keiner nachweisen. Wir haben sie nie geführt. Wir haben eine derartige Forderung nie aufgestellt. Und das ist, glaube ich, bei dem enormen Druck, unter dem die Städte stehen, gerade die Städte, weil dort der quantitative Ausbaubedarf besonders groß ist, ist schon ein wesentlicher Beitrag. Das heißt natürlich nicht, dass sich das damit erschöpft, aber es ist für mich ein wichtiger Punkt, das auch mal vorzubringen, dass wir an der Stelle wissen und das auch immer in unseren Beiträgen nach vorne bringen, dass die Anerkennung des Erzieherinnen- und Erzieherberufes wichtig ist, dass der qualitative Ausbau wichtig ist. Das wissen wir. Wir stehen da, glaube ich, auch vor Ort in einem ständigen Diskurs mit freien Trägern und mit Kämmerern, was eben möglich ist. Und was wollen Sie noch tun? Das wäre die Frage. Was wäre Ihr Beitrag für die Zukunft?
Ja, also der Beitrag für die Zukunft ist, dass wir als Verband diese Frage des qualitativen Ausbaus immer mittransportieren und durchaus wissen, dass wir uns dem stellen müssen und dass das logischerweise den quantitativen Ausbau begleiten muss und das wahrscheinlich auch, wenn eben dieser große politische Fokus auf der Quantität nicht mehr so liegt, natürlich wir uns dem stellen müssen. Und das heißt, das sind natürlich viele Fragen. Also die Akademisierung ist eben nur eine Frage, neben den Standards, die eben wichtig sind bei der Frage, was kann man tatsächlich tatsächlich dann auch realisieren in der konkreten Arbeit mit den Kindern. Wir setzen uns ein bei der Frage Anerkennung von Abschlüssen. Die Frage, wird jemand mit einem akademischen Abschluss wie eine Kinderpflegerin bezahlt, hängt natürlich auch an der Frage, wie werden Abschlüsse anerkannt. Das ist Landesrecht. Wir setzen uns dafür ein, dass man da auf Landesrecht auch weiter voranschreitet. Auch die Frage ausländischer Berufsabschlüsse etc. Denn wir haben, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Wahrheit, nicht beliebig viele potenzielle Beschäftigte, sondern haben auch einen sehr großen Fachkräftemangel und wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie schaffen wir es, trotz der fehlenden Fachkräfte sozusagen, wie schaffen wir es, die Qualität weiterzuentwickeln mit den Beschäftigten, die wir haben und auch mit dem Potenzial, was wir haben. Gut, ich würde jetzt gleich weitergeben an Frau König, die sich ja mit der Frage der Weiterqualifizierung beschäftigt. Und ja, vielleicht möchten Sie dazu Stellung nehmen, was bisher hier auf dem Podium gesagt wurde. Und ja, ich übergebe das Wort an Sie. Ja, genau, das passt sehr gut. Qualität ist auch das Anliegen der WIF. Das steht bei uns im Mittelpunkt, pädagogische Qualität. Und unsere Fragen richten sich eben an Professionalisierung aus. Das heißt, wir gucken oder wir verstehen Professionalisierung auch als Aufstiegsprojekt. Wir versuchen eben tatsächlich diese Prozesse, die im Rahmen der Akademisierung angestoßen sind, jetzt auch für das breite Feld nutzbar zu machen. Und ich denke, das ist eine große Chance und ich möchte auch gern ein bisschen die Diskussion umwenden, weil ich denke, wir befinden uns derzeit in Reformprozessen und ich denke, es wurde schon viel gesagt. Ich denke, der Kita-Besuch ist heute wirklich ein ganz wesentlicher Bildungsort neben den Familien. Das zeigt auch, welche Bedeutung Kita oder die Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen heute eingenommen hat und weshalb es so ein wichtiges Anliegen für unsere Gesellschaft ist, hier auch an pädagogischen Qualität zu arbeiten. Weil wir, denke ich, auch alle wissen, was eben genau die frühen Jahre für die Bildungsbiografie von jungen Kindern, ja, was das ausmacht. Ja, vielleicht noch zur WIF, vielleicht, ich habe die Abkürzung noch gar nicht erklärt, steht für die Weiterbildungsinitiative frühpädagogischer Fachkräfte. Das ist eins der größten Forschungsprojekte am Deutschen Jugendinstitut, das ich derzeit dort auch leite. Und wie ich es eben schon gesagt habe, der Hauptfokus aller Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, ist Professionalisierung. Wir haben sowohl empirische Studien zu diesen Entwicklungen, wie entwickelt sich derzeit das Feld der Fachkräfte, wie sieht es aus mit diesen Akademisierungsprozessen, fängt es an, sich zu konstitutionieren oder wie sieht es aus mit den Bachelorstudiengängen oder haben wir eine Entwicklung in Richtung Master auch? Wir haben aber auch Arbeiten in der Hinsicht, dass wir uns vor allem eben über mit Herausforderungen, mit denen das Feld in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Inklusion, mit Sprachbildung steht, indem dass wir auch Expertengruppen bilden, ähnlich wie es vorhin vorgestellt wurde vom NIFBE, versuchen wir auch Experten aus unterschiedlichen Fachkreisen zusammenzubinden und zu aber hier zu themenbezogenen Auseinandersetzungen dann auch Wissen zusammenzutragen, eben aus unterschiedlichen Disziplinen. Ja, vielen Dank. Es gab eine Wortmeldung. Ja, danke. Schönen Dank. Johannes Keil vom Institut für Hochschulforschung. Ich betreibe mit dem Professor Pasternak zusammen ebenfalls ein Professionalisierungsprojekt. Im Institut für Hochschulforschung dazu erstmal eine grundsätzliche Bemerkung zu der Forderung des Aktionsrates.
Wir haben doch konstitutionell in der verankert die Freiheit von Forschung und Lehre. Insofern ist dieser, also die Wortwahl schon relativ schwierig, aber ich würde auch sagen, das wird ein Unterfangen, was wir alle, sollte man das vereinheitlichen wollen, in unserer Lebzeit sicherlich nicht erleben werden. Aber insofern fraglich, ob man es fordern soll oder nicht. Ich glaube, daraus wird eher nichts. Ich wollte noch mal ganz grundsätzlich was sagen zu der Verwendung des Begriffs Akademisierung und Professionalisierung, der hier manchmal leichtfertig stattfindet. Simultan wird dann gesagt Professionalisierung, Akademisierung. Zum anderen sich aber, habe ich auch den Eindruck, ein bisschen Hoffnung damit verbinden. Dazu ganz grundsätzlich Folgendes. Ich glaube, dass man sich doch was vormacht, wenn man nun sagt, dass man aus der Akademisierung sogleich einen Professionalisierungsprozess machen kann, in dem Sinne, wie es hier immer gebraucht wird, dass man dann die Praxis dadurch besser machen kann. Wir haben in der Wissenschaftsgeschichte an aller Stelle erlebt, dass die Forschungsergebnisse de facto, also sowieso nicht eins zu eins, aber nur in ganz geringem Umfang in die Praxis zu übertragen sind. Insofern glaube ich, dass in der jetzigen Situation des Professionalisierungsprozesses dahinter steht, dass man den Fachschulsektor, also die Akademisierung im Fachschulsektor stattfindet, der Forschungsanteil dort nicht so hoch ist und man dort auf die Lehre sehr viel Wert legt. Fachhochschule, Entschuldigung, und dort auf die Lehre sehr viel Wert legt, das ist sicherlich Professionalisierung, aber diese Akademisierung im Sinne von Forschung wird es wahrscheinlich in der Zukunft nicht in der Form geben können, so ab dem Moment, ab dem man das auf ein universitäres Level erheben wird. Zudem, und das ist eine zweite Anmerkung dazu, ich glaube, dass genau wenn man es auf die universitäre Level eben dann die Professionalisierung hebt, wenn es dann eine Akademisierung ist, dann passiert was ganz anderes, was eben gegenwärtig auch nicht einfach schon funktioniert, denn man hat eine Professur gegenwärtig an der Fachhochschule mit einem Praxisanteil von 2 Jahren, man muss in der Praxis tätig gewesen sein. Universitäre Karrieren funktionieren überhaupt nicht über Praxis. Universitäre Karrieren funktionieren über einen akademischen Weg. Und dann daraus, den Fehler hatte man im Bologna-Prozess auch schon gemacht, wenn man gesagt hat, Bachelor, der schafft dann von universitären Personal, was noch nie in der Praxis tätig war an Universitäten, dann eine bessere Praxis. Die haben damit nichts zu tun. Ja. Es wird jetzt illustrativ. Ich weiß, ich glaube, die Argumente die sind klar geworden. Angekommen. Vielen Dank. Frau Viernickel würde dazu gerne kurz Stellung nehmen. Und ich möchte danach aber sofort Frau Schwacke auch die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen. Okay, also ich bin zunächst mal Ihrer Meinung, dass Professionalisierung nicht mit Akademisierung gleichzusetzen ist. Akademisierung ist ein Bestandteil eines Professionalisierungsprozesses dieses Feldes. Ich finde auch ein wichtiger Bestandteil, aber es ist natürlich nicht alles und es wäre fatal, wenn man so tut, als würden wir alle nur akademisches Niveau benötigen, was ja sowieso nur das ist ja gar nicht realisierbar, aber und dann würde die pädagogische Praxis automatisch besser werden. Das wissen wir, dass es so nicht ist. Ich verwehre mich aber dagegen und ich glaube sogar, da kann ich eine Gegenposition aufbauen, dass die Forschung nicht in die Praxis kommt, weil die Forschung ja nur an Universitäten stattfindet und deshalb Forschungsergebnisse sozusagen nicht transferiert werden in Praxis. Also ich denke, dass gerade Fachhochschulen, das ist die Erfahrung, die ich habe, das ist, müsste empirisch dann auch nochmal belegt werden, aber dass gerade Fachhochschulen durch ihre starken angewandten Forschungsbereich und auch durch dieses angewandte Forschungsinteresse sogar prädestiniert dafür sind, dass genau dieser Transferprozess, schwer genug ist er, aber dass genau dieser Transferprozess geleistet werden kann. Und ich glaube, dass das besonders gut geht in berufsbegleitenden, berufsintegrierenden Studiengängen. Und deshalb wäre meine eine ganz konkrete Baustein, den ich gerne forcieren würde, wäre mehr solcher Studiengänge zu etablieren und zwar solche, wo dann aber auch ein ganz großer Anteil der Fachpraxis, der Kompetenzen, die in beruflichen Zusammenhängen oder auch in nicht, also nonformalen Bildungsprozessen erworben worden sind, die anzuerkennen. Natürlich muss das auch gesteuert werden, aber das ist für mich ein Weg, wo wir Professionalisierung auch noch ein bisschen weiterentwickeln könnten.
Ja, jetzt nun das Wort an Frau Schwacke, die ja jetzt sozusagen die Wiege der Qualifizierung der frühpädagogischen Fachkräfte vertritt, nämlich die Fachschulen. Und uns würde natürlich interessieren, es wurde jetzt viel darüber diskutiert, ja, ist die Praxis nun gut oder ist sie schlecht? Und wir brauchen auf jeden Fall Qualität, das ist klar. Quantität ist von der Politik aber gefordert. Und wir wissen jetzt auch, der Städtetag hat viele schlimme Sachen zum Glück nicht gemacht und gefordert. Das machen wir uns nochmal bewusst, aber die Frage ist ja auch, was wollen wir sozusagen tun? Und jetzt, wir sind schon sozusagen in dieser Diskussion immer haarscharf an dieser auch Fachschul- versus Hochschulausbildung ein wenig dran vorbeigeschlittert, aber mich würde einfach nochmal interessieren aus der Perspektive der Fachschulen, was bedeutet Professionalisierung und was können Sie als Vertreterin der Fachschulen auch dazu beitragen? Vielleicht ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Abteilungsleiter an der Abteilung Sozialpädagogik in Hildesheim an der Hermann-Null-Schule, gleichzeitig im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft und Bundesvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der staatlichen und freien Schulen. Na, also von daher habe ich natürlich eher eine Perspektive, die sich einmal auf das Land bezieht, im Weiteren natürlich aber auch bundesweit angelegt ist. Dann fange ich mal erstmal mit der Perspektive, die sich auf das Land Niedersachsen bezieht, an. Ich glaube, einig sind wir uns alle, dass jedenfalls in absehbaren Jahren sehr wahrscheinlich der größte Teil des erzieherischen Fachpersonals an den Fachschulen ausgebildet wird. Das ist unbestritten, da brauchen wir uns hier auch gar nicht weiter drüber zu unterhalten. Und das heißt für mich, jetzt erstmal auf Landesebene bezogen, wir haben in wissenschaftlicher Begleitung von Herrn Professor Kloß ja eine Modularisierung sozusagen angefangen, durchgeführt, einen Schulversuch beendet und wir werden sozusagen die Ergebnisse der Modularisierung jetzt in Rahmenrichtlinien als Ordnungsmittel und damit verbindlich für Niedersachsen, ich spreche jetzt erstmal für Niedersachsen, sozusagen installieren. Warum ist das wichtig? Wichtig ist es insofern, weil es natürlich ein kompetenzorientiertes Ausbildungsprofil ist. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir reden hier die ganze Zeit über Hochschulen. Für Sie und Sie Vertreterinnen der Hochschulen ist natürlich die Modularisierung längst ein alter Hut. Für die Fachschulen im Lande Niedersachsen, und bundesweit komme ich gleich noch darauf zu sprechen, ist das alles andere als ein alter Hut. Und deshalb mein Ansatz ist sowieso der, und das wäre das, was mir perspektivisch betrachtet am allerliebsten wäre, wenn man zwischen Fachschulen und Hochschulen hin zu, sage ich mal, zu einer integrierten Lehre kommen würde. Das haben wir teilweise ja auch in Ansätzen schon umgesetzt. Ist ja nicht so, dass das nun was ganz Verrücktes wäre, was ich hier sage. Ja? Aber das setzt natürlich, sage ich mal, auch die formale und kompetenzorientierte Gleichstellung voraus. Und deshalb ist für mich die Modularisierung der Ausbildung in den Fachschulen ein ganz zentraler Punkt. Bundesweit betrachtet, das sage ich jetzt für Niedersachsen, bundesweit betrachtet, 16 Bundesländer, 16 verschiedene Erzieherausbildung. Da fällt einem manchmal wirklich nichts mehr zu ein. Und da finde ich schon, also auch wenn das ein bisschen jetzt anders ist als in dem, was Sie gerade sozusagen dargelegt haben, da finde ich schon länderübergreifenden Lehrplan, der kompetenzorientiert ist, finde ich dann schon eine Weiterentwicklung als 16 verschiedene Lehrpläne, Curricula, die wirklich teilweise einen erstaunen lassen. Ich möchte es jetzt mal so allgemein ausdrücken. Also das wäre für mich schon eine wirkliche, dann auch eine kompetenzorientierte Weiterentwicklung. Und ich will jetzt gar nicht die Diskussion Level 6 hier beginnen, aber wir wissen, dass wir uns an den Kompetenzen zu messen haben. Genauso wie die alle Hochschulen auch. Ja, und das ist für mich sozusagen der zentrale Punkt, an dem wir die nächsten Jahre zu arbeiten haben. Das steht für mich überhaupt im Mittelpunkt des gesamten Ausbildungsinteresses. Ansonsten führen wir Abwehrkämpfe im Augenblick. Was passiert denn über den sogenannten Fachkräftemangel, dass unsere Eingangs sozusagen Voraussetzungen herabgesetzt werden können? Also Schlecker-Damen und Frau von der Leyen brauche ich jetzt, glaube ich, hier nicht in diesem Kreise noch mal weiter anzuführen, wo wir ja auch entsprechend reagiert haben. Aber
Das ist, da haben wir im Augenblick in den verschiedenen Bundesländern schon zu tun, dass wir die Eingangsvoraussetzungen, die wir haben, auch wirklich halten können und auch, sage ich mal, die Dauer der Ausbildung halten können und nicht auf einmal jetzt alles, sage ich mal, Billigerzieher kriegen wir nicht, ne? Innerhalb von 2 Jahren mal eben ganz locker ausgebildet. Halte ich jedenfalls für einen riesengroßen Fehler, ist auch mit mir sowieso gar nicht zu machen. Ein weiterer Punkt, eine sage ich mal, professionalisiertere Lernortkooperation. Damit meine ich die Lernortkooperation mit der Praxis. Sicherlich haben wir da schon sehr gute Ansätze, auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber auch dort, und zwar ein bisschen mehr auf Augenhöhe, könnte ich mir gut vorstellen, hätte ich gern Ausbildungskonzepte, die auch gemeinsam erarbeitet werden und gemeinsam umgesetzt werden, mit der Praxis. Wir selbst, ich weiß ja jetzt, einen Satz sage ich erstmal noch, ich weiß ja nicht, ob ich noch mal rankomme. Wir haben uns auf Bundesebene ja zusammengeschlossen, die staatlichen Schulen, die katholischen Schulen und die evangelischen Schulen zu einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft, weil wir eigentlich doch überwiegend gleiche Interessen haben. Und wir initiieren zurzeit gerade ein Bildungsbündnis Sozialpädagogische Zukunft 2020, was wir gern zusammensetzen möchten mit Politikern, mit Trägervertretern, mit Gewerkschaften selbstverständlich auch, mit Fachschulen, mit den Vertretern der Fachschulen und der Hochschulen. Und ich denke, dass das noch ein weiterer Weg wäre, die Professionalisierung, die ich natürlich auch sehe und die ich auch für erforderlich halte, weiterhin voranzutreiben. Vielleicht soweit erstmal. Vielen Dank. Ich möchte noch mal versuchen, das ein wenig zu sortieren. Jeder ist natürlich sozusagen spricht aus seiner eigenen Perspektive. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sei ein Kind und bin sozusagen in der Einrichtung und versuche das mal bis zur Politik hochzudenken, dann würde ja für mich als Kind in dieser Einrichtung Professionalisierung bedeuten, dass ich also auf pädagogisches Fachpersonal treffe, was ich im Zweifel nicht so bezeichnen würde, hoppala, sondern ja, bestenfalls mit Vornamen anspreche, aber jemand, der mir zugewandt ist, also jemand, der irgendwie weiß, was er tut. Diese Person wäre dann geschützt, eingebettet durch eine kompetente Kita-Leitung, die möglicherweise, aber nicht ausschließlich hochschulisch ausgebildet ist, die wiederum von den Gewerkschaften darin unterstützt wird, dass sie angemessen bezahlt wird, ebenso wie die Person, die sozusagen mit mir pädagogisch interagiert. Dann weiß ich als Kind möglicherweise, dass mein pädagogisches Fachpersonal inklusive Kita-Leitung die Möglichkeit hat, sich auch weiterzuentwickeln, sich also weiter zu qualifizieren, entweder durch etwas, was WIF anbietet oder was sich daraus entwickelt oder sich möglicherweise dazu entschließt, einen transparent vergleichbar, sage ich jetzt mal, ein Studium anzustreben. Und also ich stelle sozusagen fest, es gibt verschiedene Varianten, wie das Personal, dem ich anvertraut bin als Kind, sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist so der Kern dieses Professionalisierungsprozesses, dass es um Weiterentwicklung geht. Und dass es viele Wege gibt, diese Weiterentwicklung umzusetzen. Oder sei es eben durch die Fachschulen, an denen das pädagogische Personal ausgebildet wurde. Und all dies wird dann bestmöglich von der Politik gesteuert mit Gesetzgebungen, die, das war ja der Wunsch der Praxis, eben an Ländergrenzen nicht Halt machen und die auch nicht je nach parteipolitischer Ausrichtung alle 4 Jahre mal wechselt und bestmöglich finanziert also vom Städtetag, der sich sozusagen die guten Vorsätze der Qualität verschrieben hat. Und wenn Sie das sich sozusagen so betrachten, dann frage ich mich jetzt, wir sind uns da alle ganz einig. Also es gibt natürlich Reibungen, Abwehrmechanismen an bestimmten Punkten. Also geht es gar nicht so sehr um frühe Kindheit, sondern an bestimmten Punkten auch um die Frage, wie arbeiten Institutionen eigentlich zusammen? Und das war ja der Aufhänger dieses Projektes,
dessen Abschluss wir heute begehen. Und meine Frage wäre jetzt, da möchte ich ein wenig an das anschließen, was Herr Hoffmann ausgeführt hat, dass sozusagen die vertrauensvolle Basis ja da sein muss, damit sich Personen auch austauschen. Und daher wäre jetzt meine Frage, was muss sozusagen geschehen, damit dieses Vertrauen der Institutionen untereinander eigentlich möglich wird? Weil ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir Unterschiedliches wollen. Wir wollen das, wir sind uns auch einig, was wir wollen. Wir wollen gute Qualität. Und mitmachen wollen wir auch eigentlich alle. Aber was braucht es, auch nochmal die Frage ans Plenum, um dieses Vertrauen zu schaffen, die Wertschätzung zu schaffen, auf Augenhöhe miteinander diesen Weg zu gehen? Ja. Ja, ich möchte zunächst mal noch auf einen Aspekt eingehen, der eben mehrfach genannt wurde, nämlich wer kann eigentlich Leitung machen? Und da hatten Sie gesagt, man braucht viel Erfahrung und auch Sie haben das gesagt. Und die Frage ist, können wir das überhaupt leisten angesichts des Fachkräftemangels, dass wir nur erfahrene Kräfte in diesen Positionen haben? Und ist das wirklich immer die Voraussetzung? Also ich habe Beispiele, ich habe einen Absolventen, der war mit 26 stellvertretender Leiter, der ist jetzt 29 und hat eine Kita. Und bei dem ist eine Gruppe ganz, ganz stark mit im Spiel und unterstützt ihn, nämlich der Träger. Und ich glaube, die Träger spielen da auch eine ganz wichtige Rolle, quasi so als Brücke zwischen der Praxis selbst und der Politik, also den Institutionen und auch denjenigen, die nachher Entscheidungen treffen. Also ich denke, die müsste man auch mit einbeziehen und auch Träger stärker ja auch mit einbeziehen, wenn es um Fort- und Weiterbildung geht und überhaupt um Weiterentwicklung der Institutionen. Vielen Dank, Frau König. Sie wollten noch was sagen. Ja, ich glaube, es geht in erster Linie auch darum, dass man so seine gegenseitige Wertigkeit anerkennt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert, immer darüber nachzudenken, ist nun die Fachschulausbildung die günstigere oder das Fachhochschulstudium. Ich glaube, wir müssen anfangen, diese Barrieren in unserem Kopf ein bisschen aufzumachen. Das heißt nicht, dass sie gleichartig sind. An der Hochschule lerne ich definitiv etwas anderes und mit anderen Wissenskomplexen umzugehen als an einer Fachschule. Das setzt mich aber für andere Handlungsherausforderungen eben, bin ich dann in der Lage, diese zu bewältigen. Und ich glaube, eins ist ganz wichtig, vor allem auch, wenn wir in die Richtung denken, lebenslanges Lernen, dann müssen wir einfach auch gucken, dass wir unheimlich viele Chancen haben, im Laufe unseres Lebens weitere Qualifikationen dazu zu gewinnen. Und das sehe ich derzeit als die größte Herausforderung, dass wir die Chancen, die wir auf europäischer bildungspolitischer Ebene angeboten bekommen, tatsächlich fruchtbar machen, auch für unsere Bildungslandschaft. Und ich glaube, wenn wir gegenseitig anfangen, diese Wertigkeit zu schätzen, dann haben wir auch nicht mehr so große Schwierigkeiten, das, was jemand mitbringt, anzuerkennen und damit auch Wege zu öffnen, dass jemand eben dann im Laufe seines Lebens, wenn er erst eine Fachschulausbildung gemacht hat, eben dann auch Weiterbildung an Hochschulen belegt und vielleicht über ein Weiterbildungsstudium dann tatsächlich zu einem höheren qualifizierten Abschluss kommt. Ja, vielen Dank. Herr Hoffmann hat eine Wortmeldung und Herr, ich weiß leider Ihren Namen nicht mehr. Frau Schneewind, Sie haben das Vertrauen angesprochen und ich finde, was Sie jetzt seit einer halben Stunde gemacht haben, ist in vorzüglicher Weise herauszufiltern, wo die Gemeinsamkeiten dieser Kolleginnen und Kollegen sind. Und ich glaube, das passiert viel zu selten. Ich glaube, ich kann mir lebhaft vorstellen, da ich ja alle Apologeten und Apologetinnen teilweise kenne, dass man auch ganz anders hätte fragen können und die Podiumsdiskussion auch ganz anders verlaufen wäre. Und sie wäre in Einzelpositionen zu unterschiedlichen Bereichen verlaufen. Und Ihnen ist es gelungen, ich sag mal, die Schnittfläche hinzubekommen, auch mit ihrem abschließenden Satz, zu sagen, also wo ist denn jetzt dieser kleine gemeinsame Bereich, und zu 95% gehen sowieso alle wieder zurück und müssen für ihren Bereich kämpfen, aber wo ist denn dieser kleine Bereich, in dem wir eine gewisse Übereinstimmung haben und auch wo auch eine Zusammenarbeit für alle gewinnbringend fruchtbar zu machen wäre. Und da glaube ich eben, diese Form der Moderation, die haben wir gar nicht im System irgendwo wo implementiert, das gelingt hier und wieder da mal bei einer Fachtagung, aber sie ist nicht im System drin. Und da finde ich eben,
dass das NIFPE-Projekt das probiert hat und das NIFPE das vorzüglich unterstützt hat, bei allen Schwächen, die dann auch noch wieder passiert sind und auch wieder Rückfälle in andere Sachen. Aber da ist für mich die Frage, wie bekommt man solche Moderationen, wie Sie die jetzt gerade jetzt im Rahmen einer Podiumsdiskussion gemacht haben, ja, aber wie bekommt man sie, ich sag mal, ins fachpolitische System so implementiert, dass das eine Selbstverständlichkeit wäre? Dann wären nämlich auch die Einladungen, wie Frau Wenzel gerade gesagt hat, eine viel größere Selbstverständlichkeit, weil man weiß, das sind die Punkte, da können wir zusammen. Aber die anderen Punkte, da bleiben wir lieber auseinander, weil sowieso jeder oder jede für sich kämpfen muss, weil es eben so ist. Und die Frage ist für mich noch nicht geklärt, wie können wir diese Orte schaffen? Es gab Bernd Heimberg, ich komme vom Diakonischen Werk der Hannoverschen Landeskirche. Wir sind ungefähr für 75% der Fläche Niedersachsen zuständig und in meinem Zuständigkeitsbereich ist auch die Fachberatung und Fortbildung für rund 600 Einrichtungen der Hannoverschen Landeskirche. Und Trägerfrage ist angesprochen worden gerade, einzubeziehen, ja. Es hat lange Zeit gedauert, bis die Träger, und zwar nicht nur die Diakonie und Kirche, sondern auch die anderen Träger in Niedersachsen in diesen Prozess eingebunden wurden. Weil wir sind schon seit ewigen Jahrzehnten sozusagen in Sachen Fortbildung, Qualifizierung unterwegs, für die mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so auch die Leiterinnen, aber auch die normalen Erzieherinnen und Erzieher. Und lebenslanges Lernen ist gerade angesprochen worden, genau. Man muss gucken, wie greifen die einzelnen Phasen ineinander, von der Ausbildung, Fachschulen oder wenn es dann eine universitäre Ausbildung wäre, die Leute zu gewinnen, Stichwort war Fachkräftemangel, das ist schwierig genug. Wir haben enorme Schwierigkeiten, Leitungspersonen, aber auch Erzieherinnen und Erzieher zu finden. Dann sie sozusagen im Beruf zu halten, da machen wir uns nichts vor, viele sind nur interimsweise dort. Teilzeit beschäftigt, nicht nur, weil die Stellen so sind, sondern auch aus eigenem Wunsch. Relativ wenig flexibel, was geografische Entfernungen angeht. Dann muss man überlegen, wie kann man sie im System halten, wie kann man sie weiterqualifizieren. Und die Rahmenbedingungen sind nicht so, da will ich jetzt gar nicht drauf abstellen, aber in Niedersachsen hatten wir vor einigen Jahren die Kampagne Kinder sind Mehrwert von der Freien Wohlfahrtspflege, relativ ohne Ergebnis. Jetzt ist eine Volksinitiative im Gange und die neue Landesregierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie die Qualitätsentwicklung sozusagen vorantreiben will. Wir haben ja einen Orientierungsplan, der heißt deshalb Orientierungsplan, weil er nicht verpflichtend sein kann, weil sonst die Finanzfrage sofort im Spiel gewesen wäre. Und so versucht jeder Träger, ob nun Kirchen, Elterninitiativen oder andere, die Qualität auf einem Level zu halten oder zu bringen, der vertretbar ist. Und das ist schwierig genug. Und die Mitarbeiterinnen, die sind so fertig gerührt in der Praxis, das haben Sie vorhin angedeutet, dass sie teilweise nicht mehr die Zeit aufbringen, sich überhaupt weiterqualifizieren zu können und zu wollen. Da spielt die Frage der Formate eine Rolle, der Fortbildung. Universitäre, Fachhochschule anbilden können natürlich auch Fortbildungsveranstaltungen machen. Es gibt ja durchaus Universitäten, die auch in Sachen QM und so weiter eigene sozusagen GmbHs gegründet haben, um in diesem Feld auch noch ein Segment abzugreifen. Aber man muss wissen, die sind auch nicht mehr für wochenweise Fortbildungen freizukriegen, die sind tageweise, E-Learning, alle Dinge. Also ich will mal andeuten, wir müssen hier viel stärker wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen in praktisches Handeln, diesen Transfer, das ist das eine, und die Formate sind entscheidend. Und dann natürlich die Rahmenbedingungen für den Alltag in der Kita selbst. Und die politische Ebene wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil das ist eine Endlosschleife, die wir da diskutieren könnten. Aber das, was Sie sagten, möchte ich unterstützen. Die Träger sind ganz entscheidend in den Systemen, die sie selbst verantworten. Und sie sind aber gleichzeitig darauf angewiesen, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sozusagen ein praktisches Handeln zu münden haben. Und da müssen wir gucken, und das Vertrauen ist angesprochen worden. Ja, ist richtig, aber wir müssen, das ist wichtig, so wie Sie es heute Morgen ja auch gesagt haben, dass die Leute, wenn die sich kennen und wissen, die müssen sich ja nichts vorspielen und die eigenen Interessen, die die Einzelnen auch noch mit einbringen, sowohl als Person, als Prof, Professorin oder aber auch als Institutsvertreter, die müssen auf den Tisch gepackt werden, weil nur dann geht es. Und dann kann man immer noch sagen, wo grenzen wir uns ab und wo können wir wirklich in Anführungsstrichen ohne Scheu und ohne, wie soll ich sagen, Gesichtsverlust oder wo die Claims dann nochmal sich verschieben können, wie können wir da etwas voranbringen? Und die politische Ebene ist nicht eine Wissenschaft, also Wissenschaft auf Politik, das ist das eine. Ja? Aber in den Ausschüssen, da sitzen sozusagen leibhaftige Menschen, die noch eine größere Erdung haben, würde ich jetzt unterstellen, als diejenigen, die in einem Wissenschaftsbetrieb schon viele Jahre tätig sind. Und die muss man gewinnen. Weil darüber läuft Meinungsbildung in den Parteien, Sie haben es vorhin angesprochen, in der Senatsverwaltung Berlin, das ist in Niedersachsen genau das Gleiche. Ja, Sie müssen Step by Step by Step. Und dann machen Sie noch eine Schleife und noch eine Schleife.
So, ich habe viel geredet. Vielleicht hat der eine oder andere sich da wiedergefunden. Dankeschön. Frau Carsten würde gerne. Das ist ja alles richtig und das ist aber mir trotzdem alles ein bisschen sehr zu weich gespült, weil wir in dem Projekt in diesen 4 Jahren unter anderem auch dadurch das Vertrauen mit allen Ebenen gemeinsam aufbauen konnten, dass wir ein bisschen ansprüchlicher sind. Dass wir uns nicht davon vorgescheut haben, zu sagen, in der Praxis ist an vielen Stellen wirklich richtig scheiße da und die Zeiteinteilung, da kann man nicht von leben. Und weil wir gesagt haben, da ist dran zu arbeiten, weil wir an einer anderen Stelle gesagt haben, diesen ganzen Krampf zwischen Universität und Fachhochschule, das machen wir jetzt einfach nicht mehr mit, sondern wir diskutieren bestimmte Punkte gemeinsam. Wir kriegen das nicht alles gemeinsam hin, aber wir arbeiten da dran. Aber die Ansprüche sind nicht weg. Die Ansprüche heißen, wir haben immer noch einen abgewerteten Bereich der Erzieherinnenarbeit, der ist in der Gesellschaft abgewertet und solange der abgewertet ist, können wir zwar Überlegungen anstellen, aber wir müssen immer noch mal einmal ein etwas höheres Ziel formulieren, nämlich den gesamten Bereich aufzuwerten. Und da können wir dann gemeinsam dran weiterarbeiten. Ich denke, so streng müssen wir mit uns sein, zu sagen, wir reden hier nicht von egalitären Situationen, sondern wir reden von einem dezidiert bewusst über Jahrzehnte und Jahrhunderte, 150 Jahre abgewerteten Frauenberufsbereich. Und es geht jetzt endlich darum zu kapieren, dass der in der Mitte der Gesellschaft ist, dass davon die Lebensqualität abhängt, sagt der Hund übrigens auch als Arbeitgeberpräsident, und dass wir daran arbeiten, auf dem Weg zu einer Gleichstellung für die Zukunft. Und da konnten wir uns in den verschiedenen AGs eben immer wieder verständigen, dass wir gesagt haben, wir erlauben uns ein bisschen ansprüchlicher zu denken. Wir sind eben keine bescheidene Profession, sondern wir erlauben uns zumindest im Denken etwas weiter zu denken, als das uns üblicherweise erlaubt ist. Wir haben doch kein Erkenntnisdefizit. Das haben wir schon seit Jahrzehnten, was Sie gerade predigen. Das ist doch die Frage, warum kommt der nächste Schritt nicht? Und das würde ich weil Sie so argumentieren, was ist kurz-, mittel- und langfristig? Ich habe doch keine Gegenrede gehalten nach dem Motto, wir dürfen die Ansprüche und den Stein nicht weit genug schmeißen. Das war doch gar nicht mein Anliegen. Aber der Erkenntnismehrwert ist doch, der Erkenntnismehrwert muss doch dargestellt werden. Aber Sie haben geredet, wir sollen bitte gerne bescheiden sein in dem Feld. Und dann ganz kleine Schritte machen. Ich würde gerne kurz meiner Rolle als Moderatorin gerecht werden und die Diskussion an dieser Stelle insofern wieder zusammenführen. Ich glaube, also ich möchte jetzt sagen, ich stimme Frau Carstner schon zu, es geht darum, diese Profession aufzuwerten. Es geht darum, alle mit einzubeziehen, auch die Träger. Und ich würde jetzt gerne, ich habe 2 Wortmeldungen aus dem Publikum, ich würde aber gerne Frau Wenzel nochmal das Wort geben, da sie, glaube ich, als diejenigen, das muss man ja auch immer im Kopf halten, die das dann machen müssen, was wir uns ausgedacht haben, vielleicht dazu nochmal was sagen möchte. Ja. Dankeschön. Ja, für mich geht es natürlich in erster Linie um das Wie. Also Sie sprachen mir schon irgendwo aus dem Herzen, aber Sie sprachen in der Mannform und ich frage mich dann, ja, wer tut's denn, wenn man das sollte und man könnte und man würde sich das wünschen? Sie sind ein Mann, aber Sie meinten, glaube ich, das Mann mit einem N. Also ich habe dieses Projekt des NIFBE wirklich auch als ein hervorragendes Beispiel in meinem Herzen, wie nicht Mann, sondern wie Vernetzung stattfinden kann. Und das Wunderbare an dieser Vernetzung ist meiner Meinung nach, dass dabei für mich, für alle Praxisvertreter und Vertreterinnen, die in der AG Praxis mitgearbeitet haben und noch weiterhin mitarbeiten, dadurch eine unheimliche Wertschätzung zustande kam. Und das ist das, was meiner Meinung nach alle Fachkräfte dringendst benötigen, damit diese Fachkräfte tagtäglich in ihren Einrichtungen vor den Eltern, vor den Trägern, in Zusammenarbeit mit Fachberatungen, Fachschulen, wenn sie sich politisch engagieren, gewerkschaftlich hoffentlich immer mehr, ich plädiere dafür, auch da ihre Frau in erster Linie stehen, ihren Mann hoffentlich immer mehr. Aber dafür braucht man das Gefühl, ich bin hier was wert und ich leiste gute Arbeit. Und wie kommt das Gefühl? Das kommt ein Stück weit aus mir heraus. Aber ich finde, das Bild der Gesellschaft, hatte ich vorhin schon angesprochen, ist bekannt, muss einfach, braucht Aufwertung. Und ich wünsche mir von allen Trägern, Kommunen, Hochschulen, alle, die in diesem Kreis mitarbeiten,
dass sie sich persönlich angesprochen fühlen und sagen, ich vernetze meinen Kreis, ich hole mir die Leute aus der Praxis. Also ich wollte nur ein was noch ganz kurz sagen, weil ich mir durch diesen Arbeitskreis die Frage gestellt habe, ja, wo sind denn die Erzieherinnen vernetzt? Und dann haben wir recherchiert und Erzieherinnen, also vernetzt in der Form, dass wir auch öffentlich auftreten und die Interessen wirklich jeder einzelnen Erzieherin vertreten können. Und so eine Interessensvertretung gibt es nicht. Deswegen, jetzt muss ich wieder was trinken. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und Mitstreiterinnen gesucht und Mitstreiter. Und wir haben eine Interessensvertretung gegründet. Wir befinden uns noch in der Gründung, die wirklich von den Erzieherinnen die Probleme, Wünsche, Anliegen bündeln möchte und an die entsprechenden Zielgruppen weitertragen möchte und dort auch diskutieren möchte. Und ich finde, das ist jetzt mein Beitrag, und meiner Meinung nach geht es auch nur so, dass jeder Einzelne, der auf irgendeinem Posten sitzt, seinen Beitrag dazu leistet. Das ist mein großer Wunsch. Dankeschön. Es gibt jetzt verschiedene Wortmeldungen aus dem Publikum. Und Sie, Frau Kleber, Sie wollten auch noch was sagen. Möchten Sie dem Publikum, ja, wenn man hier oben sitzt, hat man so ein bisschen die Entscheidungsfreiheit. Ich glaube, der Herr, dann. Ja, danke. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin ich bin ursprünglich aus Niedersachsen, aber jetzt im Nachbarland tätig. Ich bin dort für den Bereich Kinder und Hilfen zur Erziehung im dortigen Sozialministerium und höre das hier mit Interesse, wie es in Niedersachsen praktiziert wird. Finde diese Vernetzung sehr interessant und dieses Projekt auch interessant. Ich hätte hier einen Stapel Anmerkungen, die möchte ich jetzt alle gar nicht sagen, weil wenn ich über die Professionalisierung rede und sowas, kommen Fragen. Akademisierung, wie will ich das machen? Sachsen-Anhalt, 13.000 Fachkräfte in den Einrichtungen, Ausbildungskapazitäten ausgesprochen gering, wann bin ich fertig? Wir haben das mal hochgerechnet, selbst meine Nachfolger sind denn nicht im Dienst. Also Akademisierung, an der Stelle möchte ich nur noch, das ist das ja nicht. Das können wir, glaube ich. Wir müssen über Professionalisierung in den verschiedenen Bereichen reden. Wir müssen darüber reden in den Fachschulen, wie wir die Fachschulausbildung verbessern. Im Moment ist es so, wir haben eine Generalausbildung Erzieher, wir sprechen aber hier über frühkindliche Bildung. Es ist die Frage, ob wir nicht wieder darüber nachdenken müssen, eine Erzieherin für den Bereich frühkindliche Bildung, eine Erzieherin für den Bereich Heimerziehung. Das sind so Ansätze, wo wir einfach drüber diskutieren müssen, wo wir einen Weg beschreiten müssen. Fortbildung wurde angesprochen. Ich muss immer wieder sagen, ich habe eine Riesenhochachtung vor den Fachkräften in den Einrichtungen. Wir haben ein Programm aufgelegt gehabt in Sachsen-Anhalt. Das ist gesplittet gewesen. 60 Stunden, 40 Stunden, 60 Stunden waren in der Einrichtung selbst, waren Inhouse-Schulungen. Also während des laufenden Betriebs Beobachtung, Begleitung, 40 Stunden waren extern. Diese externen wurden vielfach von den Erzieherinnen ohne gesonderte Vergütung in ihrer Freizeit gemacht. Wir haben eine Beteiligung bei 13.000 Fachkräften im Land von über 6.000 Fachkräften. Also die Bereitschaft ist da, was zu tun. Und ich glaube, kein Berufsbild ist so engagiert im Bereich der Fortbildung und der Qualifizierung wie Erzieherin. So habe ich es zumindest wahrgenommen in meiner Tätigkeit. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich... Ich würde jetzt zum Schluss... Kurz fassen, das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, und das hat Frau Wenzel, glaube ich, sehr gut angesprochen, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Wir haben das versucht bei verschiedenen Prozessen. Wir haben es versucht, als wir die Gesetzesnovellierung kamen. Es gab einen riesen Andrang in die Veranstaltung von Erzieherinnen, von Fachkräften. Es gab bei unserem Bildungsprogramm die Dialogveranstaltung. Also ich glaube, dieses Miteinanderreden ist das Entscheidende. Und auch die Theorie, ob das nun Uni ist, ob das Gesetzgebung ist, ob das andere Bereiche sind, können dort sehr viel lernen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch, 7, 6 Minuten. Ich würde Sie bitten, ich möchte Sie doch zu Wort kommen lassen, aber dass Sie sozusagen
die Quintessenz Ihrer Äußerung in den Vordergrund stellen. Genau. Mein Name ist Sabine Skaller, ich bin Professorin an einer privaten Hochschule. Wir haben einen berufsbegleitenden Studiengang für Erzieherinnen, die Leitungskräfte werden wollen. Und ich denke, diese Versammlung heute hier oder diese Tagung ist für mich auch so ein Ausdruck, dass eigentlich das ganze Feld sich auch nochmal mehr politisieren muss. Also ich denke, wir müssen eine, also das ist mir gerade bei der Trägerposition aufgefallen, wir haben so viel Unsinn in diesem pädagogischen Feld auch. Wir haben so viele Erkenntnisse, aber die nicht umgesetzt werden. Also wir haben diese Erzieher-Kind-Relationsstudie, sag ich mal. Eigentlich wissen wir, dass wir kleinere Gruppen brauchen. Aber was passiert? Die Gruppen werden aufgestockt. Ohne Ende. Also das ist ja nicht so, dass es nicht passiert. Oder wir haben, betreiben Qualitätsmanagement. Wenn ich das Wort schon höre, kriege ich zu viel. Da werden Listen haufenweise ausgefüllt in der Praxis. Das machen gerade die Wohlfahrtspflegeinstitutionen, Diakonie und so weiter, die ganzen großen Träger in Deutschland, die quasi dafür da sind, auch Krankenhäuser zu betreiben, Pflegeeinrichtungen und so weiter, installieren Qualitätsmanagementsysteme, die dann für alle quasi gleichbedeutend sein sollen. Also die quasi ein Stück weit auch die Kitas abdecken sollen, die Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser und so weiter. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da geht es wieder aus dem Feld raus und da werden die Erkenntnisse, die aber eigentlich da sind, zu gucken, was ist pädagogische Qualität, was ist Professionalisierung. Die ganzen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die fließen dort nicht ein. Also da frage ich mich dann, wo bleibt das? Ja. Also das ist nur vielen Dank. Frau Kleber, hatte ich schon gleich, habe Sie gesehen. Ja, ich habe mich angesprochen gefühlt, nochmal aus dem Blickwinkel der Politik etwas dazu zu sagen, als ich hier diesen Diskurs auch wahrgenommen habe, also um die Frage Wertigkeiten, ich sage mal pädagogische Berufe insgesamt, aber insbesondere des Erzieherinnenberufs, weil sich aus meiner Sicht die Gesamtlage noch wesentlich oder noch komplexer darstellt, als sie hier mit zum Ausdruck gekommen ist in einem Für und Wider des aufgewerteten oder abgewerteten Blickwinkels auf den Erzieherinnenberuf. Ich will vielleicht sagen, alle Dinge haben immer zwei Seiten. Das heißt, wir haben einen Rechtsanspruch, wo sofort natürlich auf die staatlichen Institutionen und auf die Politik zukommt, nun zu schaffen, nun löst diesen auch ein. Und schafft etwas, das diesen Rechtsanspruch auch ermöglicht. Damit ist der Druck auf die Quantität eröffnet und sofort sind Kommunen und Länder damit beschäftigt, diese Quantität abzudecken, die immer dann Bewegungen dahin hat zu sagen, ja, ja, können wir es nicht billiger machen, können wir es nicht kürzer machen mit den dort beschäftigten Kräften und diese Abwehrbewegungen, damit bin ich zu einem großen Teil natürlich auch im Land Berlin beschäftigt, weil wir auch diesen Druck auf die Mangelsituation Erzieherinnen haben und dort zu sagen, nein, was denken Sie, wie viele Briefe ich bekomme, die auch aus der Praxis heraus sagt, wir haben dort eine Person, die schon so lange bei uns ehrenamtlich tätig ist, warum können wir die denn nicht auf den Personalschlüssel anrechnen und damit sozusagen da den Stempel der Legitimation bekommen, als Fachkraft anerkannt zu sein. Also da gibt's ja alles in einer solchen Drucksituation. Und insofern sage ich, es ist trotzdem ein Gewinn, dass wir heute ideell die Anspruchssituation an die Kindertageseinrichtung als Bildungseinrichtung haben. Ich meine, es wird ja gleichzeitig gesagt, wie billig können wir es haben und machen. Auf der anderen Seite wird gesagt, aber ich will, dass mein Kind gut sprachgefördert wird. Wie oft, das ist ja die andere Seite, wo Politik und ich mich damit beschäftige, sage, trägt nun die Kindertagesbetreuung dabei, dass Kinder besser auf die Schule vorbereitet werden oder nicht und dass Bildungsdifferenzen und Unterschiede der Elternhäuser in der Kita ausgeglichen werden können, etc. etc. Also in diesem Feld bewegen wir uns. Und insofern ist dieser Anspruch an Kindertageseinrichtungen eben nicht nur als Betreuungssituation, sondern als Bildungseinrichtung aus meiner Sicht auch im Hinblick auf einen Schritt und Vorbereitung der Professionalisierung, auch wenn man es praktisch nicht so richtig merkt, weil jetzt der Quantitätsdruck durch den Rechtsanspruch so da ist, glaube ich, dass es auf lange Sicht durchaus eine Bewegung dahin ist, eine Professionalisierung voranzubringen und
dass mittelfristig dann auch mit den hier formulierten Zielsetzungen dann auch wirklich materiell untermauert werden kann. Ja, wir merken da in der, so ganz unpädagogisch, ohne Druck geht's halt nicht. Also jetzt gab es noch eine Dame, die eine Wortmeldung gerne loswerden wollte und damit würde ich dann die Diskussion auch beschließen. Ich habe noch eine Ergänzung oder ein Wort an Frau Wenzel. Ich kann Ihnen nur gratulieren zu Ihrem Schritt der Politisierung des Berufsfeldes, indem Sie eine Initiative für Erzieherinnen gründen, die sich dann äußern können und hoffentlich im Rahmen Ihres Verbundes auch sich einbringen können, dass die Vereinzelung ein bisschen aufhört und es weitergeht in Richtung ja, große Stimme und auch politischem Gehör finden. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie weniger von Wünschen der Erzieherinnen sprechen und mehr von Erfahrungswissen. Denn das, Sie sind die Einzigen, die das einbringen in diese große Diskussion. Machen Sie das einfach. Ja, das war ein schönes, fast schon Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Podiums. Möglicherweise hoffe ich, dass Sie jetzt nicht frustriert sind, weil Sie nicht so oft was sagen durften, aber wir wollten ja auch... Sie werden bestimmt nochmal eingeladen. Und ich bin noch nicht ganz fertig. ich halte mich... Ich danke Ihnen, Herr Hoffmann hat es schon gesagt, es ging mir auch darum, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und gemäß dem pädagogischen Prinzip die Stärken stärken und die Schwächen schwächen, glaube ich, ist es hier auch wichtig, eben darauf zu gucken, wo können wir uns zusammentun. Das wäre mein Wunsch und mein Erfahrungswissen an der Stelle, dass das gut tut. Ich hatte ja darum gebeten, dass wir nicht um Geld diskutieren oder über Geld, was nicht da ist. Das finde ich sehr schön, dass uns das gelungen ist. Jetzt möchte ich selber diese Regel brechen und habe noch eine Botschaft an die Politik. Jetzt gibt es ja all diese Menschen, die ihre vergessenen Steuern zurückzahlen. Und ich möchte den Vorschlag machen, dass es einen Fonds gibt, der aus diesen zurückgezahlten Steuern gespeist wird, aus den ganzen vielen Selbstanzeigen. Denn das würde doch dazu beitragen, dass das Geld direkt sozusagen von den Steuergeldern in Bildung fließen kann und die nächste Generation weiß, Steuern zahlen lohnt sich. In diesem Sinne. In diesem Sinne beschließe ich die Diskussion. Danke Ihnen ganz herzlich und jetzt dürft ihr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Kaffeepause und mit einer fast halbstündigen Verspätung beginnen wir jetzt mit dem vorletzten Teil der Veranstaltung, zu dem ich nochmal Sie alle recht herzlich willkommen heiße. Worum geht es? Dem Programm haben Sie das entnehmen können. Es geht jetzt um einen Doppelvortrag, fachpolitische Herausforderungen und Strategien für die Professionalisierung des Feldes. Und auf meinem Manuskript hier sozusagen steht ganz dick gedruckt, auf den Punkt gebracht, auch durchaus Provokantes. Da musste ich doch eben schmunzeln, als ich die Wortmeldung einer der Referentinnen hier im Rahmen der Podiumsdiskussion mitbekommen habe, Frau Marile Karsten, die dafür Garant ist, Garantin ist in dem Fall, dass sie durchaus diesem Anspruch folgt und Provokantes hier gleich zu uns sagen wird. Aber es geht inhaltlich darum, nochmal, welche fachpolitischen Herausforderungen und Strategien wir für die Professionalisierung des Feldes brauchen, wie kriegen wir es hin, Herausforderungen an die inhaltliche und strukturelle Passung auf den Weg zu bringen. Und dazu haben wir in der Tat einen Referenten, eine Referentin, die in diesen Feldern nicht nur bekannt sind, sondern sich auch durch vielfältige Forschung ausgewiesen haben, gewinnen können und die beide auch, das darf ich an dieser Stelle schon einmal sagen, dem MIFFE sehr verbunden sind. Ich beginne mit dem Herrn, ungalanterweise, Peter Kloß. Peter Kloß ist nicht nur Sprecher des Kompetenzzentrums Frühe Kindheit an der Stiftung Universität Hildesheim, sondern dort eben als Professor für Pädagogik der frühen Kindheit tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der qualitativen Forschungsmethoden der Pädagogik der Kindheit, Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen. Es geht bei ihm um den Alltag der Kinder, aber eben auch um professionelles Handeln in den Feldern der Pädagogik.
Also wirklich ein ausgewiesener Experte. Und ich darf an dieser Stelle Peter Kloß ein Dankeschön sagen, obwohl es zu Anfang so schien, als ob das Kompetenzzentrum auch frühe Kindheit in Hill eine kleine Konkurrenz zum NIFPE sein könnte, hat er das nie so gesehen. Genau, er schüttelt auch richtigerweise mit dem Kopf, sondern im Gegenteil. Er hat von Anfang an in den Gremien des NIFPE nicht nur sehr aktiv, sondern engagiert und konstruktiv mitgearbeitet. Er ist bis heute Mitglied im Kuratorium des NIFPE und hat viele Forschungs- und Transferprojekte auch umgesetzt, auf den Weg gebracht und arbeitet sehr eng mit dem Netzwerk Südost in Hildesheim zusammen. Peter Kloß, also wirklich ein Freund des NIFPE, nicht nur ein ausgewiesener Kenner der Materie. Die andere Kollegin habe ich bereits eben kurz vorgestellt. Professorin Dr. Maria Eleonora Karsten von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Sie ist dort im Bereich des Bachelor berufliche Bildung in der Sozialpädagogik sowie Master Education Lehramt an berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik tätig, aber auch ihre Forschung befassen sich natürlich mit dem Feld der personenbezogenen Dienstleistungsberufe, mit Professionalisierungsforschung, interkulturellen Genderstudien und Lehre und Forschung zu Prozessen des Managements des Sozialens. Und auch von Marile Karsten darf ich sagen, dass sie von Anfang an das NIFPE sehr konstruktiv begleitet hat, immer eine Verfechterin, eine engagierte Verfechterin. Es gibt ja auch manchmal Krisensituationen, die man so durchleben muss, des NIFPE niedersachsenweit und insbesondere in Lüneburg war und gerade auch in dem Projekt, um dessen Abschlusstag oder vorläufigen Abschluss, besser gesagt, es heute geht, sich sehr engagiert gezeigt hat. Also beide sind Garanten dafür, dass sie gleich in bis zu 7 Kernthesen uns etwas durchaus Provokantes zu dem Thema noch mal sagen werden. Und danach ist noch mal Gelegenheit, dass Sie mit Frau Karsten, Herrn Kloß, aber auch mit Frau Thünemann-Albers noch mal eine Viertelstunde ins Gespräch kommen, bevor dann Herr Wuttig den Abschluss macht. Ich darf jetzt Peter Kloß um seinen Vortrag bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Wir haben keine Folien mitgebracht. Da haben wir uns drauf geeinigt, Marie, Carsten und ich. Und das ist auch ungefähr einer der wenigen Punkte, auf die wir uns geeinigt haben. Wir sind uns in vielen Dingen sehr einig. Aber wir haben gesagt, wir machen keine Folien und wir teilen so ein bisschen auf. Erst spreche ich, dann spricht Marie Carsten. Wir haben jetzt ziemlich viel gehört. Wir haben das Feld, das weite Feld der Professionalisierung ziemlich weit geackert, haben das eine oder andere Loch gebuddelt. Und ich glaube, ich werde nicht jetzt voranschreiten und noch ein nächstes Loch buddeln oder noch mal da einen kleinen Maulwurfhügel bauen, sondern eher sozusagen eine Metaperspektive einnehmen und über das Feld schauen. Es geht ja auch um die Frage eines Metaplans, so war das die Frage, den Metaplan der Professionalisierung für das Feld in Niedersachsen. Und dann werde ich ein bisschen fliegen und mal gucken, ob du weiter abheben wirst oder dann landen wirst. Das werden wir dann sehen. Okay. Ich habe 6 Thesen mitgebracht. Meine erste These ist, Professionalisierung muss sich der eigenen Ziele und Begründungsfolien vergewissern. Warum und wofür soll eigentlich professionalisiert werden? Also grundlegende Fragen, die für so einen Metaplan auch wichtig sein könnten. Und wir haben gesehen bei der Diskussion, schon bei der Eröffnung dieser Veranstaltung, dass Professionalisierung ein Containerbegriff ist, wo man eine ganze Menge auch mit rein tun kann. Die Grußworte haben es deutlich gemacht. Kaum ein Beitrag zur Frage der Professionalisierung des frühkindlichen Feldes bezieht sich nicht auf PISA. PISA habe in Deutschland die Bedeutung einer frühkindlichen Bildung aufgezeigt. Populär sind Formeln geworden mit auf den Anfang kommt es an. Die Kita wird nun endlich zur Bildungseinrichtung, war auch mehrmals Thema hier. An das frühkindliche Betreuungssystems oder frühkindliche Bildung und Betreuung der Erziehung werden somit viele Erwartungen adressiert. Es soll zur Lösung vielfältiger gesellschaftlicher Probleme beitragen. Professionalisierung soll dabei der Schlüssel sein, manchmal Akademisierung. Fachkräfte haben also damit wesentlich dazu beizutragen, Bildung für alle Kinder von Anfang an zu gewährleisten, Kompensation von defizitären Erziehungsleistungen zu betreiben, aber auch, und das war weniger Thema heute, Kinderschutz,
Gesundheitsprävention und so weiter. Es geht also nicht nur um die Kinder, auch das wurde deutlich heute, sondern auch um viele andere Fragen. Zum Beispiel um ökonomische Fragen der Standortsicherung, ganz am Anfang dieser Veranstaltung prominent hervorgehoben, um die Sicherstellung von einer nachwachsenden Generation von Ingenieuren durch naturwissenschaftliche Bildung, und auch darum geht es, um gesellschaftliche Integration und Inklusion, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also es geht um die Professionalisierung der Vereinbarkeit und die Nutzung der Ressourcen gut ausgebildeter weiblicher Arbeitskräfte. Den Fachkräften wird damit ein riesiges Paket aufgeschnallt, ein Paket, was nicht immer gut zu tragen ist. Matthias Urban aus London, auf die Veranstaltung wurde hier hingewiesen, hat neulich hier in Berlin in Ende April zur Eröffnung dieses ISAC, Internationales Zentrum Frühkindliche Bildung und Betreuung und Erziehung, darauf hingewiesen durch eine ganz, ganz einfache Formel: Kindertageseinrichtungen können nicht die Welt retten. Er drückte es folgendermaßen aus: Frühkindliche Bildung ist eine wichtige, aber eben nur eine Antwort. Und er hat gesagt, im großen Nudelsalat gesellschaftlicher Herausforderungen. Kurz gefasst, Professionalisierung ist der richtige Weg, jedoch die Ziele müssen, soll es nicht zu einer Überforderung kommen, realistisch formuliert werden und auch in Etappen genau ausgelotet werden. Ich möchte diese Perspektive nochmal erweitern, denn aus meiner Perspektive ist nicht nur frühkindliche Bildung eine Perspektive im Nudelsalat, es ist sogar selber frühkindliche Bildung und Erziehung eine Art von Nudelsalat. Zweite These. Das System der Kindertagesbetreuung ist nämlich multifunktionell. Also Professionalisierungsstrategien müssen auch deswegen multidimensional ausgerichtet sein. Und die Diskussion eben hat das gezeigt, in wie viele Richtungen man eigentlich vorgehen kann. Und sie muss an unterschiedlichen Politikfeldern ansetzen. Da wird dann Marile Karsten auch noch mal wahrscheinlich mehr zu sagen. Die Diskussion der ersten These hat bereits verdeutlicht, dass es ja unterschiedliche Zielperspektiven gibt. Und das hat auch was damit zu tun, in welcher Weise sich das Betreuungssystem auch historisch in Deutschland herausgebildet hat. So hat Michael Sebastian Honig schon immer darauf hingewiesen, dass das Feld der Kindertagesbetreuung eben multifunktional verankert ist. Das heißt, Kindertagesbetreuung ist nicht allein darauf ausgerichtet, Kinder zu bilden. Es muss gleichermaßen unterschiedliche Erwartungen aus unterschiedlichen Politikfeldern bedienen. Es geht um Bildungspolitik, um Familienpolitik. Manchmal viel zu selten um Kinderpolitik. Es geht um Frauen und Arbeitsmarkt, um Disziplin und Berufspolitik. Nach PISA sind in diesem Nudelsalat dann noch viele, viele, viele weitere Zutaten hinzugekommen. So zum Beispiel eine Bürgermeisterin, der in meinem Büro saß und sagte: Können Sie mir was sagen, wie ich zur Professionalisierung beitragen kann, damit ich meine Familien im Dorf halten kann und es eine bessere Kita hier gibt? Oder der Betrieb, der ein nachhaltiges Personalmanagement durch ein Betreuungssystem haben will, oder Christina Schröder, die die Geburtenrate steigern will, oder der BDA, der den Nachwuchs hochqualifizierter Fachkräfte durch frühkindliche Bildung verbessern will, oder die Eltern, die eben verlässliche Betreuungszeiten und gute Betreuung fordern. Oder auch Forscherinnen und Forscher wie ich, die auch genug Forschungsmittel haben wollen. Und die Kinder, deren Perspektive viel zu wenig hier gefragt ist. Zusammengefasst, all diese Erwartungen können nicht Kitas und Fachkräfte aus eigener Kraft, eventuell ausgerüstet mit einem Bildungsplan und ein wenig Fortbildung alleine bewältigen. Ja, und da finde ich den Vorschlag auch der Ombudsfrauen, Männer auch ein wichtiger Schritt, auch ein NIFPE und so weiter sind dazu ein Beitrag. Es setzt also voraus, dass vor Professionalisierung Politikfelder auch miteinander abstimmt, und Professionalisierung setzt voraus, dass transparent gemacht wird. Und das steht jetzt nicht mehr da, aber stand eben da. Transparent ist ein wichtiger Begriff dieses Projekts, dass diese Erwartungen, die damit verbunden werden, auch transparent gemacht werden. Und genau nachgefragt wird, wer kann eigentlich was erfüllen. Zum Beispiel die Frage, ist meine Aufgabe die Professionalisierung von Kindertageseinrichtungen? Erstmal sozusagen von meinem
Hintergrund als Hochschullehrer ist die gute Lehre zu machen und Forschung zu betreiben, aber nicht die Professionalisierung des Feldes. Also wir müssen diese Fragen genau klären. Dann die nächste These. Professionalisierung darf sich nicht auf das Thema der zumeist sehr technisch gedachten Kompetenzverbesserung von Erzieherinnen beschränken. Auch das würde eine Überforderung auch des Feldes darstellen. Das wäre auch eine einfache Antwort auf eine komplexe Herausforderung. Einen Hebel anzusetzen reicht hier nicht. Die zentralen Fragen sind, und das hat das Projekt auch, und damit verstehe ich meinen Vortrag auch als eine Würdigung des Projekts, daran angesetzt, eben viele Hebel in Gang zu bringen. Also es geht um die Frage, wie sich Professionalität, und auch darauf hat Matthias Urban hingewiesen, im gesamten System entwickelt. Es braucht Professionalisierungsstrategien eben im gesamten System. Wechselseitig beeinflussen, Individuen, Institutionen, Teams, Träger, Fachberatung, Ausbildung, Fortbildung, Forschung, Gemeinwesen, Gesellschaft. Meine vierte These: Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sind eben nur zwei Komponenten eines bunten und Bildungs- und Betreuungsmixes. Professionalisierung sollte sich nicht auf eine Kindergartenprofessionalisierung reduzieren. Frühe Kindheit, insbesondere wenn man aus der Perspektive der Kinder denkt, ist nicht allein durch den Kindergarten oder Kinderbetreuung geprägt. Johanna Mierendorf schreibt in einem aktuellen Aufsatz: Der Kindergarten stellt keinen isolierten Kosmos dar. Der Kindergarten als Institution der frühen Kindheit neben anderen, wie Familie, Bildungsangebote außerhalb des Kindergartens, sozialpädagogische, gesundheitsbezogene Hilfesysteme der frühen Kindheit, steht in einem spezifischen Verhältnis zu diesen Institutionen. Das zeigt sich zum Beispiel auch an den aktuellen Debatten um den Kinderschutz oder um Familie als Bildungsort. Es geht darum, sozusagen um eine Verknüpfung von informeller, nonformaler, formaler Bildung, um die Verknüpfung unterschiedlicher Bildungsleistungen für Kinder und ihre Familien. Aber es geht nicht nur allein um die Abstimmung von Bildungsbereichen, um die Verknüpfung von Bildungsorten und Lernwelten. Es geht um Professionalisierungsstrategien, die insgesamt ökosystemisch angelegt sind, die verschiedene Orte aufeinander beziehen und dann auch mitbedenken, welche Auswirkungen es hat, wenn ich an einer Ebene ansetze, es das für die andere Ebene für Auswirkungen hat. Wir haben es an der Akademisierungsdiskussion heute nochmal nachspüren können. Wenn wir sozusagen einseitig eine Akademisierung im Hochschulbereich forschen und sozusagen das isoliert von allen anderen Bereichen diskutieren, haben wir viele Folgen, Nebenwirkungen, und diese Nebenwirkungen müssen bedacht werden. Dann haben es sozusagen Träger, die dann reagieren, Fachschulen, die natürlich reagieren, wenn sie dann nur in einem Forschungsdefizit oder in einem Defizit betrachtet werden. Ich glaube, ich lasse die fünfte These weg, weil die Zeit ist vorangeschritten, und ich finde, das passt auch ganz gut. Meine fünfte oder sechste These schließt daran an. Es braucht also nicht nur Professionalisierungsstrategien, sondern es braucht, wenn man so einen Metaplan hat, auch oder machen will, eine umfangreiche Reflexion der Professionalisierung, der Professionalisierungsfolgen. Kindertageseinrichtungen sind, so Sascha Neumann, ich zitiere, Teil des komplexen und facettenreichen sozialen Ordnungsprozesses, in dem Kindheit hervorgebracht wird. Professionelles Handeln ist aus dieser Perspektive niemals voraussetzungs- oder belanglos. Selbst wenn es aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive manchmal ungenügend oder unprofessionell ist. Eine erkenntnistheoretisch motivierte und machtsensible Reflexion solcher Prozesse muss implizit und explizit einer Professionsforschung sein, die auf die frühe Kindheit und Kindheitspädagogik bezogen ist und auch eben die Folgen des eigenen Handelns zum Gegenstand macht. Und das meine ich in einer doppelten Weise: die Folgen des eigenen pädagogischen Handelns zum Gegenstand macht und die Folgen der Professionalisierung zum Gegenstand macht. Thomas Rauschenbach hat davon gesprochen, dass der Ausbau, der in diesem Bereich zu finden ist, vergleichbar eigentlich ist mit der Einführung der Schulpflicht. Wir haben es zu tun mit erheblichen Wandlungsprozessen in der Kindheit, dadurch, dass Kinder den ganzen Tag mittlerweile betreut werden durch ein professionelles Betreuungssystem,
und sich die Muster der Kindheit dadurch verändert haben. Welche Konsequenzen das letztendlich für das Aufwachsen von Kindern hat, sind wenig erforscht. Und wenn sozusagen wir für die pädagogischen Fachkräfte Reflexivität einfordern, müssen wir das diejenigen, die an diesen Gestaltungsprozessen auch beteiligt sind, für uns einfordern, eine Reflexivität dieser Professionalisierungsstrategien. Und welche Strategien dann letztendlich zielführend sind. Damit möchte ich schließen. Echt? Ja, ja, passt. Gut. Passt noch besser zusammen als gedacht. Weil wir eben relativ wenig abgesprochen haben. Also der Zusammenhang zum Projekt ist der, dass mit dem Projekt in Niedersachsen gezeigt wurde, dass wenn man von Bildung redet, Bildung lebensumspannend ist und lebenslang ist. Also wir bewegen uns im lebenslangen Lernen und wir sind zwar an einer Stelle tätig, aber eigentlich ist es der Neuaufbau einer Bildungsreform von unten, vom Beginn des Lebens und der Bildungsbiografie eines jeden Mädchen und Jungen. Und insgesamt geht es darum, auch wenn das momentan ein bisschen verstreut ist, eigentlich geht es um die europäische Strategie des lebenslangen Lernens und dabei um neuere, sozialgerechtere Sozialstrukturen für neue Bildungszeiten und neue Bildungsräume. Das haben wir im Projekt praktiziert, aber eigentlich muss das an jeder Stelle verwirklicht werden. Also es geht darum, dass für jeden Tag von der Krippe bis in Hochschule und Berufsbildung, für jede Kindheitsjugend, Mütter-Väter-Lebensform und für jede Sorte von Berufsausübung auszubuchstabieren. Und das haben wir ja mit dem Aktionsplan Bildung ja festgestellt, dass man das sehr umfänglich, durchaus umfänglich formulieren kann. Auch wenn man sagen muss, dass wenn man den Text dann wirklich liest und die Überschriften, dass man dann doch den Eindruck hat, dass einige nicht so ganz genau wissen, wovon sie da sprechen, dann kommen solche Vereinheitlichungstendenzen herein. Also das heißt, wenn wir das wirklich alles wollen, was da so diskutiert ist, dann müssen wir es wollen und nicht nur rhetorisch vor uns hertragen. Und wollen heißt an der Stelle, die Bildungsinvestitionen, so wie uns die OECD das mittlerweile seit 20 Jahren vorrechnet, verdoppeln. Also die Rhetoriken können alle schön sein, aber solange diese Bildungsinvestitionen, das Geld ist da. Das ist die entscheidende gesellschaftliche Um- und Aufwertung. Und mittlerweile ist eben, wie gesagt, das war gerade nochmal wiederholt, ist das auch beim Arbeitgeberpräsidenten angekommen, da muss investiert werden. Und wir wissen zum Beispiel aus der Durchsetzung der Gleichstellungsarbeit, auch wiederum in den letzten 20 Jahren, da muss man Infrastruktur investieren, da muss man investieren, dass dieses auch kontrolliert wird, machen die skandinavischen Länder auch, sodass es also sinnvoll wäre, zu den Ombudsleuten für das Feld so etwas wie eine Dauerbeobachtungsstelle pro Bundesland einzurichten, wie damit wir dann entsprechend Bundesland- und regionalspezifisch qualifizierte Daten bekommen. Und wir haben so etwas in der Kinder- und Jugendhilfe, nur bisher nicht für den Elementarbereich, nämlich eine Schiedsstelle. Für den Fall, dass tatsächlich alle Leute sich mal streiten. In NRW gibt es eine Schiedsstelle für Jugendhilfe, wo sehr renommierte Persönlichkeiten, ehemalige Professoren, ehemalige Richter, ehemalige Jugendhilfeexpertinnen, dann gegebenenfalls in der Jugendhilfe klären, wenn dort zwischen den Institutionen gegebenenfalls mal Ansprüche nicht wechselseitig akzeptiert werden können. Also wäre es sinnvoll, die Neuformierung, die fachpolitische Neuformierung und die Beobachtung und Selbstreflexion der Profession auch tatsächlich mit entsprechend kompetenten Menschen auszustalten, weil es geht nämlich mittlerweile und eigentlich war jeder Beitrag heute dazu da. Es geht darum, Grundverhältnisse neu zu gestalten. Also die Bildungsverhältnisse hinsichtlich Zeiten und Räumen im lebenslangen Lernen als Anrechtberechtigungen. Die Familienverhältnisse dadurch für Mädchen, Jungen, Mütter, Väter, für das familiale und gesellschaftliche Umfeld. Wenn der Bürgermeister fragt, wie er die Familien im Dorf halten kann, dann ist das die Frage, wo sollen Menschen leben können wollen. Denn die Generationsverhältnisse sind heute noch relativ wenig angesprochen worden. Wenn wir aber wissen, dass mehr als 50% aller heute in diesem Bereich Tätigen über 50 sind, dann laufen wir in einen Generationenwechsel herein, über den momentan noch fast nicht nachgedacht wird. Es gibt nämlich, sage ich und schreibe, zwei ganze ESF-Projekte zu altersgerechtem Arbeiten in der Kita, nur als Beispiel. Die Generationenverhältnisse auf jeder dieser Ebenen und dementsprechend sind wir dann bei den Berufsausübungen und den Arbeitsverhältnissen in der Dienstleistungsgesellschaft
Und dass jetzt gerade momentan der DQR so machtvoll von den Interessenvertretungen der dualen Berufsausbildung durchgepaukt worden ist und letzte Woche in einer Schriftform vorliegt, die die sozialen Berufe und die pflegerischen Berufe überhaupt nicht berücksichtigt, zeigt, dass das ein umkämpftes Feld ist. Wir müssen also nicht nur Professionalisierung wollen, sondern wir müssen sie auch können. Und das ist ein Grundgesetzauftrag. Wir brauchen nicht mehr tun, als das Grundgesetz realisieren. Da steht das nämlich alles schon drin. Die skandinavischen Länder haben uns das vorgemacht. Die haben also Mitte der 80er Jahre begonnen. Das heißt also, es liegt dort 30 Jahre altes Wissen vor. Da können wir dran anknüpfen. Das heißt also, wir haben momentan, und das hat das Projekt gezeigt, dass es geht, wir haben die Chance, die Verpflichtung, solche sozialen Infrastrukturen wie in Niedersachsen in jedes Bundesland hineinzutransportieren, dort jeweilig zu bündeln, zu beobachten, zu reflektieren. Aber, und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, es ist auch ein Bundesauftrag und es ist auch ein Europaauftrag, nämlich deutlich zu machen, nicht nur, dass immer von denen aus bilanziert wird, was wir täten oder nicht täten, sondern dass wir sagen, wie wir denken, dass die Zukunft und mit den Mädchen und Jungen die Zukunft in Deutschland und Europa aussehen soll. Das heißt, also da haben wir den Handlungsplan. Dann sind wir bei den Arenen der Professionalisierung, so nennt sich das immer in Europa, ich nenne das immer den umgedrehten Mainstreaming-Prozess machen, das ist die europäische Politikstrategie, nämlich von unten nach oben und nicht von Europa quasi zu den Mitgliedsländern. Und die Arenen sind Ausbau der Professionalität, nicht Professionalisierung als Neues, sondern Ausbau der Professionalität. Das FES ist professionell, interaktiv pädagogisch, administrativ organisierend, trägerbezogen, kommunal, Landes-, Bundes-, Europa- und international politisch. Dazu brauchen wir noch jeweilig die Daten, damit man das lernen kann. Und Frau das lernen kann, geht es darum, dass das didaktisch aufbereitet wird und wissenschafts- und hochschulpolitisch durchgesetzt wird. Weil dann haben wir nämlich die Chance, dass wir fachlich, inhaltlich und entwicklungsbezogen diese Arenenleistungen jeweilig übersetzen können, hin und her transportieren können. Und dann haben wir aus einer Metaperspektive eben einen Blick, das haben wir hier mit dem Landesprojekt vor Ort, einen Blick in jeden Bundesland mit regionalen Besonderheiten, einen Blick in den Bund und einen Blick in Europa und können arbeitsteilig wunderbar arbeiten. Aus der Metaperspektive haben wir eigentlich alles vorliegen. Es ist das Gebot der Stunde, jetzt zu handeln. Danke. Die letzten Referenten, glaube ich, kann ich von hier aus ankündigen. Es ist jemand, von dem ich gelernt habe, dass man nicht im Kästchen denken soll, dass man über seinen Tellerrand hinaus schauen soll. Dieter Wuttig ist im Hauptberuf Fachbereichsleiter der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereichsleiter für den Bereich Bildung und Qualifizierung. Ich weiß, dass ihm insbesondere die kulturelle Bildung sehr am Herzen liegt. Er hat da sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, vorangebracht. Aber er hat auch vieles, weil er nicht im Kästchen denkt, darüber hinaus auf den Weg gebracht. Gerade im Bereich der Erinnerung an die deutsche Geschichte hat er vieles in Hannover geschaffen, was sehenswert und nachahmenswert ist. Für SNIPPE war er deshalb besonders wertvoll und ist er besonders, heute besonders wertvoll. Und ohne ihn und einen der anderen natürlich, bei England beispielsweise, die heute hier unter uns, gäbe es das SNIPPE in dieser Form nicht. Er war einer der Initiatoren des SNIPPE, weil er eben über den Tellerrand hinausgedacht hat. Kein Kästchen denken, verfolgt hat und er ist dem NIFPE treu geblieben. Er ist nämlich bis heute Vorstandsmitglied des NIFPE und fällt immer wieder durch konstruktive Beiträge. Immer wenn es schwierig wird, findet Dieter Wuttig einen Weg, wie es doch konstruktiv weitergehen kann. Dafür an dieser Stelle, Dieter Wuttig, auch ein Dankeschön. Aber jetzt möchte ich Ihnen das Wort geben, um einen Abschluss zu machen, aber nicht nur einen Abschluss, sondern uns nur einen kurzen Ausblick zu geben, wie geht es weiter, mit dem NIFPE, das wissen wir bis 2015, aber wie geht es insgesamt weiter im Rahmen der Professionalisierung, im Rahmen des Projektes. Herr Wuttig, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Stifka, herzlichen Dank für die Einführung. Er hat aber auch gesagt, es ist gleich 16 Uhr. Habe ich vorher auch gemerkt. Deswegen will ich mich auch solidarisch verhalten und wirklich den Versuch machen, relativ kurz und prägnant aus dem Blickwinkel von NIFPE. Nicht anfangen mit einem Ausblick, sondern mit einem kleinen Rückblick. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so eine Tagung wie heute, so ein Projekt Professionalisierung,
gegeben hätte, wenn es nicht NIFBE geben würde. Ich bin hoffentlich nicht arrogant Ihnen gegenüber, wenn ich sage, ich glaube daran, dass diese Tagung ein Produkt, ein Ergebnis, dieses Projekt, ein Ergebnis ist, dass es NIFBE gibt und dafür haben sehr, sehr viele Menschen ihre Beiträge geleistet. Dafür kann man sehr, sehr viel Dankeschön sagen, aber in der Tat, Einblick haben wir heute auch bekommen. NIFBE gibt es, selbst wenn der Gründungsprozess etwas kompliziert gewesen ist und NIFBE ist ja politisch vom Himmel gefallen, weil ein nicht mehr amtierender Bundespräsident in einer früheren Funktion als Ministerpräsident gesagt hat, sowas will ich haben. Sowas, was zum Thema frühkindliche Bildung vielleicht eine gute Grundidee ist, das will ich haben und das wollen wir in Niedersachsen versuchen aufzubauen. Und wenn ich heute zurückblicke und sage, war eigentlich der Gründungsprozess im klassischen Sinne sozialverträglich, wenn es um Beteiligung geht, wenn es um Abstimmung geht, dann hätte ich heute auch den Mut, nein, ich habe den Mut zu sagen, es hätte auch anders laufen können, eigentlich anders laufen sollen und breiter der Beteiligungs- und insbesondere der Entstehungsprozess dieses Instituts angelegt sein sollen. Das war aber so und das ist vielleicht verschüttete Milch. Wir sind heute angekommen und wir haben eine Perspektive mindestens bis zum Jahre 2015. Und wenn ich heute den Einblick für mich ein bisschen rekapituliere, was ich auch insbesondere durch die Diskussion vorhin miterlebt habe, dann glaube ich, dass das Land Niedersachsen mit sehr vielen kompetenten Institutionen ausgestattet ist, mit sehr vielen verantwortlichen Trägern, mit, wie ich auch glaube, engagierten kommunalen und Landesbediensteten. Habe aber manchmal Zweifel, ob es gelingt, diese ganzen Kompetenzen so zu bündeln und so zu fokussieren, dass wir uns an die gemeinsame Hauptsache erinnern. Nämlich auf die Kinder kommt es an. Ich habe mich entschieden, dass kein Kind sich die Eltern, die Erzieherin oder die Lehrerin aussuchen kann. Falls Sie Gegenentwürfe haben oder Hinweise haben, dass das schon mal gelungen ist, bitte sagen Sie mir das, dann wäre das vielleicht das Modell für Kinder. Kinder sind in den ersten 10 Jahren abhängig von den Umständen, von Zufällen. Auf welche Begegnungen treffen sie? Und sie sind sogar von Systemen abhängig. Und wenn wir uns über Professionalisierung unterhalten, dann bin ich eigentlich ganz unruhig, dass wir nicht auch den Mut haben zu sagen, wir müssen auch die Politik professionalisieren. Für mich ist zum Beispiel die spannende Frage, ob das, was wir im Bereich des KJHG-Bildung, ist ja auch noch nicht so ganz lange in diesem langen Gesetz drin, als Bundesgesetz, wenn ich das richtig informiert bin. Ist es eigentlich richtig, dass ich das Sozialdezernat, das Sozial- und Jugenddezernat einer Kommune mit dem Thema Bildung in Elementareinrichtungen beschäftigen muss? Stimmen eigentlich diese Strukturen noch oder müsste man nicht den Mut haben zu sagen, ja, das ist auch Bildung und es gehört geschäftsmäßig in das Politikfeld Schule? Schauen Sie sich die kommunale Landschaft der Ausschüsse an, dann werden Sie feststellen, dass der Jugendpolitiker selten mit dem Kommunalpolitiker Kultur, geschweige denn Schule spricht. Es gibt sogar die Konkurrenz über Ganztagsschulen, über Hortbetreuung und. Ein wahnsinniges Geldverbrennungssystem, was der Steuerzahler finanziert. Es wird viel gesprochen, viel geredet, aber wenig bewirkt, wenn es um die Grundelementarinteressen von Kindern geht. Es sind, ich sage mittlerweile, separierte Interessenlagen, die auch etwas mit Bedeutung und mit Machterhaltung in den jeweiligen Strukturen zu tun haben. Und wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dann müssen wir auch die Frage stellen, stimmen unsere Politiksysteme? Stimmen die jeweils separierten Interessen der fachlichen Kompetenzen heute eigentlich noch zusammen, übereinander, so überein, dass man auch wirklich von klassischen Wirkungen im Sinne eines Politikfeldes reden kann? Und mein Ausblick ist, wenn wir es nicht schaffen, frühkindliche Bildung als Gemeinschaftsaufgabe innerhalb einer aufeinander abgestimmten Gesellschaftspolitik zu verstehen, dann werden wir über die Krise zur Erkenntnis kommen, dass irgendwas passieren muss. Es ist nicht nur der demografische Wandel bei den Erzieherinnen.
Wir wissen das ja alles, Reinhard Miegel hat schon in den 80er Jahren, 90er Jahren von den demografischen Problemen gesprochen. Das ist ja auch berufsspezifisch alles bekannt. Es gibt aber eine Zahl, 60.000 junge Menschen schließen den Sekundarbereich 1 im Jahr ohne Abschluss ab. 60.000, multiplizieren Sie mal 60.000 mit einem Aufwand, mit einem Transferaufwand aus dem Sozialetat für junge Leute, die keine Ausbildung machen können, weil sie nicht ausbildungsfähig sind, weil sie in irgendwelche Hilfesysteme, Transferleistungen jeglicher Art kommen, multiplizieren Sie nur mal 60.000 mit 120.000 Kosten für eine Transferbiografie von 3 Jahren, von 4 Jahren, dann kriegen Sie Summen, die beweisen, wir haben genug Geld, um nachsorgend Sozialleistungen zu finanzieren. Es ist kein Finanzproblem. Es ist ein Strukturproblem. Es ist ein Problem in der Wahrnehmung eines gesamtgesellschaftlichen Auftrags Bildung. Und möglicherweise haben wir es bisher noch nicht geschafft, die gemeinsame Formel für uns zu entdecken. Sie ist ganz einfach. Frau Carsten hat vorhin das Grundgesetz zitiert in einem anderen Zusammenhang. Ich brauche noch die Fundstelle, weil mich das interessiert, wie Sie das begründet haben. Aber ich habe mich auf Artikel 1 konzentriert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und alle Systeme, ob unmittelbar kommunal, Land, Bund, staatlich finanziert oder mittelbar staatlich finanziert durch entsprechende Zuweisungen, haben die Aufgabe, die Würde des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sie zu achten und zu schützen. Und ich verstehe Würde so, dass jeder Mensch, zumal ein junger Mensch, in die Lage versetzt wird, seine eigene Zukunft, seine materielle, seine soziale, seine Teilhabezukunft aus eigener Kraft und nach eigenem Wissen so zu gestalten, dass er Mitglied einer Gesellschaft werden kann, dieser junge Mensch. Und Hannah Arendt, ich zitiere Hannah Arendt immer gerne, weil sie in Hannover geboren wurde, leider nur 2 Jahre in Hannover war und dann wegzog, denken und handeln ohne Geländer. Eigenständig denken und handeln ohne Geländer. Und wir müssen, glaube ich, Systeme entwickeln, dass wir das Geländer mal beigeben. Und das Geländer in der frühkindlichen Phase sind die Eltern, sind die Erzieherinnen und sind diejenigen, die im Primarbereich arbeiten. Und die müssen ausgestattet werden, nicht mit Kompetenzen, die sind da. Sie müssen begleitet werden mit Möglichkeiten und müssen einfach anerkannt werden in ihrer jeweiligen Leistung. Nun wissen wir alle, dass Eltern teilweise wegbrechen. Ich möchte mir die 60.000 jungen Menschen anschauen und vermute mal, dass das Elternhaus an der Stelle nicht zu den besonders Bildungsaktiven gehört. Und dann sind diese Kinder schon mal mit ihrem Abschluss dieser Situation Elternhaus ausgesetzt. Also heißt ja nicht nur die Arbeit mit dem Kind, am Kind, sondern heißt auch gleichzeitig zu schauen, wie wir Eltern stabilisieren, wie wir Eltern unterstützen, dass sie ihren Bildungsauftrag wahrnehmen können. Das heißt also auch kompetente Elternarbeit. Sich auch als Erzieherin auf Augenhöhe mit schwierigen Eltern zu bewegen, ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen zweiten Blick. Wenn wir im Moment bemängeln, dass vielleicht zu wenig oder zu wenig das Richtige oder zu wenig abgestimmt getan wird, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel tun. Zu viel tun heißt, ich glaube, Herr Kloster hat es vorhin gesagt, den organisierten 7, 8, 10 Stunden Tag eines Kindes über Ganztagsbetrieb, über Vereinstätigkeit, Teilhabe am Sport, Teilhabe vielleicht auch an kulturellen Aktivitäten, dass da Kinder nicht irgendwann so verplant werden, dass sie für sich selbst nicht mehr entdecken können, welche Potenziale sie haben. Unser Institut heißt übrigens für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Und wo ist eigentlich der Freiraum für Entwicklung für ein Kind, wenn man sieht, dass die Medienlandschaft sehr viel anbietet und irgendwie müssen ja 5,5 Stunden Medienkonsum bei einem 7-Jährigen zustande kommen. Also wo gibt es denn überhaupt noch den Freiraum der Entwicklung? Und ich hatte gestern Nachmittag ein sehr interessantes Gespräch mit Uwe Carsten Heyer, der früher Regierungssprecher war, und der beschäftigt sich im Moment mit der Frage, was schaffen wir oder was müssen wir tun, damit Kinder davor bewahrt werden, dass sie zu viele Angebote bekommen, dass sie überhaupt
möglicherweise gar keinen Freiraum mehr haben. Und wohin führt das? Führt das möglicherweise dazu, dass Kinder, wenn sie ständig verplant sind und sich nicht selbst auch äußern können im Sinne ihrer eigenen Lebensgefühle, dass sie möglicherweise irgendwann ein falsches Ventil finden? Und da war das Stichwort Gewalt. Wir sind nicht fertig geworden, weil wir leider nur 2 Stunden Zeit hatten und wir haben uns für den nächsten Monat verabredet und werden dieses Thema weiter diskutieren. Brauchen Kinder Freiräume, brauchen Kinder Bewegung, damit sie sich selbst auch finden können in ihrer Körperlichkeit, gerade in der Zeit der gefährlichsten Jahre. Und was ist der Ausblick? Ich würde mir heute wünschen, dass NIFPE nicht das selbst entwickelte, zugeschriebene Mandat beansprucht, für alles zuständig zu sein. Das geht gar nicht. Dafür gibt es viel zu viele breit angelegte Kompetenz. Aber ich glaube, dass NIFPE nach der Gründungsphase und nach dem, was in der Zwischenzeit passiert ist, durch die Organisation von Tagungen, Publikationen, in den nächsten Jahren auch nochmal einen Beitrag leisten kann, dass das, was heute hier als für mich als Hauptbotschaft herausgekommen ist, wir brauchen eine politische Kraft, dass das, was wir unter frühkindlicher Bildung, glaube ich, fachlich gut belegen können, dass das gebündelt wird und dass die Politik an der Stelle davon überzeugt wird, dass natürlich in einer Gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland, die ohne Erdöl, ein bisschen Erdgas, egal wie auch immer, nach oben geholt, aber der Rohstoff dieser Gesellschaft heißt Bildung. Und bitteschön nicht erst, wenn die Krise eingetreten ist, sondern bitteschön im Sinne einer aufgeklärten Gesellschaft über den Weg der Vernunft zu der Erkenntnis kommen, dass wir Bildung so verstehen, dass wir nicht drum betteln müssen oder uns rechtfertigen müssen, sondern dass es ganz natürlich ist, dass diejenigen, die in diesem Bereich tätig sind, anerkannt werden, angemessen bezahlt werden und dass wir Wirkungen bei den Kindern erzielen. Herzlichen Dank.